1995, Europe's largest automobile club had the vision of supporting the development of German youth in motorsport. A few years later, in 2004, the future of German motorsport did not look good. So the brightest minds thought about the future of it. They came up with a great idea, and the ADAC MX Masters Championship was born. Today, the most talented riders from all over the world and the stars of tomorrow find their way here year after year. So let's see what this championship is all about. They are battling in four different classes from 85 CCM to 450 CCM. Fans can get really close to their stars. Exciting races. Bar to bar racing. The level is really high, and it's why I came here. Emotions. I like this style, and I think it's one of the best championships in Europe. Best races in Europe is definitely IDLC. They don't mind the conditions. Whether it's raining or 40 degrees, they're out there doing what they were made for. They want to reach one goal. Become the champion. Can't stop. Ain't no one on my level. Ain't no one on the scatterless. Regardless what they take, we're taking it back into the beginning. When I'm about to kill them in the battle grass. You're rapping on it when I'm coming, they can handle that. So I'm independent, boy, I'm everybody else. Man, I did it on my own, but you can't tell me no one. Wait, that's my pride talking. I get a little cocky when I hear the beat bumping. I get a little cocky with my ego when I'm praised by these people. When they try to let me hide, they're just stupid, gonna kill all that. I try to say I'm bubble too, and then I realize my hypocrisy and try to shake it out me, and these rappers all around me like, what's up, and shout? So you just don't get it, killing all my flesh, born again in the spirit, being trying to get near it. So every time I sin, I gotta... Don't miss it in 2023 and come to Herstlitz, Drenna, Mall, Ronners, Bielstein, Geldorf, Tensfeld, Holzgerlingen, Dries. Be there when the champions of tomorrow are made. Die ADAC MX Masters melden sich aus der kurzen Sommerpause zurück. Wir begrüßen euch hier am baden-württembergischen Geildorf zum fünften von insgesamt 8 Tourstops der Masters an diesem Wochenende auf dieser legendären Hardpack-Bahn. 1650 Meter sind perfekt geshaped und wir wollen die 12.500 Seelen in diesem Dorf ein bisschen aufwecken hier auf dieser tollen Strecke auf der Wacht. Wir sind ganz, ganz gespannt, was hier an diesem heutigen Tag schon passiert, denn wir haben alle vier Klassen an diesem Wochenende hier am Start in Geildorf, angefangen mit der 85er-Klasse über die 125er Two-Smoker, die Youngster-Piloten und natürlich keine Veranstaltung ohne unsere Masters-Premium-Klasse. Ich freue mich ganz besonders darauf, mit diesem jungen Mann durch dieses Wochenende zu führen. Unsere Stimme aus Österreich, Lukas Kreuzing. Hi Lukas. Vielen Dank, Jan, für deine Anmoderation. Es freut mich ganz besonders, auch dieses Jahr wieder mit dabei zu sein. Ich durfte Sie auch letztes Jahr schon willkommen heißen hier, damals zusammen mit Tommy Deitenbach, der heute eben nicht hier mit dabei sein kann. Deswegen auch mit Jan Ottig, schön, dich mit an meiner Seite zu haben. Ja, wir befinden uns auf der Wacht in Geildorf. Und das ist Geschichte pur, denn da wurde Geschichte geschrieben, unter anderem 1985 und 1989, als die MX of Nations hier zu Gast waren. Und ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, du siehst es hier. Man sieht es tatsächlich, wenn ich an 2011 denke, MXGP, als keiner geringerer als Ken Roczen hier seinen WM-Titel eingefahren hat. Ich glaube, da denkt man gerne zurück, aber wir denken auch gerne zurück Richtung
Bilstein, denn vor einem knappen Monat, bevor es dann in die kurze Sommerpause ging, wurde hier der vierte Grand Prix-Stop der ADAC MX Masters Saison 2023 ausgerufen und das Ganze im nordrhein-westfälischen Bilstein. Und da waren unter anderem auch die 85er-Piloten am Start, Jan. Genau, die 85er-Piloten im Rahmen des ADAC MX Junior Cups waren da zu Gast. Es war ja erst Saisonrunde 2, nachdem man in Drena den Auftakt hatte. Und dort war es Jane Berwürz, die Startnummer 503, der da wirklich abgeliefert hat mit einem ganz, ganz feinen 3-1-Resultat am Ende. Overall der beste Fahrer war, auch wenn punktgleich Aaron Katona auf Position 2 lag, die Startnummer 17 vom HTS KTM Racing Team. Er mit einem 1-3-Resultat aus Bielstein abgereist. Sehr, sehr viele Punkte mitgenommen fürs Championat. Und das ist natürlich das, was ihn freut, was ihm ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Tja, auf Position 3 haben wir dann jemanden, der wirklich in diesem Jahr schon Geschichte geschrieben hat. Das ist Danny Heiting. Das ist der Mann mit der 499, frisch gebackener Junioren-Weltmeister. Und da reist du natürlich mit breiter Brust hier nach Geildorf an, denn er hat schon abgeliefert und wir sind gespannt, was er uns heute auch hier in Geildorf zeigen wird. Ja, er hat mal auf jeden Fall gezeigt, dass er kein unbeschriebenes Blatt ist. Das haben wir auch schon in der 85er Qualifikation gesehen heute Vormittag. Dazu aber später mehr. Die Youngster Cup Piloten, ja, die waren natürlich auch am Start. Nicht so die 125er im Bildstein, die hatten Pause. Die Youngster Cup Piloten, allen voran Oriol Oliver. Der Spanier vom KTM WZ Racing Team hat da abermals den Deckel drauf gemacht. Der dritte Overall-Sieg in Serie hat er nämlich in Bildstein eingefahren. Und das Ganze vor zwei Teamkollegen von ihm, nämlich Kato Nickel, dem Deutschen, ebenso KTM, ebenso WZ Racing Team Pilot. Und dann ist es der Schweizer Mike Gwerder, auch schon mit am Start gewesen bei MXGP-Läufen, jetzt aber auch eingeschrieben diese Saison bei den Youngster Cup-Piloten, der ebenso für das WZ Racing Team am Start war. Und die drei Jungs von diesem Team haben wirklich Vollgas gegeben und haben das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Tja, dann schauen wir noch auf die Masters ganz kurz. Da war es der Deutsche Max Nagel, der dort auf Position 2 einkam, hinter Tom Koch, der mit einem 2-2-2-Resultat wirklich richtig für Furore gesorgt hatte. Der Red Bull-Pilot, also in Bierstein, nur auf Position 2 gewesen. Und auf Position 3 hatten wir Jordi Texier, den Mann aus Frankreich, auf den wir uns natürlich heute auch freuen. Das waren die kurzen Rückblicke aus Bierstein. Jetzt gibt es eine kleine Vorschau auf unseren nächsten Tourstop in Tensfeld. So, das war der kleine Vorgeschmack auf die nächste Veranstaltung in Tensfeld. Und jetzt gucken wir natürlich auf den Rückblick heute Morgen auf die Quali-Ergebnisse. Zunächst einmal in der ADAC MX Junior Cup Kategorie der 85er Piloten. Da war es in Gruppe A Aaron Katona, der HTS KTM Pilot, der die schnellste Runde mit 1:53.2 hier gezogen hat. Das war sehr, sehr imposant, was er uns gezeigt hat. Und ja, wir sind mal gespannt, ob er das auch in ein gutes Rennen morgen ummünzen kann vor Danny Heiting, der 499, dem frisch gebackenen Junioren-Weltmeister auf P2. Und Travis Leok, der Spanier, der mit der 740 auf P3 am Ende die Zielflagge gesehen hatte. Ja, dann gucken wir noch schnell in Gruppe B. Da war es die 208, der Mann aus Italien. Das ist Nicolo Alvisi. Den hatten wir noch gar nicht gesehen in diesem Jahr im Rahmen des ADAC MX Junior Cups. Aber der war richtig stark heute Morgen für das Team Calzerari unterwegs und hat da auch mit 1:54.0 eine ähnlich starke Runde wie in Gruppe A Katona geboten. Dex Koiker, über den müssen wir ein kleines Wörtchen verlieren. Der ist zwar Zweiter gewesen in der Qualifikation, aber heftig gestürzt am Triple, direkt uns quasi vor die Füße geflogen heute Morgen. Da müssen wir zusehen, dass wir ihn bis morgen fit bekommen. Und auf P3 den Grégoire, der Mann aus den Niederlanden, die Startnummer 28 am Ende als Dritter auch gut performt. Dann machen wir weiter, 125er. So ist es, die hatten in Bielstein Pause, sind aber jetzt hier in Geildorf wieder mit von der Partie. Und da war es ganz eindrucksvoll, der tschechische KTM Kerman KTM Racing Team Pilot Vitislav Marek, der übrigens im Gesamtklassement momentan nach ihren gefahrenen Rennwochenenden auf Platz 2 rangiert und er hatte seine Zeit von 1:51.5.
Und auf Platz 2 nach der Quali war es Mats Frätzø, der dänische KTM Sturm STC Racing Team Pilot, der hier die Meisterschaft eindrucksvoll anführt. Der hat mit 1:51.6 nur eine Zehntelsekunde langsamer hier seinen zweiten Platz in die Geschichtsbücher eingetragen. Und Lionel Reichel, der Liechtensteiner Husqvarna-Pilot vom MX Handel Racing Team, der Gesamtklassement nur auf der 17 rangiert momentan in der 125er Klasse, aber heute hier gezeigt, was er wirklich auf Hartboden kann, denn da fühlt er sich wirklich zu Hause. Das hat er heute auch gezeigt und somit hat er mit 1:52.3 eine knappe Sekunde langsamer seine Quali beendet wie der führende Vítězslav Márek. Machen wir weiter mit dem Thema Youngster Cup. Da hatten wir in Gruppe A wirklich einen herausragend fahrenden Manny Gappel, die 440, die Startrakete mit 1:46 mit der schnellsten Runde. Der Bäckerpilot hat wirklich abgeliefert. Da muss man sich ein bisschen vor verneigen. Dahinter dann Oriol Oliver, der Spanier, der Mann aus Santa Catarina mit der zweitschnellsten Trainingszeit in Gruppe A. 1:46, ebenfalls eine sehr, sehr gute Zeit für das Red Plate. Und dann Jens Walford, die 489, der da als Drittplatzierter aus Gruppe A herauskommen. Ja, dann gucken wir natürlich auch hier auf die zweite Gruppe bei diesem vollen Fahrerfeld. Die ging an Kasse Markas K, an den Mann aus den Niederlanden. Komplett neu aufgetaucht hier im Feld der Youngster. 1:46.4. Ganz, ganz stark vor Peter König und Kato Nickel. Das waren die ersten drei aus Gruppe B. Und dann haben wir noch die Masters natürlich. Ja, und da muss ich jetzt einen Zahn zulegen, denn hinter uns heulen die Motoren schon auf. Es geht los Richtung Last Chance Race. Aber die Quali der Masters ist es ein Pauls Jonas, der MX GP-Pilot vom Honda Standing Constructor MXGP-Team mit 1:44.0 vor Maxi Spies und Adam Sterry. Und in der zweiten Gruppe war es dann Jeffrey the Bullet Hurlings, der heute hier ein Gastspiel in Geildorf gibt. Der niederländische KTM-Pilot mit 1:42.6 hier fast 2 Sekunden auf Pauls Jonas rausgefahren. Boris Meillard auf der 2 und Jordi Tixier, KMP Honda Racing Team Pilot und Teamkollege von Max Nagel, der hier auch den dritten Platz eingefahren hat hier in der Gruppe 2. So, und jetzt gebe ich ab in die Sprecherkabine. Jan Utich hat sich bereits verabschiedet von mir, ist schon oben in der Sprecherkabine. Wir sehen jetzt das Last Chance Race der Masters und der Youngster Cup Piloten. Herzliches Willkommen zum Last Chance Race der ADAC MX Youngster Cup Klasse kombiniert mit den Fahrern der ADAC MX Masters. Wir freuen uns auf Geildorf, auf diese 1650 Meter Hardback-Bahn und auf das erste Rennen des heutigen Tages. Unsere Girls sind schon ready, ihr seht das, die Sekundenboards gezückt und die werden dann gleich zum Einsatz kommen. Wir sind ganz, ganz gespannt, was hier gleich passiert. Hier haben wir das Startgrid einmal für euch in der Aufbereitung. Startnummer 54, Kevin Winkle, Lokalmatador, ganz knapp aus der Qualifikation. Kein direktes Ticket gelöst aus Sicht der Masters-Klasse. Es wird ja hier kombiniert gestartet, heißt Platz 1 sozusagen Masters gegen den schnellsten oder den ersten Youngster Cup-Piloten Fabian Kling und dann so weiter in kombinierter Reihenfolge. Jonas Oerter mit Startplatz 3, Steven Lee Zimmermann auf der 4, Matus Tompala auf 5, 6 geht dann Jimmy Opitz in der Startaufstellung von Stefan Frank, Nils Weinmann, Vincent Peter, Oliver Hinkelmann. Das also unsere Top-Gruppe der besten 10 Piloten. Weiter geht's dann mit John Vogelweit, Christoph Kaulins, Tim Kühner, Joshua Völker, Kevin Keim, Marvin Koch, Henry Schürnburg, Lukas Hechtel, Sascha Ströberle und Cedric Hose. Unsere Top 20, auf die wir uns freuen. Ja, und dann ist es Samuel Flink auf der 21, Julian Tim Spatze, David Czerkasow, Fabian Trossen, Christian Vorderer, Jonas Wahl, Marek Kretschi, Leo Paukovic, Domien Vermeiren, Cedric Schick, Marc Bodoic, Theo Braun, Jeremy de Jong, Leonard Koch, Enrico Müller, Nico Meintel und Luis Hahn, die hier diese 37 Piloten komplettieren beim Last Chance Race der Youngster Cup Piloten und der Masters Piloten. Also nicht verunsichern lassen, wir haben hier klingende Namen, aber eben aus zwei verschiedenen Klassen, die hier zusammen antreten, Jan.
Tja, und wie gesagt, es geht jetzt darum, sich einen der zwei Startplätze jeweils zu sichern. Bei den Masters und bei den Youngstern. Wir haben nur noch zwei direkte Fahrscheine für die Hauptrennen, für die drei Races, die dann an diesem Wochenende anstehen. Eins heute noch für die Klassen Youngster und Masters und morgen dann am Sonntag natürlich am Haupttag noch zwei Rennen mehr. So, die Kollegen nehmen dort jetzt Aufstellung. 37 Piloten insgesamt, die jetzt hier qualifiziert waren für dieses LCQ-Race. 34 haben es dann direkt auch aufnehmen wollen, mit uns jetzt dieses Ding hier zu bestreiten, dieses LCQ. 15 Minuten plus zwei Runden. Die grüne Flagge hinten wandert schon hoch. 15 Sekunden noch bis zum Start. Here we go, rein ins erste Eck und es ist die, ganz schwer zu erkennen, 859, Vincent Peter, der da super rausgekommen ist aus dieser ersten Kurve, Lukas. Ein Traumstart. Ja, ideal erwischt hier Vincent Peter, wenn das denn wirklich war. Wir werden es aber noch eingeblendet bekommen, aber du bist dir sicher, so soll es sein. Sensationeller Start und ja, kein gröberer Startcrash passiert. Das ist schon mal gut, denn das ist auch nicht sicher. Jetzt aber ist das erste Mal die gelbe Flagge draußen. Da hat es gecrashed in der 90-Grad-Rechtskehre aufwärts. So, jetzt geht's hier den Berg auf dieser Traditionsstrecke auf der Wacht. Es wird hier um jede Position ganz vorne gefightet. Denn wie gesagt, ab dem Mittelfeld kann man schon fast sagen, das wird nichts mehr. Denn wir haben nur zwei Plätze zu vergeben bei den Masters und bei den Youngsters. Und der Mann mit der 21 stürmt jetzt hier nach vorne, Kevin Keim. Ganz genau, der ist es, der jetzt momentan auf seiner KTM hier die ganze Riege anführt. Und wir werden natürlich im Laufe der nächsten 15 Minuten plus zwei Runden, so lang ist nämlich die Renndistanz hier beim Last Chance Race der Masters und Youngster Cup Piloten, herausfiltern, wer dann auch in welcher Gruppe startet, wer für welche Gruppe an den Start gegangen ist. Ist gar nicht mal so einfach hier bei diesem 37-köpfigen Starterfeld. Das auch wirklich am Schirm zu haben. Jetzt hat es einen Führungswechsel gegeben, ganz vorne, kurz vor dem Triple Step-Up am Sprecherturm vorbei. Jetzt ist es die 41, die hier das Rennen anführt, und zwar Henry Schönburg vom Team One for One Production, powered by EHS Racing, auf seiner KTM, neuer Führender. Ja, und der Mann mit der 41, der stürmt hier wirklich nach vorne, hat sich da jetzt durchgesetzt, 180 Grad links, jetzt wieder auf die Startpassage einbiegen und im Nacken sitzt dem Vincent Peter. Ganz, ganz cooler Move hier von dem Husqvarna-Piloten, der versucht sich da gleich wieder vorbeizuschieben und übernimmt schon wieder die Spitze. Also, ganz, ganz stark, was hier vorne an der Spitze geboten wird. Es wird ums letzte Hemd gefightet, genauso wie wir sehen wollen. So, jetzt sind wir am oberen Teilstück dieser Strecke hier auf der Wacht. Mächtige Probleme hier bei der 145, aber alles wieder gut. Jetzt geht die ganze Meute langsam aber sicher Richtung die nie enden wollende 180 Grad Rechtskehre mitten in der Bergabpassage, bevor es zur 180 Grad Linkskehre kommt, oben in der Volksbank-Kurve vorbei am Red Bull Wigwam. Dann geht's rein in die Bergabpassage Richtung Bridgestone-Zone und dann vorbei bei uns am Sprecherturm Richtung Triple Step-Up. Und da ist es einmal mehr die 859, der Mann, der den Hole-Shot gezogen hat. Oh, jetzt geht's dort wieder runter
in die Zielpassage hinein. Und Vincent Peter steigt sich hier wirklich ganz, ganz stark raus auf seiner Husqvarna 1.53.7. Damit eröffnet er hier seine erste gezeitete Runde und schickt jetzt hier Schönborg erst einmal auf die 2. Und wenn ich mir das ganze Thema hier einmal auf der Zunge zergehen lasse, dann haben wir hier erst einmal einen Masters-Piloten auf der ersten Position und auch auf der zweiten Position. Das heißt, Peter und Schönborg wären erstmal die beiden, die sich qualifizieren würden aus Sicht der Masters-Kategorie. Dahinter dann Kevin Winkle, der hier von der Pole aus in dieses LCQ herangerollt war. Momentan mit einem Reserveplatz für die Rennen, wenn es denn dabei bleibt, auf P3. Und Jonas Oerter als Vierter, ebenfalls ein Pilot aus der Masters-Riege. Also die ersten vier Fahrer hier erst einmal gesichtet aus Sicht der Kategorie Masters. Genau, und davon sind es eben die ersten zwei, die sich hier noch einschreiben würden für den 40er-Startbalken an diesem Rennwochenende, die heute übrigens noch ihren ersten Lauf bestreiten werden, die Masters-Piloten. Und dann eben der Dritt- und Viertplatzierte aktuellerweise momentan nur auf der Ersatzbank in der Hoffnung, dass einer oder eventuell sogar zwei im Laufe dieses Wochenendes nicht mehr fahren können, nicht mehr fahren wollen, wie auch immer, dann würden eben diese zwei Jungs hier zum Zug kommen. Ja, und genau die vier sind es jetzt, die sich vorne schon etwas absetzen, nicht aber ganz vorne drin. Da gibt es einen Führungswechsel nach dem anderen und das ist eben Vincent Peter mit 8,59 und die 41 Henry Schönburg, die sich hier matchen, zeitgleich in der Luft vorbei am Sprecherturm. Und da bleiben wir ein bisschen drauf mit der Kamera, denn da geht's ordentlich zur Sache. Die fighten sich ordentlich, die haben auch ein gutes Quali fein gefahren, aber eben nur knapp nicht mitgekommen. Und deswegen sind sie jetzt auch hier ganz vorne mit dabei. Haben also alles richtig gemacht bis dato und pushen sich beide zusammen zu Höchstleistungen. Wobei der Dritt- und Viertplatzierte Oertner und Winkle nicht lange auf sich warten lassen. Ja, Vincent Peter jetzt ganz vorne, so 3-4 Motorradlängen rausgefahren auf die 41, auf Henry Schönburg, der jetzt langsam aber sicher von Oerter und Winkle attackiert wird. Ja, und da ist es Marek Krejci, der einen Sturz hatte, in die Abgrenzung reingezogen, ist zu Boden gegangen, aber steht schon wieder, somit hoffentlich alles gut. Und jetzt wird es tatsächlich ganz eng vorne drin für die 41, für Henry Schönburg vom Team One for One, der jetzt definitiv attackiert wird. So, ich habe mich derweil mal auf die Suche gemacht in diesem Fahrerfeld. Wo kommen denn unsere besten Youngster-Cup-Piloten hier zum Zuge? Und das ist auf einen Schlag mal der Mann mit der 923 aktuell bester Youngster-Cup-Pilot Nils Weinmann. Und direkt dahinter die 604 mit Jimmy Opitz. Das also unsere beiden Jungs auf den Rängen 16 und 17, die hier momentan sich qualifizieren würden aus Sicht der Youngster-Cup-Klasse für die Hauptrennen. Stand jetzt, da kann natürlich noch alles passieren bei der verbleibenden Restzeit von 7,5 Minuten plus 2 Runden. Aber vorne, muss man schon sagen, sind momentan unsere Masters-Fahrer ganz klar am Zug. Und Jonas Oerter macht jetzt ernst. Ja, weil Henry Schönburg wurde jetzt hier von Oertner einverleibt. Der ist jetzt nur noch auf der 3, hört er auf der 2 jetzt aktuell. Und ich will es nochmals betonen, hier geht es definitiv bei Platz 2 und 3 darum, ob ich nun jetzt in die Rennen einziehe oder ob ich nur den Ersatzplatz einnehme. Das ist ganz ein heißes Eisen da vorne drin mit Oerter, der jetzt eben vorbei ist an Schönburg. Ja, und man muss sagen, Jonas Oerter, insbesondere dieser zweite Sektor gefällt mir extrem gut, den er hier anbietet. Jetzt in der WUB-Sektion wunderbar zu beobachten. Dann die 90 Grad links, weit rausgestreckt hier über die Splitline-Passage, wo der Fahrer die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, fahre ich innen oder außen. Hier sagen die Kollegen, ich nehme ein bisschen mehr Speed mit und nehme die äußere Spur hier wiederum im obersten Teil der Strecke am Scheitelpunkt der Runde. Komplett unterschiedliche Spuren. Während Peter innen geht, zieht Jonas Oerter außen herum
Und der ja, Mann mit der 41 versucht da irgendwie Anschluss zu halten, der hier alles probiert, Schönborg, um sich da an diese beiden vor ihm liegenden Piloten heranzufahren. Tja, Kevin Winkler auch sehr, sehr stark als Vierter im Feld dieser Klasse unterwegs. Ist ja einer der Lokalmatadoren aus der Region, den ihr vielleicht auch schon im Vorhinein im Trackcheck gesehen habt, der euch die Strecke vorgestellt hat und der jetzt natürlich ausgehend von Platz 4 schon einen relativ weiten Weg hat mit 5 Sekunden Rückstand. So, und jetzt schauen wir ganz vorne rein Richtung Oerter und Vincent Peter. Oerter attackiert hier Peter, beziehungsweise kommt immer näher und näher dran. Das heißt, jetzt ein kleiner Fahrfehler in der engen Rechtskurve nach dem Sprecherturm vom zweitplatzierten Oerter. Also das hat ihm wieder eine Motorradlänge gekostet. Ich wollte gerade sagen, das geht keine halbe Runde mehr. Dann ist er wirklich am Hinterrad vom führenden Peter. Und das wäre natürlich ein sensationelles Polster für ihn. Wenn er hier auf 1 wäre, dann hätte er nämlich einen Platz Luft, um sich trotzdem noch einzuschreiben. Genau so schaut es aus. Wir haben jetzt nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Peter Oerter, Schönborg, die ersten 3, Ströbele, 4, 5. Winkle 6 km, 7 Kühner, Tscherkasow dahinter und Flink Frank komplettieren das Feld der Top 10. Und dahinter kämpfen immer noch Weinmann und Opitz um den Einzug aus Sicht der Youngster Cup Klasse auf den Rängen 14 und 16 um den Fahrschein für die 3 Hauptrennen an diesem Wochenende hier im Rahmen des Youngster Cups. So, und jetzt ist Oerter definitiv dran an Peter bei der Bergaufpassage. Jetzt die Attacke von Oerter gegen Peter. Jetzt ist er vorbei. Sensationelles Überholmanöver hier in der Linkskurve von der 741. Oerter, was für ein geiler Move hier in der Bergaufpassage gegen Peter. Jetzt also neuer Führender mit der 741. Jonas Oerter vom HPM Racing Team auf seiner Gasgas. Ja, müssen wir schauen, wie sich das Thema da vorne jetzt entwickelt. Aber das war natürlich schon ein starker, starker Move, den er da angeboten hat. Jetzt geht es diese Bergabpassage herum an der 90-Grad-Euthema-Kurve, die die enden will dort hinten für die Masters-Piloten. Die ersten sind jetzt hier schon hinüber. Dann haben wir hier Keim und Kühner, wenn ich das richtig sehe, die 21 gegen die 233 im Battle um die Ränge 6 und 7. Und dahinter Tscherkasow und Flink, die natürlich auch versuchen, da ranzukommen. Aber das wird kaum reichen für einen direkten Fahrschein. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil zumal Tim Kühner die 233 auch letztes Jahr immer wieder an den Start gegangen ist hier in der Masters-Klasse. Er kam immer und immer wieder ins Last-Chance-Race und nicht wirklich hat es geklappt. Und dieses Jahr hat er sich ein Herz gefasst und wieder ran an den Speck. Aber er tut sich einfach schwer in diesem unglaublich starken Fahrerfeld. Ja, ein tolles Battle, Ströberle und Keim hier zu beobachten, die 299 gegen die 21, jetzt hier in Sektor Nummer 1 an der ADAC-Kurve jetzt vorbei, in der Anfahrt zum Red Bull Table und die Kollegen haben da jetzt 12 Sekunden Gap auf die beiden Jungs an der Spitze, auf Jonas Oerter, der im Übrigen auch die neue absolut schnellste Rennrunde hier zeigt mit 1,51,8, ganz, ganz stark. Und die letzte Runde von Peter war nicht gut, 1,56 nur. Da hat er mal gleich in einer Runde 5 Sekunden verloren auf den aktuellen Spitzenreiter. Ja, und das Krasse ist aber, Henry Schönburg, die 41, hat eine Zeit von 1,54,8 gefahren und der ist jetzt nur noch eine gute Sekunde hinter dem zweitplatzierten Vincent Peter. Also da ist noch nichts erledigt. Schönburg drängt da ordentlich nach vorne mit der 41 und will auf jeden Fall mit Biegen und Brechen auf die 2, denn nur dann ist er wirklich qualifiziert. Also da zeichnet sich ein fetter Fight ab zwischen der 859, nämlich Peter, und der 41 Schönburg. Tja, weiterhin schön im Bild jetzt. Das Battle, was wir hier sehen an der Spitze des Feldes zwischen der 8,59 und der 41, zwischen Vincent Peter und Henry Schönburg. Und Peter macht da wirklich einen herausragenden Job, hier auch wieder genau die richtige Spur erwischt. Und momentan kein Vorbeikommen für Schönburg, auch nicht hier an dieser Triple-Passage mit viel Airtime rüber und dann rein ins letzte Eck kurz vor der Ziellinie. Aber wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, gebe ich dem jetzt noch genau eine Runde Zeit und dann wird hier Schönburg Peter definitiv attackieren, wenn ich einen Tipp abgeben müsste. Und das mache ich jetzt nämlich, denn es ist augenscheinlich so, dass die 41, der aktuell Drittplatzierte, definitiv schneller unterwegs ist als Vincent Peter. Und deswegen sind wir jetzt gespannt, wie lange hier Peter noch seinen zweiten Platz
verteidigen kann gegen den pfeilschnellen Schönburg, der momentan mit der 41 auf der 3 rangiert. Tja, ich möchte aber noch einmal auf unsere Youngster-Cup-Piloten zu sprechen kommen. Die wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Auch dort gibt es zwei Tickets für die Hauptläufe zu vergeben. Und da ist es Nils Weinmann immer noch der schnellste Youngster-Cup-Pilot, die 923. Und dahinter wird es jetzt richtig spannend, denn die 604 hat auch noch nicht aufgegeben. Jimmy Opitz, die 604, der hier auf Platz 15 aktuell unterwegs ist, sich hier den zweiten Fahrschein sichern würde für die Hauptläufe. Und wer auch noch alle Chancen darauf hat, das ist Marvin Koch. Das ist die Startnummer 25, ausgehend von Platz Nummer 17. Der hat jetzt hier auch noch mal die zweite Luft gefunden und hat da jetzt zwar noch Braun zwischen sich als Masters-Fahrer, um da auf Opitz aufzuschließen, aber die letzten Runden waren mal die von Marvin Koch. Ich bin gespannt, was da passiert. Auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Nee, absolut. Muss man auf jeden Fall immer wieder anschauen, das Geschehen hier um Platz 15 herum, weil da geht es eben um den Einzug in die Rennen der Youngster Cup-Piloten. Jetzt aber der Sturz von 41, das darf nicht wahr sein. Von Henry Schönburg, der da drauf und dran war, Richtung Peter aufzuschließen bzw. ihn zu attackieren. Jetzt aber der Sturz hat sich da quasi übernommen und somit kann hier der aktuell zweitplatzierte Vincent Peter mit der 8,59 wichtige Sekunden rausfahren hier beim Fight um Platz 2, beim letzten Ticket um die Finalläufe hier an diesem Rennwochenende. Genau so schaut's aus und wir schauen hier immer noch auf den Mann mit der 21, Kevin Keim. Er versucht hier alles, um hier diesen tollen, erarbeiteten dritten Platz gegen Schönburg zu verteidigen. Aber wir wissen, wenn Schönburg den Rhythmus wieder aufgenommen hat, wird es extrem schwierig. Ganz genau, dann geht es nicht mehr lange. Aber jetzt ist auf jeden Fall Kevin Keim, der mit 21, der Mann auf Platz 3, hat hier also den ersten Reserveplatz. Jetzt der Blick von ihm nach hinten, der weiß ganz genau, Schönburg drückt und drückt und kommt immer wieder näher heran. Und deswegen hat er jetzt hier seinen dritten Platz zu verteidigen, aber muss aufschließen Richtung Vincent Peter, die 8,59. Ja, jetzt an den überrundeten Fahrrad sehr, sehr gut vorbeigekommen. Der ein oder andere hat schon ein bisschen Tempo rausgenommen, weil man weiß, es funktioniert nicht mehr. Das war's mit dem direkten Fahrschein für die Wertungsläufe. Es ist natürlich auch wirklich eng dort. Ja, mit der 9,23 gerade Weinmann eingeblendet gewesen. Da geht's um die Plätze, um den Einzug ins Youngster Cup Finale hier an diesem Wochenende. Jetzt wieder im Überrunden die 41. Schönburg gut vorbeigekommen, Keim ebenso. Ja, die Zeit ist abgelaufen zwischenzeitlich. Die 15 Minuten sind jetzt vorbei und jetzt sind wir nämlich schon direkt in der letzten Runde angekommen. Also eine Runde haben wir noch. Eine Runde muss hier Oerter seinen ersten Platz vor Peter verteidigen. Sein Polster 5,9 Sekunden und dann sind es nochmals gut 6 Sekunden auf den aktuell drittplatzierten Keim und der ist lediglich 2 Sekunden vor Schönburg. Also auch da, ja, bei Platz 3 und 4 geht es darum, den ersten bzw. zweiten Ersatzplatz zu bekommen. Auch das kann ganz entscheidend sein. Wenn nur einer von dem 40er Startbalken rausfällt an diesem Wochenende, dann ist in dem Moment Keim mit dabei und Schönburg schon wieder raus. Genauso schaut es aus. Ich gucke noch mal auf die Youngster-Cup-Pilotin. Da haben wir immer noch Weinmann und Opitz, die beiden Jungs mit der Startnummer 923 und der 604 auf den Rängen 14 und 15 im Feld. Das wären die beiden, die sich hier qualifizieren würden für den Sonntag. Denn Marvin Koch hat jetzt hier ein paar Probleme bekommen. Der Mann mit der 25 und fällt zurück auf Platz 18. Da ist wahrscheinlich auch keine Chance mehr da für einen Platz im Hauptrennen der Masters. Höchstens auf der Reservebank muss er Platz nehmen. Der Mann mit der 25, ganz, ganz bitter natürlich für ihn. Und Fabian Kling versucht es jetzt noch einmal, die 345. Der hat Koch in der letzten Runde geschluckt. Aus Sicht der Youngster Cup Fahrer müsste jetzt aber auch ein Gap von 7 Sekunden rausfahren auf den Jimmy Opitz. Und das wird auch sehr, sehr schwer bleiben in den letzten
Sekunden dieses Rennens. So, Finale jetzt hier für diese Klasse und gleich haben wir die Kollegen im Zielbereich. Da sehen wir schon Jonas Oerter, die 7:41 abgewunken. Jetzt schwarz-weiß kariertes Duo draußen und damit den Platz mal gesaved, Freunde, für das Mastersfeld, für diese drei Hauptrennen. Congrats in das Lager des Deutschen. Und die 741 hat ja wirklich einen Traumjob gemacht. Vincent Peter hat ebenfalls qualifiziert für die Hauptläufe. Mit einer tollen, tollen Startphase meldet er sich also zurück. Die 859, congrats in das Lager von Peter. Keim finisht hier auf der dritten Position. 4 für Schönburg, 5 für Frank, 6 Kühnert, 7 Ströberle, 8 für Samuel Flinke und dann Kevin Winkle, unser Local Man. Die 54 auf der 9 abgewunken. Vor John Vogelweid, auch ein bekanntes Gesicht, ein bekanntes deutsches Gesicht aus der DM, was wir hier ebenfalls im Ziel haben, allerdings ohne Chancen auf den Samstagnachmittag und den Sonntag, keine Chance zu punkten für das ganze Masters-Thema. So, Braun haben wir dann auch 16, 17 für Tomala, Klink 18, 19 geht an Koch und Schick am Ende abgewunken auf der 20. So, Freunde, hier haben wir es dann noch einmal für euch in der Grafik eingeblendet, im Bund auf Geildorf sozusagen. Jonas Oerter gewinnt also vor Vincent Peter, Kevin Keim, Henry Schönburg, Stefan Frank, die Top 5 noch einmal für euch erwähnt. Das Tableau der Top 20 noch einmal für euch hier nachzuvollziehen. Und dann werden wir euch auch noch mal die zweite Hälfte des Tableaus einblenden mit den Plätzen 21 bis 34 am Ende. Aber das war doch schon mal wirklich ein Traumstart in diesen Samstag mit diesem LCQ, mit diesem spannenden LCQ der Masters und Youngster Cup Klasse, die wir euch hier im Angebot da hatten. So, hier haben wir doch mal die Top-Szenen aus diesem kombinierten Rennen der Last-Chance-Klasse für euch aufbereitet. Die spannende Startphase mit unseren Grid-Girls hier, wie sie die Sekundenboards hochhalten und noch einmal das Feld hier auf die Reise schicken, auf der Wacht und dann diese spektakuläre Startphase rein ins erste Eck, was hier angeboten wird. Sehr, sehr imposant zu sehen. Und da ging es wirklich mit den Ellbogen zur Sache in Kurve 1. Und wir haben hier wirklich 15 tolle Minuten plus 2 Runden gesehen. Das macht doch Lust auf morgen und natürlich auf den heutigen Nachmittag, auf die ersten Rennen in den Klassen Youngster und Masters. Tja, hier sieht man doch mal wunderbar diesen Sturz von Henry Schönburg eingeblendet. Die 41, der Husqvarna-Pilot steckt da drinnen und am Ende leider nicht gereicht für ihn. So, wir gehen runter zum Interview. Yo, vielen Dank Jan noch für deine Moderation. Jetzt bin ich hier unten mit einem strahlenden Sieger, nämlich Jonas Oerter vom PAPM Racing Team. Du warst, wenn ich es richtig gesehen habe, dritt nach dem Start hier beim Last Chance Race und dann aber doch das Rennen auf 1 beendet. Eigentlich dann doch ein einsames Rennen geworden da vorne drin. Also da hast einiges richtig gemacht. Ja, nach dem schlechten Start habe ich ein paar gute Spuren gefunden und konnte mein Tempo gut durchziehen und an den anderen Jungs vorbeigehen, ja. Du scheinst dich sichtlich wohl zu fühlen. Du warst ja auch in der Qualifikation schon gar nicht so schlecht. Es war relativ knapp, dass du nicht gleich dich qualifiziert hast. Wir haben das schon beobachtet aus der Sprecherkabine. Was ist für dich persönlich das Schwierigste hier in Geildorf auf der Hardtrack-Strecke? Ja, man hat an manchen Stellen sehr gute Traktion, auf der anderen Seite an manchen Stellen eher schlechte Traktion. Und da das Mittelmaß zu finden, ist nicht so einfach. Und das ist, würde ich sagen, das Schwierigste an der Strecke. Zielsetzung für die Rennen? Heute Nachmittag ja schon das erste Rennen. So weit nach vorne wie möglich.
Amen, so soll es sein. Übrigens habe ich hier einen Goldfrin-Gutschein, Einsatz Bremsscheiben, einmal vorne, einmal hinten und ein paar Bremsbelag vorn, ein paar Bremsbelag hinten. Ich glaube, das kann man relativ gut brauchen, oder? Das ist für dich, lieber Jonas. Herzliche Gratulation nochmals. Ja, und viel, viel Erfolg und viel Glück für die kommenden Rennen. So, und wir machen jetzt gleich weiter. Jonas, wenn du ganz kurz ein paar Meter oder ein paar Schritte nach vorne kommen könntest, denn Nico Weinmann ist der Nächste im Bunde. Komm zu mir, lieber Nico. Und auch hier habe ich einen Goldfrin Gutschein für dich, für den glücklichen Sieger hier bei den Youngster Cup Piloten. Ich gebe sie gleich, auch für dich. Bremsscheiben, Bremsbeläge, alles, was das Herz begehrt. Aber wir sind ja nicht hier, um zu bremsen, wir sind hier, um Gas zu geben. Das hast auch du schon ganz eindrucksvoll unter Beweis gestellt vom KDH Racing Team bei COSAC. Ja, ich glaube, man kann zufrieden sein, wenn man das Last Chance Race doch noch für sich behaupten kann und das Ticket doch noch löst. Ja, also Start war okay, dann habe ich gedacht, ich bin so im Mittelfeld, dann habe ich das Pitboard mit 1 bekommen und dann habe ich meine Spuren gefunden und konnte es zu Ende fahren. Ja, das ist eben auch gar nicht so einfach. Wenn man schon mit den Masters-Piloten auf einer Strecke ist, weiß man eigentlich hinten und vorne nicht, wo ist man, wie fühlst du dich da wohl auf der Strecke, wenn auch die schnellen Masters-Piloten mit dabei sind? Ja, ich fahre normalerweise die BW-Cup-Serie und da fährt man auch gegen die 450er, also bin ich das gewöhnt. Und natürlich ist es schwieriger, allein beim Start wird man direkt abgedrängt, weil die natürlich viel besser vorziehen. Aber man hat trotzdem Spaß und das ist die Hauptsache. Somit hat sich die Anreise hier nach Geildorf natürlich schon rentiert. Du bist noch mit dabei auf Platz 39 jetzt am Startgrid. Was ist denn deine Erwartungshaltung jetzt? Ja, mitfahren, Spaß haben und keinen Unfall. So schaut's aus. In diesem Sinne wünsche ich auch dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, viel Glück wünsche ich dir auch auf ein gutes Bestehen hier und auf ein geiles Rennwochenende. Jo, und ich darf jetzt hier von der Interviewwand abgeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Jan schon bereit ist da oben. Ansonsten, ja, ich höre gerade, er ist bereit. Lieber Jan, du bist dran, bitteschön. Wir melden uns aus unserer Red Bull Lounge und wenn man hier jemanden einlädt, dann haben wir einen absoluten Stargast wieder mal dabei und das ist kein geringerer als Nico Corri, kennt ihn alle, den Bäcker-Piloten, 24 Jahre aus Braunschweig, aus dem niedersächsischen Braunschweig und gehört seit Jahren mittlerweile schon, kann man schon so sagen, zu den Top-Piloten im Rahmen der ADAC MX Masters Serie. Bevor ich mit den Fragen anfange, Nico, alles, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Wir haben es alle mitbekommen, glaube ich, über Social Media und Co. Heute ist gestern Geburtstag. Alles Gute dir und schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ist mal wieder eine sehr coole Veranstaltung. Die Strecke ist top und es macht wieder riesig Spaß. Ja, für morgen sieht das Wetter ja nicht allzu gut aus, aber eine Schlammschlacht ist auch cool. Wir wollen natürlich so ein bisschen auch auf deine Entwicklung zu sprechen kommen. Du bist jetzt seit Jahren bei den Masters dabei. 2021 warst du ja noch für das SAR Motorsportsteam unterwegs. Dort bist du schon in die Masters eingestiegen mit wirklich Top-Platzierungen. Am Ende, glaube ich, overall 19. gewesen in der Gesamtwertung. Im letzten Jahr dann für das Schmicker Racing Team ausgerückt. Da hast du auch richtig eingeschlagen wie eine Bombe mit Platz 13 am Ende des Jahres. Und in diesem Jahr ging es wieder einen Schritt nach vorne. Ne? Als 8. Overall in der Gesamtwertung, glaube ich, kann sich das sehr, sehr gut sehen lassen. Bevor wir aber auf dieses Jahr zu sprechen kommen, vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Was hat dich im letzten Jahr dazu bewogen zu sagen, dass du jetzt den Sprung gehst in das Becker Racing Team und diesen Teamwechsel vollziehst? Ja, also richtig gesagt, 2021 konnte ich schon ein paar gute Ergebnisse teilweise liefern. Es gab aber auch viele Schwierigkeiten in dem Jahr. Dann letztes Jahr, 2022, waren wirklich schon gute Ergebnisse dabei. Vor allem zum Ende des Jahres habe ich wirklich meinen Flow gefunden. Und ja, dann kam es im Winter dazu mit Thomas Becker. Wir haben uns unterhalten und ich wollte auch unbedingt Supercross in Dortmund fahren, weil ja, ich habe es echt bereut, in Stuttgart nicht an den Start gegangen zu sein. Und ja, dann haben wir auch gesagt, lass uns doch Outdoors weitermachen und ich bin mega, mega happy. Und ja, der Support von Thomas, der ist wirklich mega und ohne ihn
könnte ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht so abliefern. Ja, abliefern ist das richtige Stichwort, das hast du in diesem Jahr schon getan. Du bist ja auch nicht nur in der Mastersklasse unterwegs, sondern das wollen wir nicht unter den Tisch kehren, auch im Rahmen der Deutschen Meisterschaft. Sehr, sehr erfolgreich in diesem Jahr im Rahmen der DM Open, aktuell mit dem Red Plate unterwegs. Ja, ich glaube, die Saison fing ziemlich stark an für dich und ich glaube, du bist mehr als im Soll, oder momentan? Ja, richtig. Also es tragen so viele Faktoren dazu bei, dass man sich gut fühlt. Sei es wirklich über die Motorradabstimmung, sei es das Fahrwerk, wo ich super aufgestellt bin mit Mototec, mein Team, wo ich mich mega wohlfühle bei Thomas, der Support da ist, es eine mega familiäre Geschichte ist, mein Training drumherum mit Hannes Vollber, das Fahrtraining, also es sind viele Sachen, die Unterstützung von meiner Freundin, meiner Familie, also es spielt alles eine Rolle und dazu führt das, dass man dann halt Leistung liefern kann. Ja, das sind eben diese Zahnräder, die so ineinander greifen, sagt man immer so schön und dann am Ende ja die komplette Leistung erst zu Ende machen. Du bist natürlich der größte Teil des Ganzen, aber die Leute um dich herum machen das letzten Endes komplett. Also ein cooles Setting, was du gefunden hast in dieser Saison und die Frage, die ich dir natürlich auch nochmal stellen möchte, jetzt im Hinblick auch nochmal auf die DM Open, denn darauf muss ich zu sprechen kommen. Es ist so spannend wie noch nie. Ich glaube, es sind 7 Punkte zwischen dir und Tim Koch aktuell. Wie elektrisierend erlebst du selbst diesen Kampf? Du hast mir teilweise in Gentin im Ziel zugerufen. Ich bin hier komplett über mein Limit gegangen. Was war in diesem Jahr das wirklich spektakulärste Rennen für dich selber und welche Schlüsse ziehst du aus dem Ganzen bisher? Ja, auf jeden Fall. Also Tim und ich, wir pushen uns gut in der DM. Sind heiße Fights dabei. Ja, also Camp Lindford war eine super Veranstaltung für mich, wo ich 1-1 finishen konnte. Dann, wie du sagst, Gentin, der zweite Lauf, das war, glaube ich, dieses Jahr mein stärkster Lauf. Da hatte ich einen schlechten Start, bin irgendwo von Platz 11 bis auf 1 vorgeflügt. Auch einen heißen Fight mit Tim gehabt und ja, jetzt aktuell Führung, 2 Rennen noch. Nächste Woche geht es weiter in Dolle und das Finale ist dann in Westerhausen. Also ja, es heißt weiterhin alles geben und ja, der Bessere soll gewinnen. Genau so sieht's aus. Wir müssen natürlich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf deinen Auftritt im Rahmen der Weltmeisterschaft. Du warst ja in Teutschenthal bei der deutschen Runde des MXGPs auch noch mit am Start. Deine ersten WM-Punkte eingefahren. Wie war das für dich? Das war schon was ganz Besonderes, oder? Auf jeden Fall. Also ja, im Rahmen der MXGP, das ist noch was komplett anderes. Die Strecke ist so anspruchsvoll. Also ja, das ist wirklich krass. Es war ein lehrreiches Wochenende. Ich konnte 2 Punkte auch mitnehmen. Hat mich mega gefreut. War ein cooles Wochenende fürs Team, für die Sponsoren. Viele Leute angetroffen. Und das ist halt immer schon so ein Highlight als Deutscher, da im Jahr zu starten. Alles klar. Ja, dann wollen wir auch noch mal ganz kurz auf heute das Qualifying zu sprechen kommen. Denn das habt ihr ja schon absolviert bei den Masters. Wie zufrieden bist du mit der Strecke und natürlich auch mit deiner Leistung heute Morgen gewesen? Ja, also mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Ich war jetzt 6. Platz in meiner Gruppe, Startplatz 11. Das ist eine solide Ausgangsposition. Und ja, die Strecke ist anspruchsvoll, macht Spaß. Manche Absprünge kicken ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Aber sonst bin ich bisher sehr zufrieden und genau, jetzt heißt es dreimal Racing. Dreimal Racing, das ist der Schlachtruf von Nico Koch für dieses Wochenende hier in Geildorf. Es könnte wieder ein sehr erfolgreiches für ihn werden. Wir sind gespannt, was der Bäckerpilot uns anbietet. Ich danke dir, dass du heute unser Studiogast warst hier in der Red Bull Lounge und ich wünsche euch jetzt gleich viel Spaß mit dem Last Chance Rennen der 85er Klasse. Ich gebe hoch zu meinem Kommentatorenkollegen Lukas Greusing. Luki, bitteschön. Danke dir, Jan. Yes. Ich bin zwischenzeitlich schon wieder angekommen hier in der Moderatorenkabine oder Kommentatorenkabine und wir stehen jetzt direkt oder sind direkt schon in der Einführungsrunde, in der Besichtigungsrunde der 85 Kubikzentimeter Klasse. Wir erinnern uns ein bisschen zurück, ja, wir haben heute schon 2 Qualifikationsläufe gesehen, der 85er, da haben sich jeweils die ersten 17 eingeschrieben direkt für die 2 Läufe, die an diesem Wochenende stattfinden. Übrigens, normalerweise die 85er-Klasse am Samstag schon mit von der Partie. Die fahren aber morgen ihre 2 Läufe. Das heißt, heute ist das der letzte Heat für die 85er-Klasse. Und dann werden wir sie dann morgen sehen. Komplettiert dann mit 40 Piloten, die dann am Startgrid stehen werden. Die ersten 17 jeder Gruppe haben sich ja eben schon qualifiziert heute Vormittag, sind in Summe 34. Das heißt, 6 an der Zahl sind es, die jetzt in diesem Lauf noch ihre Plätze oder ihre Tickets lösen können, um hier direkt einzuziehen in
die Läufe, die dann eben morgen am Rennsonntag hier beim 5. Tourstopp der ADAC MX Masters Serie 2023 in Geildorf stattfinden werden. Ja, unter anderem ist es Oliver Jüngling, der deutsche KTM-Pilot vom ADAC Hessen Thüringen. Rookie-Team ist er, powered by COSAC Racing. Und Frank Luca und Jamien Ramakas, der Niederländer mit seiner Husqvarna. Das sind die ersten drei, die hier auf die Strecke gegangen sind und jetzt auch diese nochmals ganz explizit unter ihre Lupen nehmen, um zu schauen, wie sich die Strecke auch nach der 85er Quali oder nach den 85er Quali-Läufen entwickelt hat. Wo sind die Spurrillen? Wo muss ich Acht geben? Wo hat man eventuell gewässert und wo hat man wieder neu geshaped? Und das sind alles die Dinge, die Sie jetzt in der Besichtigungsrunde anschauen werden. Und da, um sich dann dementsprechend auch für diesen alles entscheidenden Lauf einstellen können, Jan. Genauso schaut's aus. Es wird ein bisschen brenzlig gleich werden in dieser Startkurve, denn da schauen natürlich gleich alle hin. Hier werden sie sich aber noch mal ein bisschen Motivation holen vom Seitenrand. Unsere Fans sind ausgerückt, um noch mal die 85er-Fahrer abzuklatschen am Streckenrand. Was für ein tolles Bild. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Lukas, das ist doch toll zu sehen, was unser Nachwuchs hier für eine Kulisse in Geildorf geboten bekommt. Und wir sind heiß auf dieses Rennen. Es geht jetzt aus der Sighting Lab zurück in den Vorstartbereich und man bereitet sich jetzt vor auf die Schlacht um die 6 Plätze. Ja, und gerade diese Einfahrt Richtung Vorstart ist natürlich immer wieder mit vielen Fans gespickt hier in Geildorf. Und das ist natürlich Motivation pur für die Jüngsten der Jungen, für die 85er. Piloten. Unter anderem auch mit dabei David Dürr, die 100. Der Österreicher aus Lingenau kommt da mit seiner Yamaha vom MTC Möckers, ist er angereist und geht hier als 6. an das Startgatter und eventuell kann er sich hier auch dann schon qualifizieren, denn eben die ersten 6 kommen definitiv weiter. Genauso sieht es aus, hier ein toller Blick in den Pre-Start-Bereich, in den Vorstart. Und da ist Oliver Jüngling kaum zu halten, der Mann mit der 109, der hier aus Neuwied angereist ist für den ADAC Hessen Thüringen Kader, der jetzt hier also gefordert wird und alles probieren wird, hier eine tolle Startposition sich gleich auszusuchen. Last Chance Race der 85 Kubikzentimeter Piloten auf dieser 1815 Meter langen Hardpack-Strecke in Geildorf. 15 Minuten plus 2 Runden haben wir hier zu gehen. Ganz vorne mit dabei Oliver Jüngling vom ADAC Hessen Rookie Team, powered by COSAC Racing Team. Oliver Jüngling mit der 109. Links von ihm, aus ihrer Sicht aus, die 100, nämlich David Dürr, der österreichische Export vom MCC Möckers, die ja 2022 das letzte ADAC MX Masters veranstaltet haben. Tja, und jetzt wieder die Frage, was ist die beste Position an unserem Startgatter in Geildorf? Ist das immer ganz, ganz innen? Und ihr seht dort, dass man sich dort wirklich diese Kämpfe schon gut anschauen kann, die dort um die Startposition erfolgen. Oliver Jüngling auf der 1, Luca Frank auf der 2, Jamien Ramakas, der Niederländer auf der 2, der Belgier Torre von Machgelen auf der 4, dann ist es Marius Simonsen aus Dänemark, dann David Dürr aus Österreich, dann die deutsche Front mit Bella Ulrich, Nikita Aaron Jung, Lennart Geidel, Nils Fauser, Oskar Sade, Tom Sönke-Hennel, Hannes Lorenz und Spartako Pitanti. Dann ist es Sam Bert, Kuba Pukowski, Ole Meyer, Justin Turowski, Tobias Strebel, Nico Woltersdorf, Jan Maas, Nonny Perlange, Christopher Lösel, Wojtek Borowiczka und Yannick Feuchter. Der deutsche KTM-Pilot vom Wertmann Racing Team komplettiert hier diese 25 Plätze, die hier in Summe nur 6 eben ausfahren werden, die hier sich einschreiben für die morgigen 2 Läufe. So, die Motoren werden gezündet, die Brillen werden aufgesetzt, die Fahrer jetzt kurz davor, hier
hineinzugehen in dieses LCQ, in dieses Last-Chance-Rennen. Es ist toll, dass man diesen Junioren jetzt die Möglichkeit bietet, über das geöffnete Starterfeld eben auch einen erweiterten Kreis mit zu berücksichtigen im Rahmen der ADAC MX Masters. Das ist der Nachwuchs, der jetzt am Start steht und die grüne Flagge geht jetzt hoch. 15 Sekunden. So, der Startbalken ist also gefallen und ganz vorne drin ist es die 516, Luca Frank, der Mann, der oder der Junge, der hier als Zweiter an den Startbalken ging, der Deutsche vom ADAC Hessing Rookie Team. Ja, was für ein cooler Start für den KTM-Piloten aus Deutschland und das ist natürlich für ihn wirklich hervorragend, dass er sich hier auf dieser Strecke auf deutschem Untergrund so toll präsentieren kann und diese Startphase hier erst einmal für sich entscheidet. Rein geht's in die Whoops und da kommt er ziemlich gut durch, hat sich hier schon ein kleines Polster aufbauen können auf die Verfolger. Jamien Ramakers, das ist nämlich der Verfolger Nummer 1, der niederländische Husqvarna-Pilot vom 67-Team, der eben da sich hinter Luca Frank gepflügt hat, aber auch er wird schon attackiert, also da geht's jetzt schon beim Kampf um Platz 2 um so ziemlich alles. Genau so sieht es aus. Jetzt sind wir am Scheitelpunkt der Runde, ganz, ganz im oberen Teil dieser Bahn. Hier seht ihr es wunderbar, wie der Fahrer jetzt mitdenken muss, Innen- oder Außenspur in der Splitline-Passage. Wieder ist man gefordert, wieder sind die Trainer natürlich jetzt dabei, das ganz genau zu analysieren, was ihre Schützlinge dort jetzt fabrizieren in diesem Teil. Und dann kommt man aus diesem oberen Bereich wieder hinaus und fährt hier auf diese 90 Grad rechts Orthema-Kurve zu, bevor die Kollegen dann gleich an diese langen, langen Table-Kombinationen hier bei uns wieder einkommen. So, in der 180 Grad Linkskurve oben bei der Volksbank-Kurve jetzt rein in die Bridgestone-Passage. Jamien Ramakers, der niederländische Pilot, jetzt pflügt sich direkt hinter Luca Frank und ist jetzt auch vorbeigegangen. Also Führungswechsel vor vollendeter erster Runde. Das heißt für uns Jamien Ramakers, der Niederländer auf der 1, Luca Frank, der Deutsche auf der 2, David Dürr, der österreichische MCC Möckers Export auf der 3. Sensationell, er noch vor Oliver Jüngling und Geidel und Van Machgelen. Das sind die ersten 6. Ja, der Niederländer hat gerade Glück gehabt, denn Luca Frank hat da eine bessere Linie in dieser Innenkurve direkt nach Start und Ziel gehabt und ist fast wieder vorbeigeflogen. Jetzt geht es durch diesen Red Bull Bogen hindurch. Die 90 Grad links, die auf die Pilotin lauert. Und dann gucken wir natürlich ganz genau hin, was Luca Frank hier vielleicht gleich imstande ist zu leisten, um vielleicht wieder an dem Niederländer vorbeizukommen mit der 5,24, der das Thema hier weiterhin anführt. Dürr auf 3, 4 für Jüngling, 5 für Geidel, 6 von Mechgelin, 7 für Lorenz vor Simonsen, Meier und Ulrich, die allerdings momentan nicht dabei wären, morgen in den beiden Hauptrennen. Ja, krass, wie sich die Jungs hier mit ihren 85er Maschinchen über diese Whoops rüber pflügen. Das ist ganz, ganz großes Kino, das wir hier zu sehen bekommen von den Jüngsten der Jungen hier. Und David Dürr jetzt vorbei an den Scheitelpunkt dieser Strecke, so wie es du vorhin betitelt hast, Jan. Er momentan auf 3, direkt hinter ihm aber die 109, Oliver Jüngling, der Mann, der als erstes hier an den Startbalken gerollt ist, der wird jetzt Dürr attackieren. So viel sei gesagt. Tja, und Oliver Jüngling, da muss man mal sagen, der erste Sektor, der sitzt, das ist der neue absolut schnellste erste Sektor, der hier gezeigt wurde, 55er Zeit, das muss man ihm erst einmal nachmachen. Da ist selbst Ramakers, unser Spitzenmann, momentan nicht in der Lage, diese Zeit zu bieten. Und da kann man nur sagen, Chapeau, Chapeau an den jungen Nachwuchsmann mit der 109, der hier von der Pole aus ans Gatter gegangen war. So, und jetzt wird aus dem Zweikampf vorne drin auf einmal ein Dreikampf um Platz 2, nämlich Frank, Dürr und Jüngling. Die sind jetzt ganz, ganz eng beieinander. Die 5,16, Frank vorbei am Sprecherturm, Dürr vorbei und Jüngling ebenso vorbei. Alle innerhalb von anderthalb Sekunden ungefähr. Also das wird ein geiler Fight hier um Platz 2. Ja, Ramakers Vorsprung 2,2 Sekunden auf
Mit der schnellsten Runde auch. Luca Frank, ganz, ganz cool. 2:06er Runde im letzten Umlauf für den 500 und 24er aus den Niederlanden. Für das 60-70 rückt er ja hier an bei dieser fünften Etappe der Masters in Geildorf. Und dann gucken wir mal, was dahinter passiert. Ja, und da geht es nämlich jetzt schön eingeblendet mit Simonsen mit der 5:23 und Van Machelen mit der 418 um Platz 6. Das wäre nämlich der letzte Hot Seat, der hier zu vergeben ist für den Einzug in die morgigen Rennen. Das heißt, hier bei Platz 6 bei diesem Kampf geht es jetzt wirklich um das allerletzte Ticket. Und jetzt der Fehler hier von... ganz bitter. Simonsen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die 523 bei diesem Kampf um Platz 6. Wir haben es verschrien. Jetzt der bittere Fehler für Simonsen, der jetzt auch drei Plätze liegen gelassen hat. Ja, das macht natürlich im Umkehrschluss wieder die Tür auf für den Mann mit der 4. Das ist Hannes Lorenz, den Deutschen, auf der Mefro Sport Yamaha, der jetzt natürlich motiviert war und das sofort zur Kenntnis genommen hat, was da vor ihm passiert ist. Also da müssen wir jetzt wirklich ganz genau drauf gucken. Van Mechelen wird einmal kurz durchatmen können, denn der weiß wahrscheinlich noch nichts von seinem Glück, aber er wird in der Boxengasse sicherlich über die Pitboards gleich die Information bekommen. Junge, mach mal ein bisschen entspannter, auch wenn es schwerfällt, und fahr hier lieber konzentriert dieses Rennen zu Ende bei noch verbleibenden 9 Minuten plus 2 Runden Restzeit. Ja, so wie es auch Ramakas macht, die 5:24, der Führende, der jetzt zur Bergaufpassage kommt, vorbei am Red Bull Wigwam, vorbei an der Volksbankkurve und jetzt im Begriff ist, reinzusteuern in die Bridgestone Passage, vorbei am Sprecherturm. Und hinter ihm ist es nach wie vor Frank und Dürr, die sich hier matchen um Platz 2. Dürr mit einem kurzen Satz, so auch die 109, der aktuell viertplatzierte Jüngling. Ja, jetzt kommen sie wieder bei uns durch die Zielschleife. Ramakas, er wird immer schneller. Es ist jetzt schon eine 2:05 für den Mann aus den Niederlanden. Eine Wahnsinnsrunde. Noch einmal im ersten Sektor ein bisschen dran geschraubt an seiner Technik. Und schon baut er den Vorsprung auf 2,9 Sekunden aus. Luca Frank versucht davon zu stürmen. Aber auch der Mann mit der 100 hat hier einige Argumente für dich. Der Pilot aus Österreich. Ja, so ist es. Da schlägt durch mein persönliches Herz höher. Kommt sogar aus unserem Club. Ich weiß gar nicht, warum, Lukas. Ja, du weißt nicht warum, ich weiß es. Ich komme genau aus diesem Dörfchen, wo auch er dafür fährt und deswegen schlägt mein Puls momentan ein bisschen höher für den David Dürr mit der 100, der hier bis dato ein fantastisches Rennen fährt. Wir haben übrigens noch 8 Minuten plus 2 Runden. Tja, mal gespannt, was der Mann mit der 4 macht. Der gefällt mir jetzt hier im Feld momentan noch am besten. Auf Platz 7 liegen. Der kämpft hier um jede Sekunde. Um das letzte direkte Ticket, Hannes Lorenz, wir hatten ihn euch vorgestellt, der Mefro Sport Yamaha-Pilot, jetzt schon auf die 7 vor, das hat sich angedeutet aus der letzten Runde, vorbei an Simonsen mit 2:13, jetzt sogar 3/10 schneller gewesen als Van Mechelen, der aktuelle 6. Platzierte im Feld dieser Klasse. Also das wird ein ganz, ganz interessantes Duell bei den letzten 7 Minuten dieses Rennens, die jetzt hier noch auf dem Programm stehen. Also zweite Halbzeit ist eingeläutet. Die zweite Halbzeit ist absolut eingeläutet und das Ganze macht einmal mehr Jamin Ramakas, der Niederländer, als Führender mit der 5:24 und dahinter ist es, wie gesagt, Luca Frank und David Dürr und die halten permanent gleichen Abstand, sowohl untereinander als auch zu Ramakas, da kommt er nicht mehr wirklich weit davon. Vielleicht eine Sekunde rausgefahren in der letzten Runde, aber er kommt nicht wirklich eklatant davon. Das heißt, ein kleiner Fehler und dann ist Frank und Dürr wieder mit von der Partie. So, jetzt geht es aus der Talfahrt raus für Luca Frank und den Mann mit der 100, David Dürr. Die beiden jetzt hier eine Anfahrt auf den Triple, auf den längsten Table in Geildorf, den man hier zu absolvieren hat. Und da hat man schon augenscheinlich gesehen, Luca Frank, ein bisschen mehr Mut. Und dann geht es gleich ein paar Meter weiter und das Gap wird sofort größer auf Dürr. Ja, das haben wir eben in den letzten 3 Runden auch schon gesehen. Luca Frank übernimmt den Triple Step-Up immer komplett. David Dürr zieht da ein bisschen zurück, geht nur den Double hoch und deswegen geht da das Gap ein bisschen auseinander. Im Zuge der darauf folgenden Runde aber kommt er immer wieder ein bisschen näher dran. Und wenn das so weitergeht, dann sind es 2 sichere zweite und dritte Plätze. Das darf gesagt sein. Aber wenn er sich da vielleicht einmal ein Herz fasst, der David Dürr, dann könnte es schon möglich sein,
dass er hier den Triple Step Up doch mal zur Gänze nimmt und dann sieht es anders aus. Ja, hier werden uns nochmal angeboten die Plätze 7, 8 und 9. Simonsen, Lorenz und Turowski, die hier noch kämpfen gegen das Bike von Van Mechelen, gegen die 418 in Sektor 1. Jetzt an der Boxengasse vorbei. Das siehst du mal, wie die nach vorne gepeitscht werden. Alle sind da noch einmal da aus dem Betreuerteam, um die Jungs nach vorne zu peitschen. Ein tolles Bild, was uns hier ereignet in Sektor 1 hinein. Durch den Red Bull Table wieder hindurch und dann diese schwierig zu fahrende 90 Grad Goldfried-Linkskurve in der Anfahrt auf diese Splitline-Passage, wo du wirklich mit viel, viel Schwung rausfahren musst, um da die folgenden Passagen vernünftig zu erwischen und mit einem perfekten Winkel reinzukommen in diese Motul-Rechtskurve. Ja, und ich meine, dass Simonsen jetzt vorbei an Mechelen ist. Das heißt, wir hätten jetzt einen neuen Sechstplatzierten, bin mir aber momentan nicht ganz sicher, werde das aber natürlich sofort nachreichen. Ja, das wäre natürlich ein Ding, wenn sich das jetzt hier noch dreht in dieser verbleibenden Restzeit von 5 Minuten. Jetzt kommen sie hier da oben wieder hinunter in den letzten Teil der Runde an die Otema-Kurve gleich wieder heran und dann werden wir das ganze Thema hier auflösen. Aber Ramakas vorne weiterhin ungefährdet. 4 Sekunden jetzt rausgefahren auf Luca Frank und auch Dürr Jüngling relativ safe hier erst einmal durch. Aber dahinter wird es jetzt ganz, ganz spannend. Lennart Geidel als Fünfter hier bei uns durch und dann die Frage, wer kommt als Sechster aus dieser Passage wieder heraus, Luki? So ist es. Die 77 bereits vorbei bei uns am Sprecherturm, Lennart Geidel. Und dann ist es, und jetzt können wir es ganz gewiss sagen, bei uns vorbei am Sprecherturm. Ja, Probleme bei der 523. Das ist nämlich Simonsen. Wir haben es richtig gesehen. Der ist jetzt neuer Sechstplatzierter mit massiven Problemen hier beim Triple Step Up. Ist einen halben Meter zu kurz gekommen, aber jetzt auf dem 6. Platz und Van Mechelen nur noch auf der 7. Tja, das ist schon richtig stark und die Frage natürlich... Noch ein Platz verloren. Genau, noch ein Platz verloren von Mechelen. Da geht es jetzt wirklich ganz schön nach hinten und wir drücken ihm die Daumen, dass er den Rhythmus wieder aufbauen kann. Man wird vielleicht jetzt auch ein bisschen nervös bei 3,5 Minuten, die noch auf der Uhr sind. Ja, und Lorenz jetzt somit neuer Siebtplatzierten von Mechelen, jetzt nur noch auf der 8. Das heißt, das wären die ersten 2 Ersatzplätze hier und Simonsen ist jetzt eben mit einem Respektabstand von fetten 3 Sekunden auf den Siebtplatzierten Van Mechelen, nun auf dem fast sicheren 6. Platz momentan. Also das hat er in den letzten 2 Runden wahnsinnig stark heruntergefahren hier. Simonsen mit der 523, jetzt auf der 6, wie gesagt. Ja, ganz interessanter Mann aus Dänemark auf der Gasgas für die Bäckermannschaft hier dabei, die 523. Das lässt sich doch auf jeden Fall richtig gut anschauen, was er uns jetzt hier anbietet. Und wird jetzt also in Sektor 2 hier gleich einbiegen. Da haben wir ihn in dieser Husqvarna-Passage am höchsten Punkt der Strecke. Und dort siehst du mal, wie tief dort hinten die Spuren schon sind. Da hast du wirklich nur noch eine, maximal 2 Linien, die schnell sind. Ansonsten musst du wirklich gerade in den Anliegern einen weiten Weg außen rum gehen und verlierst kräftig Zeit auf die vorderen Kollegen und da wird es insbesondere nachher in den vollen Feldern der Youngster Cup Piloten und auch der Masters Klasse sehr, sehr interessant werden, wenn dann diese Überholmanöver ansteht mit einem komplett vollen Gatter. Interessant ist es übrigens auch bei Ramakas, der hat mit 2:05.14 schon wieder eine schnellste Runde gezogen, also je länger das Rennen dauert, je schneller wird der Junge hier ganz vorne drin. Das ist ganz, ganz großes Kino, was uns hier der niederländische Pilot zeigt, also unglaubliche Rundenzeiten von ihm und jetzt hat er auch wirklich wieder sich ein bisschen ein Polster rausfahren können auf den 2-platzierten Luca Frank und auf David Dürr sowie auf Oliver Jüngling und Lennart Geidel. Das die ersten 5 und dann eben Simonsen auf die 6. Da haben wir vergangene Runde eben das Überholmanöver gesehen. Lorenz auf der 7, das Ganze aber schon gute 5,5 Sekunden hinter Simonsen, der momentan auf Platz 6 ist. Also die ersten 6 momentan relativ konstant und relativ safe, wenn man das 1,5 Minuten plus 2 Runden vor Ende schon sagen darf. Also die finale Phase steht an.
Die letzte Minute bricht hier gleich an und die Zeit läuft hinunter, bevor unsere Girls am Ziel dann die Tafel mit der 2 spendieren. Dann heißt es nochmal 2 Runden das ganze Thema sauber zu Ende bringen, keinen Fehler mehr zu begehen, um wirklich dann auch sicher morgen dabei zu sein. Für die 85er ist ja dann hier heute erst einmal Schluss im Anschluss an dieses Rennen. Man hat dann die Möglichkeit, den Nachmittag ein bisschen zu genießen, bevor dann morgen diese 2 Hauptläufe anstehen. Über 20 Minuten plus 2 Runden und das Ganze zweimal dann also am Sonntag für unsere Junioren auf den 85er Bikes. So, 35 Sekunden sind hier noch zu fahren in diesem Last Chance Race der 85er Piloten. Dann heißt es noch 2 Runden und dann ist auch dieses Rennen hier in die Geschichtsbücher eingetragen. Und dann wissen wir auch definitiv, wer sich noch eingeschrieben hat für die morgigen 85er Rennen, für die 2 Läufe, die sie morgen zu fahren haben. Ramakas, Frank, Dürr, Jüngling, die Jungs sind alle schon längst vorbei an Startziel. Und dann sollte es die 77 Lennart Geidel sein, vorbei bei uns am Sprecherturm, gerade jetzt passiert. Das heißt, auch er läutet in wenigen Minuten die letzten 3 Runden quasi ein. Ja, und der Fight, wo er noch nicht vorbei ist, ist definitiv bei Kampf um Platz 2 zwischen Luca Frank und David Dürr. Also die zwei halten sich permanent zwar auf selben Abstand, aber während dieser Runde oder während jeder Runde kommt Dürr immer wieder ein paar Meter weiter ran und dann bis zum Triple Step-Up beim Sprecherturm vorbei. Da gibt es wieder ein bisschen ein Gap für ihn, weil er eben den Triple nicht ganz packt aufwärts, sondern nur den Double nimmt. Jetzt ist er ganz nahe dran an dem zweitplatzierten Luca Frank. So, wir befinden uns übrigens in der drittletzten Runde dieses LCQ, dieses Last Chance Races hier der 85er Piloten. Und jetzt kommt der zweit- und drittplatzierte rein in die 180 Grad Linkskehre, bevor es wieder runter geht und bevor es dann eben hoch Richtung Sprecherturm geht. Und jetzt ist David Dürr, ja, gute 4-5 Motorradlängen hinten dran. Jetzt wieder der Double, eben von Luca Frank, der Triple genommen und das hat ihm wieder ein paar Meter gekostet. Aber wir haben noch 2 Runden, die wir hier zu fahren haben. Dann ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt also nicht mehr overpacen, nicht mehr zu viel wollen, wirklich das jetzt gut taktieren, gut nach Hause fahren, ganz, ganz ruhig angehen, diese ganze Partie, damit hier Ramakas, Frank, Dürr und Jüngling, das sind nämlich die 4, die jetzt zwischenzeitlich schon in der letzten 2 Runden eingekehrt haben, damit sie das eben nach Hause fahren können und nicht mehr unnötige Fehler machen, die jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr nötig sind. Denn sie sind fix weiter, wenn es denn so bleiben sollte und haben sich dann eben für die morgigen 2 Rennen qualifiziert. So, jetzt geht's für Luca Frank mit der 5.16 hier ans Überrunden. Dabei keinen Fehler machen, nicht zu viel Zeit liegen lassen. Dasselbe eben auch für David Dürr. Kommt hier in der äußeren Linie vorbei, am ersten zu überrundenden und eventuell auch am zweiten, Fragezeichen. Noch nicht. So, jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Jetzt einfach nur nach Hause fahren, die letzten 2 Runden oder anderthalb Runden, wenn man so will, die jetzt hier noch in der 85er-Klasse zu gehen sind. So, abermals bergauf Richtung 180 Grad Linkskehre. Da kommen sie. Der zweitplatzierte Luca Frank mit der 516.
und die 100, David Dürr. So, Rammackers zwischenzeitlich die letzte Runde eingeläutet, schon vorbei. Hier an Startziel. Befindet sich also jetzt in der letzten Runde. Mit einem Vorsprung von fetten 9,45 Sekunden auf den zweitplatzierten Luca Frank und 11,2 Sekunden auf David Dürr. Ja, Jamien Rammackers mit der 5,24, der niederländische Husqvarna-Pilot vom 67-Team, fährt hier ein ganz fantastisches Rennen. Also der hat von vornherein alles richtig gemacht, hat hier auch danach, während er die Führung schon inne hatte, nichts mehr anbrennen lassen, hat hier gut verteidigt die ersten Runden und dann eben auch keine Fehler mehr gemacht und jetzt hat er überhaupt keinen Druck mehr. Jetzt heißt es wirklich ganz smooth, ganz gemütlich nach Hause fahren, um hier nicht noch irgendwelche Fehler zu machen in der letzten Runde. Aber wie heißt es immer so schön, bevor die Schwarz-Weiße nicht draußen ist, ist auch nichts erledigt. Denn da kommt auch schon Luca Frank und David Dürr um die Ecke. David Dürr wieder ein bisschen näher rangetankt an den zweitplatzierten Luca Frank mit der 516. Also dieser Kampf um Platz 2, der ist definitiv noch nicht vorbei. Da kann ein klitzekleiner Fehler alles entscheiden bei den zwei Jungs. Jamien Rammackers zwischenzeitlich rüber über die Whoops. Kommt jetzt zur Bergabpassage, zur ganz, ganz langgezogenen Rechtskurve. Und David Dürr jetzt nur noch drei Motorradlängen hinter dem zweitplatzierten Luca Frank. Rammackers jetzt ein allerletztes Mal über den letzten Sprung vor dem Triple Step Up am Sprecherturm vorbei. Zieht er schön rüber, perfekt hier reingezogen in den Gegenhang. Und der bekommt jetzt die schwarz-weiß karierte Flagge. Herzliche Gratulation geht in die Niederlande zu Jamien Rammackers. Und dann ist es mit der 516 sensationelles Rennen hier für den zweitplatzierten Luca Frank und sensationelles Rennen auch für die 100, für den Österreicher, für David Dürr. Sensationell, was die Jungs hier gezeigt haben. Sowohl von Rammackers, der hier kein einsames Rennen gefahren hat, aber ein sehr, sehr konstantes Rennen hier gezogen hat. Sowohl Frank als auch Dürr und auch Jüngling, auch seinem vierten Platz hier sein Rennen beendet. Ganz, ganz großes Kino, ganz starke Vorstellung hier von diesen ersten vier. Und dann ist es eben die 77, Lennart Geidel, der hier jetzt vorbei ist am Sprecherturm, der ebenso einen sensationellen fünften Platz eingefahren hat mit der 77. Als Neunter ging er ans Startgrid, der Deutsche auf der Husqvarna vom SAR Motorsports Team. Und dann ist es eben die 523. Marius Simonsen, der dänische Gas-Gas-Pilot vom Becker Racing Team, der sich hier den letzten Platz, nämlich Platz Nummer 6, sein eigen nennt und somit das allerletzte Ticket hier für die morgigen zwei Läufe an diesem fünften Tourstopp der Masters-Serie in Geildorf gezogen hat. Und die 1:31 ist es dann, Tom Sönke-Hennel, der deutsche KTM-Pilot, und Turowski auf der 8, die hier eben die zwei Ersatzplätze noch mitnehmen. Alle anderen müssen leider nach Hause und somit blenden wir es nochmals schön ein. Jamien Rammackers, der niederländische 67-Pilot auf der 1, Luca Frank auf der 2. Sensationelle Vorstellung hier vom österreichischen Export aus Möckers, David Dürr, Oliver Jüngling auf der 4, Lennart Geidel 5. Dann ist es Marius Simonsen, der hier die ersten 6 Plätze komplettiert. Tom Sönke-Händel und Justin Turowski die 2 Ersatzplätze. Und vorbei ist es dann eben für Nikita Aaron Jung, für Pukowski, Lorenz Pitanti auf der 12, Woltersdorf 13, Meyer 14, Ulrich auf der 15, Sade, Lange, Maas, Fauser, Feuchter und Lösel. Und hier sehen wir schön eingeblendet nochmals den perfekten Start hier beim 85er LCQ-Rennen. Geile Aufnahmen, die wir hier
zu sehen bekommen. Nochmals der Blick nach rechts. Haben Sie schön gesehen zu Hause, um zu sehen, wo sind denn die Piloten neben mir? Und hinter mir die 516, Luca Frank mit eben dem fulminanten Start hier von der ersten Position. Er ging ja als Zweiter an das Startgrid und hatte aber am Ende des Tages oder am Ende des Starts, am Ende der Startgeraden hier den besten Start, die 516, Luca Frank, der sein Rennen dann auf der 2 beenden konnte. So, und ich darf abgeben zu Jan Utich. Jan, bitte. Wir stehen hier mit dem Sieger aus dem LCQ, aus dem Last Chance Rennen der 85er-Klasse. Er hat richtig abgeliefert. Was für ein cooles Rennen von dem Niederländer mit der 524 namens Jamien Ramakas, der Husqvarna-Pilot für das 67 Racing Team. Er hat hier wirklich eine richtig coole Show geboten, vom Anfang bis zum Ende. First of all, I have to say congrats to your victory. I think it was a pleasure to see you on the track. How do you find your race? The start was not perfect, but then you come in the race it was very good. Yeah, I had a okay start, got second to the first second corner, could take the lead on the big triple, so, and then I rode my own race, rode good lines and made a good gap and won it. So, also er hat gesagt, er hat ein paar Probleme am Start. Ja, er war nicht erst an der Kurve am Ende aus Platz 2 in dieses Rennen hineingekommen, aber dann hat er sich wirklich vorgekämpft. Gab ein paar Probleme mit dieser Triple-Passage, die hat er am Ende in den Griff bekommen und er ist sehr, sehr froh, dass das so konstant am Ende zu Ende gegangen ist und ist sehr, sehr glücklich über diesen Platz. So, can you give us some information about the track conditions? How do you find the track now? Track is perfect at the moment. Some good rods. And if you get you get a good rod, you can go clean. But sometimes if you get a bad rod, you're fucked. So. Alles klar. Also er sagt, die Strecke ist cool. Klar, die ist ein bisschen anspruchsvoll zwischendrin, aber er freut sich, dass er hier dabei sein kann und hat gesagt, es ist alles okay. Die Trek-Crew hat hier einen super Job geleistet. So now you're in the main event. And what is the plan for tomorrow? Because we have two races tomorrow. My plan is to score points, so I hope I can score points again more tomorrow, so yeah. Also er sagt ganz klar, das Ziel ist es, morgen Punkte zu holen. Das ist auch ganz klar am Sonntag. Das ist das große Ziel, was er ausgegeben hat und das soll es doch auch sein. So, we wish you very much of luck for tomorrow, for the two races. A lot of points and now we have a voucher from our sponsor Goldfreen about some new brake discs. I think it's very useful, doesn't it? Yeah. Alles klar. Dann großen Applaus nochmal für ihn hier, für unseren Sieger Jamien Ramakas. So, und damit geht's auch schon in den Track-Check. Wir wollen euch nochmal ein bisschen die Strecke zeigen hier in Geldorf. Bitteschön. Hey Leute, mein Name ist Kevin Winkle und ich darf euch heute hier die Strecke auf der Wacht in Geldorf vorstellen. Ja, gefahren wird hier schon seit den 60er Jahren auf der Wacht. Es haben schon mega viele große Rennen stattgefunden, unter anderem WM-Läufe, Motocross der Nation und natürlich das Highlight 2011, als Ken Roczen Weltmeister hier auf der Wacht wurde. Ja, das Besondere hier in Geildorf ist, dass das hier eine Naturstrecke ist, die nur einmal im Jahr offen hat und genau zu diesem Event immer, zu den ADAC MX Masters. Das heißt, das ganze Jahr hier über ist hier nur Wiese. Klar, die Sprünge, wie sie alle hier aussehen, sind so, wie sie sind, aber wirklich nur Wiese und werden wirklich nur für diese eine Veranstaltung des Jahres hergerichtet. Die Aufbauzeit hier für das ganze Event beträgt 4 Wochen und dann geht es schon nach dem Wochenende wieder direkt weiter mit der Abbauzeit, die beträgt dann nochmal 2 Wochen. Die Runde hier beträgt 1650 Meter. 2010 hat die Strecke hier ein neues Layout bekommen von Freddy Verstraten. Und die Jahre zuvor, also vor 2010, wurde die Strecke andersrum gefahren. Ein Highlight hier auf der Wacht sind natürlich die Whoops, auf denen wir uns gerade befinden. Ansonsten macht sich die Strecke aus einer wunderschönen Naturstrecke und aus ein paar modernen Elementen, wie zum Beispiel den sehr großen Sprüngen hier. Auf der Wacht befinden sich 13 Sprünge
Und hinter mir ist der größte, der Triple mit ungefähr 30 Metern. Wie ihr seht, sind wir hier noch mitten im Aufbau. Die Strecke wird frisch gegruppert, richtig tief gegruppert, dass wir fürs Wochenende Top-Bedingungen haben. Momentan fährt sich die Strecke wie auf Murmeln, aber ich nehme euch jetzt dennoch mal mit aufs Motorrad und zeige euch die Strecke hier auf der Wacht. Ja, hier in Geildorf haben wir eine ziemlich kurze Startgerade, deswegen ist es sehr wichtig, weit innen zu stehen und eine gute Quali-Runde zu setzen. Dann geht es hier rechts vorbei an der Helferbox in die Strecke hinein. Eine langgezogene Linkskurve mit zwei Wellen drin. Das heißt, schön rund fahren die Kurve und schön gerade auf den Sprung hinweg den am besten drücken. Dann Schwung mit bergauf über einen schönen Doppel in eine Linkskurve, wo immer gute Rillen drin sind. Über einen sehr großen Doppel, wo man schön die Zuschauer sehen kann und wo man applaudiert wird. Bergab, hier eine der wichtigsten Stellen auf der Strecke, die Einfahrt zu den Whoops. Hier mal schauen, ob man doppeln kann oder wheelen. Eine sehr gute Überholmöglichkeit. Dann hier wieder entscheidend Split Lane links vorbei am Sprung oder rechts über einen großen Doppel den Bergauf hinweg. Wieder Split Lane links am Sprung vorbei oder rechts drüber. Dann kommt eine kleine Restkurve, wo man sich schon wieder entscheiden muss, ob man innen oder außen fährt. Meistens ist hier innen schneller. Das heißt, die Sprünge eigentlich ziemlich drücken und beim letzten dann eigentlich so weit wie möglich rauszuspringen. Dann geht es um eine 180 Grad links runter, ein bisschen bergab, schön mit Vollgas runter, gleichmäßig anbremsen, viel Vertrauen aufs Vorderrad, umlegen nach rechts, dann ziemlich das gleiche, viel Vertrauen aufs Vorderrad, wieder umlegen, diesmal aber nach links. Hier ziemlich den Schwung mitnehmen, dann kommen jetzt ein paar Sprunghügel, die unterschiedlich breit aufgeführt sind. Hier nochmal, wo man rechts dran vorbeifahren kann und über die Wellen drüber springen kann. Links kann man vorbeifahren. Dann kann man hier außenrum an der Welle vorbei oder innen über die Welle drüber. Gleichmäßig Gas geben, viel Schwung für den Doppel. Hier kommen meist immer sehr tiefe Rillen. Da muss man eine schöne Linie mitnehmen, nicht so arg runterbremsen. Viel Schwung mitnehmen mit der Bergauf, gleichmäßig am Gas sein. Dann kommt ein kleiner Doppel, wo man sofort danach sitzen muss, Fuß raus und umlegen. Tiefe Spurrillen sind hier meist drin. Und dann geht es bergab hier über eine kleine Anbremswelle, über eine große Anbremswelle, schön drücken, mit Vollgas auf den Triple hinzu, schön drüber springen, hier nochmal wählen, ob innen oder außen. Außen kann man schön doppelspringen in den Anlieger hinein und damit Vollgas runter und seine erste Quali-Runde beenden hier über einen Zielsprung. Dann nochmal entscheiden, ob innen eine schöne Rille drin ist, ansonsten außen in den Anlieger rein, über den ersten Doppel und dann nochmal über den zweiten Doppel, dann sofort wieder umlegen. Schön in die Rille rein und dann an der Helferbox vorbei. Und das ist eine Runde hier auf der Wacht in Geildorf. Jetzt wisst ihr, wo es lang geht hier auf der Wacht. Die größte Herausforderung ist natürlich zum ersten mal einen guten Start zu haben hier. Schnell seinen Rhythmus zu finden mit den vielen Bergauf- und Bergabpassagen, mit den vielen Sprüngen. Durch das tiefe Gruppern würden auch sehr viele Spurrillen reinkommen. Das heißt, einen guten, schnellen Rhythmus. Viel Kondition haben und keine Fehler zu machen. Das war der ADAC MX Masters Track Check und jetzt wünsche ich euch ganz arg viel Spaß bei den Rennen. Geildorf ADAC MX Masters 2023 und es steht gleich bevor Rennen Nummer 1 für den ADAC MX Junior Cup 125. Unsere Two Smoker sind gleich gefragt für alle Zweitaktliebhaber, die hier an der Strecke stehen. Eure Herzen werden gleich aufgehen, ich kann es euch jetzt schon versprechen, denn das, was ihr jetzt hier gleich geboten bekommt, ist nichts Geringeres als die 40 besten Fahrer aus der Qualifikation, die gleich im direkten 1 gegen 1 aufeinandertreffen. Um wichtige Punkte fighten für die Gesamtwertung, natürlich für das Meisterschaftskonto. 25 gibt es zu holen, maximal für den Laufsieger aus dieser Klasse. Und ihr seht hier schon wunderbar die Startgerade, die relativ kurze Startgerade, die hier nochmal beäugt wird von dem einen oder anderen Fahrer. Das ist immer so ein bisschen das Prozedere, ne? Lucky vorm Start ein bisschen Spuren treten, da hat schon jeder so ein bisschen seine eigenen Rezepte, die er dort anwendet, und man glaubt gar nicht, was da einige Kollegen für eine Wissenschaft draus machen.
Ja, das ist ganz, ganz große und tiefe Wissenschaft. Da kommt nicht immer jeder mit. So auch unter anderem von Richard Path in Perfektion umgesetzt jetzt gerade hier. Mit der 110 ist er am Start und auch die 479, Vítězslav Marek, der übrigens aktuell drittplatziert ist im Gesamtklassement und das Ganze mit 109 Punkten. Vítězslav Marek, sehen wir hier schön im Bild, ist noch ein bisschen im Tunnel, konzentriert sich, ist ganz für sich alleine, redet nicht mit seinem Betreuer, seine Hände auf dem Lenker, also da ist er definitiv im Tunnel und ich glaube, wir nutzen noch die Situation jetzt vor dem Rennen, um ein bisschen auf das Gesamtklassement zu blicken, denn da ist nur ein Mann, der mit ein paar Pünktchen Abstand, und zwar ein paar Pünktchen, wirklich nur 8 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten hat und das ist Mats Frätzø, der dänische Sturm STC Racing Pilot auf der KTM mit 117 Punkten. Genauso ist es, er hat den besten Eindruck gemacht im dänischen Randers. Das war ja die letzte Station für die ADAC MX Junior Cup Klasse im Rahmen der ADAC MX Masters, die dort ausgetragen wurde für die 125er. Und es gab an allen drei Stationen in Drena, in Mölln und in Randers jeweils einen anderen Overall-Gewinner. Das macht es noch ein bisschen brisanter. Also in Randers war es Mats Frätzø, in Mölln war es Maxi Werner, der Deutsche, die 494, der Fantic Factory Team, Madi Pilot, der da am besten gepunktet hat. Und zu Beginn des Jahres war es Jannis Martins Resulis, den wir hier nicht dabei haben, die 772, der Mann vom Hamstra MX Racing Team, der da auch sehr, sehr stark unterwegs war zu Beginn der Saison. Allerdings fehlt er hier und wird also diesem Jahr nicht um den Titel mitkämpfen in dieser Klasse. Aber dahinter, lass uns bitte sprechen um diesen Dreikampf zwischen Werner, Marek und Dönsen. Alle innerhalb von einem Punkt da unterwegs, also der absolute Hammer. Beziehungsweise alle ex-Eco, alle haben 109 Punkte eingefahren. Sowohl Maximilian Werner, der deutsche Fantic-Pilot, so auch Vítězslav Marek mit der 479 ist er unterwegs, ebenfalls 109 Punkte. Und Gian Dunsen, der WZ Racing-Team-Pilot, ebenso 109 Punkte. Das heißt, an diesem Rennwochenende in Geildorf werden ganz, ganz wichtige Punkte eingefahren. Und so auch die 494, Maximilian Werner, der jetzt mit seiner Fantic sich Richtung Start langsam begibt, beziehungsweise sich vorbereitet, hier nochmals die Brille aufschnallt und sich langsam aber sicher Richtung Start bewegen wird. Vor ihm lediglich Mats Frätzø, der Sturm STC Racing Team Pilot, und Maximilian Werner eben mit Vítězslav Marek, Gian Dunsen und Nikolaj Skovbjerg. Mit 97 Punkten ist er momentan auf der 5 und hat heute ein super cooles Qualifying gezeigt. Ja, genauso schaut's aus, aber alles das ist jetzt erst einmal nur die halbe Miete, ne? Weil du rollst jetzt zwar in dieser Aufstellung gleich in nicht nur die Besichtigungsrunde, sondern auch an den Start, aber gleich kommt es natürlich darauf an, dass du eine gute Startphase erwischt, locker, ruhig und solide reinkommst in das Rennen, natürlich im besten Fall deinem Red Bull Hochshot-Konto einen Punkt gönnst, denn das ist ja noch so eine separate Wertung, die ausgefahren wird im Rahmen der ADAC MX Junior Cup Klasse 125. Das ist im Übrigen der deutsche Maxi Werner, der schon 2 Holdshots sich hat sichern können in dieser Saison. So, wir gehen jetzt direkt rein in die Besichtigungsrunde. Vítězslav Marek, Mats Frätzø, Lionel Reichel, der heute für Furore gesorgt hat beim Qualifying, der aktuell 23. im Gesamt-Overall-Klassement, heute aber nach dem Qualifying auf der 3, darf also auch als drittes jetzt auf die Strecke. Maxi Werner, Kasimir Hinderson, der aktuell 6. platzierte Overall, dann Julius Mikula mit der 451, Nikolaj Skovbjerg heute als 7. auf die Strecke nach dem Qualifying, Gesamt aber Overall 5 platziert momentan, und Gian Dunsen mit der 574, der auch letztes Jahr eine geile Saison gezeigt hat, mit einem Gesamtplatz momentan zwischenzeitlich auf 4. Genau so schaut's aus. Jetzt geht's raus aus dem Vorstartbereich. Auch die letzten Piloten nehmen jetzt also hier die Besichtigungsrunde in Angriff. Der Mann mit der 2 ist hier also nicht zum Zuge gekommen, so wie es ausschaut.
fährt jetzt also hier aus dem Vorstand wieder raus. Das war unser erster Reservefahrer, Felix Schwarze, den ihr eben ganz kurz durchs Bild hat pushen sehen, der Mann aus Stuttgart. Er musste sich quasi bereithalten, weil er es im LCQ, weil er es heute Morgen nicht im LCQ, sondern im Qualifying nicht geschafft hat unter die Topgruppe der besten 40 Fahrer. Das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend jetzt für ihn. Aber allen anderen drücken wir jetzt natürlich die Daumen. Aber lass uns bitte noch einmal ganz kurz auf Vítězslav Marek angehen. Die 479 nach einem schwachen oder relativ schwachen Beginn in Drena waren seine Rennen dann wirklich in Mölln und in Randers in Mölln schon mit einem dritten Platz aufgezeigt, dass er doch aufs Podium gehören, wenn alles passt. Und dann in Randers sozusagen sein erster Laufsieg, den er eingefahren hat im ersten Lauf. Ganz, ganz stark der German KTM Racing Pilot. Und dann auch im zweiten Lauf mit Platz 3 wirklich aufgezeigt, dass er hier zu der Topspitze in dieser Klasse dazu zählt. Und es ist alles offen, von daher kommt er jetzt wirklich mit breiter Brust aus dieser Qualifikation heraus. Weil wenn du die schnellste Runde hier hast, dann bist du erstmal der Chef im Ring. So sieht's aus. Und ja, wenn du gerade über Vítězslav Marek sprichst, er hat zwar ein Rennen für sich entscheiden können und dann eben zwei dritte Plätze, aber er hat kein Rennen nicht in den Top 10 beendet. Also auch das ist eine Konstanz, auch das darf man sagen, dass wenn du bei jedem Start ins Rennen gehst und immer unter den Top 10 beendest, dann bekommst du auf einmal die Rechnung serviert und die heißt jetzt somit ein Overall-Ranking vom Gesamtklassement auf Platz 3. Und das kann sich absolut sehen lassen. Maxi Werner mit der 4,95 hier am Abschlagen, so auch die 4,51, die hier beim oder Richtung Vorstart gehen. Unser Tscheche. Unser Tscheche, ja, so ist es. Und das ist natürlich nicht nur für die 85er-Piloten, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, eine coole Situation hier in Geildorf, eben zu, beim Weg Richtung Vorstadt, bei den Fans vorbei, die Hand raus und abklatschen, das ist schon geil hier. Ja, vor allen Dingen am Samstag hast du schon so eine tolle Kulisse hier am Streckenrand. Wir freuen uns so, dass ihr da seid, Freunde. Es kann jetzt also gleich losgehen für die Junior Cup-Piloten auf den 125er-Bikes. Die Sighting Lab ist fast schon von allen hier absolviert worden. Es geht hier also an der Startgerade entlang zurück in den Vorstartbereich. Dort haben jetzt also unsere Marshals sich aufgestellt und zeigen den Piloten den Weg zurück in den Pre-Start-Bereich. Und dann sind wir gleich heiß, wer sich welches Gate auspickt. Es wird natürlich aufgestellt in der Reihenfolge aus der Qualifikation, die wir euch schon einmal ein bisschen vorgestellt haben, eben gerade in der Besichtigungsrunde. Und dann gucken wir gleich mal, wer da aus dem Banner herausguckt, gleich als erstes. Ja, das sollte eigentlich Vítězslav Marek sein mit der 479, der hier Startpick 1 innehat nach seiner wirklich ganz, ganz starken Qualifikation. Dann ist es Mats Fretzö und Lionel Reichel zusammen mit Maximilian Werner. Das sind die ersten vier. Huhu, wir sind's, wir melden uns aus Geildorf für erstes Hauptrennen der ADAC MX Junior Cup Klasse. Über 20 Minuten plus zwei Runden auf der 1815 Meter langen Hardback-Bahn. Und an meiner Seite ist Lukas Greusing, der Mann aus Österreich am Mikrofon. Ich freue mich jetzt auf dieses erste Hauptrennen der ADAC MX Junior Cup 125er Klasse mit Pole-Setter Vítězslav Marek. Ganz genau, die 479 ganz links außen von uns aus gesehen. Neben ihm Mats Fretzö mit der 515. Dann reiht sich hier die 494 Maximilian Werner ein. Die 480 ebenso mit Kasimir Hinderson, der aktuell sechstplatzierte overall im Championat. So, Vítězslav Marek auf der 1, Mats Fretzö 2. Dann ist es Lionel Reichel, der Liechtensteiner vom MX Handel Racing Team. Maxi Werner auf der 4, Kasimir Hinderson auf der 5, Julius Mikula, Nikolai Skovbjerg, Cian Dunsen, Mick Kennedy und Markus Osolins, die ersten 10. Dann Ripsoli auf 11, dahinter auf 12, Jano, Kukins, Van Mechelen, Kovac, Van de Poel, Part, Picard, Jung und Frank. Das sind also unsere Top 20. Also der deutsche Jonathan Frank gerade so reingerückt in dieses Feld der besten 20. Dann machen wir das Feld komplett. 21 für Leoc Alessandro, auf 22 vor Tosmla, Lorenzen, Franzen, Saré,
Tosef, Zaremba, Devale und Lena, unsere Topgruppe der besten 30. Leikans, Kettlins, Rans, Tampe, Spila, Denzau, Ohm, Kettner, Milica, Willmann und Kaspari. Das sind die Namen, die hier den 40er Startbalken der 125 Kubikzentimeter Piloten komplettieren. Und auch die Grid Girls sind schon bereit mit ihren 15 und 5 Sekunden. Ach, ein tolles Lächeln. Ein Augenschmaus natürlich auch für uns hier aus der Kommentatorenkabine. Und wir sind ganz heiß darauf, jetzt die 15 Sekunden Tafel zu sehen. Wenige Augenblicke trennen uns also noch bis zum Start der 125 Kubikzentimeter Piloten. Der erste offizielle Start am heutigen Rennsamstag. Hast du schon 20 plus 2 auf der Rennuhr eingestellt? Aber selbstverständlich. Ach, ein Traum. Ein Traum, es kann also gleich losgehen. Wir sind kurz davor, die heiße Phase einzuläuten. Geildorf, wir hoffen, ihr seid bereit am Streckenrand für diesen ersten Aufschlag. Es ist die erste Punktejagd an diesem Rennsamstag. Es ist so toll, dass dieses Format sich so gedreht hat hier in den letzten 2 Jahren, dass man eben gesagt hat, wir fahren auch schon Rennen, Hauptrennen am Samstag, auch wenn man dann natürlich schon im Zeitplan gucken muss, wo man bleibt, aber man gibt eben den Fahrern die Möglichkeit, hier noch kräftiger zu punkten für das Meisterschaftskonto, noch mehr Rennen zu fahren. Übrigens, Nikolaj Skovbjerg, der dänische Yamaha-Pilot, der nur als Siebter an den Startbalken gehen durfte, hat sich hier den dritten Platz von links geschnappt. Also da hat hier Maxi Werner und Co. einen Platz ausgelassen. Fühlen sich wohler, ein bisschen mehr innen. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Die Kurve macht gar nicht so extrem zu. Kann man auch von außen mit ein bisschen mehr Speed rein. Und deswegen entscheidet sich auch da wiederum 15 Sekunden noch. So, lang machen im ersten Eck. Und wir schauen an die Spitze des Feldes. Ganz schwer für uns hier zu erkennen, wer ihm es da gelungen ist, das Thema für sich zu entscheiden. Aber es ist eine KTM. Und es könnte sogar für Franzl gereicht haben, wenn ich das richtig erkannt habe, für den Mann mit der 550. Jetzt geht es erst einmal aufgesteuert in die Wu-Passage hindurch. 90 Grad links ums Eck und die Splitline-Passage, die von den Topfahrern erst einmal hingenommen wird, weil man sagte, engerer Winkel ist vielleicht auch die kürzeste Bahn und damit der kürzeste Winkel heißt schnelle Rundenzeit. Gucken wir mal, ob die Rechnung aufgeht. Aber der Start ist erst einmal gut gegangen. Maxi Werner auch vorne mit dabei. Die 494 auf Platz 3 kenne ich sehr, sehr gut. Das Fentic-Shirt. Der Pilot mit der 494, der Deutsche, also voll mit im Geschäft dabei. So, die 515, Matze Fretze, der Gesamtführende im Championat mit 117 Punkten momentan. War es auch, du hast es richtig gesehen, Jan, jo. Der Mann mit dem Holeshot hier, mit dem schnellsten Start als erster über die Redline gegangen hier in der ersten Kurve. Er ist auch der Erste im Bunde, der Richtung Triple Step Up. Und dahinter Marek auf den Spuren. Zusammen in der Luft, kurzer Sprung hier von der 479 Witislav Marek, aber ah, jetzt dreht der Tschecher auf hier im letzten Teil der Bahn. Geht durch den durch die Ziellinie hindurch. Franzl ist noch hier vorne, der 515er, der Meisterschaftsleader. Er hat das Red Plate im Gepäck und er will es doch jetzt verteidigen. Franzl vor Marek, vor Maxi Werner, Osolins auf der 4, Gian Dunsen auf der 5, Rispoli auf der 6, Lionel Reichel, guter Start für ihn auf der 7, Hinderson 8, Mikula nur auf der 9 und Cockins auf der 10. Also was die beiden Jungs hier an der Spitze abfeiern, das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt ein Whip, der den nächsten jagt über diesen Red Bull Table hindurch und dann mit einem weiten Satz und viel Airtime rein in diese zweite Runde, die jetzt gefahren wird, Bergabpassage und diese tiefen Spuren, Luki, siehst du das? Gar nicht so einfach, den besten Winkel hier zu treffen.
So ist es. Und so sind die ersten drei im Bunde vom Gesamt-Championat hier. Fretzel, Marek und Werner. Wiederum die drei, die hier ganz vorne mit dabei sind. Jetzt wird es auch offiziell eingeblendet. Red Bull Holdshot, Mats Fretzel mit der 515. Der Gesamtklassement-Führende momentan macht einmal mehr seinen Stempel hier drauf. Tja, und damit kriegt Maxi Werner auch in der Red Bull Holdshot-Wertung ein bisschen Konkurrenz. Und dann müsste es auch für Fretzel mittlerweile der zweite Holdshot in dieser Saison sein. Und damit zieht er gleich mit dem Deutschen. Und da sind wir gespannt, wie diese Sonderwertung in den nächsten Veranstaltungen dann ausgeht und sich am Ende das ganze Thema entscheiden wird. Jetzt gucken wir aber erst einmal nach vorn. Ja, Fretzel und Marek sehen wir ganz vorne. Und dann jetzt hier im Bild müsste das Rispoli gewesen sein. Zack. Ja, ich glaube, Marek ist vorne, er ist vorbei. So ist es. Aber Fretzel hat sich wieder zurückgekämpft an die Spitze, er war ganz kurz vorbei, aber Fretzel hat die Bude wieder zugemacht. Es sah für einen Moment so aus, als ob Marek hier die Spitzenposition inne hatte, aber Fretzel hat den Laden wieder dicht gemacht. Schnellste Runde. Schnellste übrigens, schnellste Runde für Mats Fretzel mit 1,52,46, Marek mit 1,52,78 gleich dahinter. Ja, und sie teilen sich so ein bisschen die schnellsten Sektoren auf dieser Strecke. Im ersten Sektor Fretzel in 49er Zeit, da kann Marek nicht mithalten, der dann aber im Teil 2 der Bahn auftritt. Als ob es nichts wäre, der Mann aus Tschechien, die 4,79, der sich damit wieder ranrobt an den Spitzenreiter auf 0,7 Sekunden. Fretzel und Marek auf und davon. Ja, aber Fretzel, ganz krasses Tempo, das er hier zieht. Also der ist einfach völlig on fire momentan, der Däne. Und dann kommt Maxi Werner mit 4 Sekunden Gap auf dieses Führungsduo, was wir hier wunderbar sehen, in der Anfahrt zum höchsten Punkt der Strecke. Krasse Spurrillen hier schon drin in der Linkskurve. Und die legen sich da rein, da denkst du fast, die Fußraste bleibt irgendwo stecken. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut hier anzuschauen. Die zwei Führenden, Fretzel und Marek. Zwischenzeitlich Julius Mikula, die 4,51 momentan auf Platz 7, hat hier Lionel Reichel in die Schranken gewiesen. Mit einer Sektorzeit von 49,35 nimmt hier einige Zehntel den Führenden ab in Sektor 1. Oh, Marek wieder mit dem Angriff in Richtung Fretzel. Er hat genug gesehen jetzt hier. Der Mann aus Tschechien, er will vorbei an dem Spitzenreiter, an Fretzel, an unserem Redplate-Mann. Es wird brisant jetzt hier in der Triple-Passage. Die beiden Kollegen jetzt gemeinsam im letzten Teil der Runde unterwegs, aber noch kann er es verteidigen. Mats Fretzel, die 515. Ja, der Sturmpilot, der Sturm STC Racing-Pilot, der Däne Mats Fretzel, verteidigt hier mit Biegen und Brechen hier seine Führung gegen den Tschechen Vítězslav Marek vom German KTM Racing Team. Aber wie lange er hier diesem Druck noch standhält, das weiß momentan keiner. Ich bin gespannt. Der baut Druck auf, dass es nur noch so kracht, der Tscheche. Ja, der hat auch keine Lust, was dahinter nämlich noch auf ihn zukommt. Hat auch die schnellste Runde gefahren mit 1,51,7. Im Gegenzug zu Fretzel 1,51,9. So, jetzt müssen wir gleich mal an die Spitze blenden, denn Marek macht jetzt ernst nach der neuen absolut schnellsten Rennrunde. Unser Mann an der Spitze. Eben schon einmal neben Fretzel unterwegs gewesen, aber er hat wieder den Laden dicht gemacht. Kam nicht vorbei. Fretzel der Mann aus verteidigt. Dänemark. Er weiß sich zu verteidigen. Ja, das macht er gut, das macht er gut. So, Fretzel vor Marek, vor Werner, vor Osolins, Mikula, Rispoli, Gian Dunsen auf der 7, Lionel Reichel jetzt auf der 8 nur noch, Henderson auf der 9 und Cockins auf der 10. Wir machen die Top 20 komplett mit Kovac 11, 12, Jano 13 nur fürs Jochberg, 14 für Kennedy, 15 Lunk, Leok auf 16, Picard, Zaremba, Sarriere und Van Mechelen schließen hier die Top 20 ab. Das wären die Jungs mit Punkten zum jetzigen Stand. So, Vítězslav Marek jetzt mit der schnelleren Bergabpassage Richtung Mats Fretzel. Jetzt innen vorbei, Vítězslav Marek zieht vorbei. Geiles Überholmanöver. Neue Führung für den Tschechen, Vítězslav Marek. Im 1 gegen 1, Vollgas durchgezogen, ganz sauber, ganz fair der Tscheche, der uns jetzt hier entgegenfliegt und sich weit rausstreckt. Der Mann im orangefarbenen Dress und er wird gejagt von einem Redplate-Mann, von keinem geringeren als dem konstantesten Fahrer in dieser Saison namens Mats Fretzel.
Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden und diese Bergabpassage hat er schon zweimal bewiesen, dass er da definitiv schneller ist, Marek, als Fretzel. Genau so sieht's aus und das wird eine heiße Sache. Marek scheint jetzt hier wirklich der schnellste aktuell auf der Bahn zu sein für das German KTM Racing Team. Wenn es dabei bleibt, wäre es sein zweiter Saisonerfolg in diesem Jahr. Und noch hat er aber 12 Minuten auf der Uhr. Es ist noch einiges zu tun für unsere Junioren. Plus zwei Runden. Die wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Die Nachspielzeit, die dann noch spendiert wird. Ja, Mats Fretze übrigens ein Rennen gewonnen. Ein zweiter Platz, ein dritter Platz, ein vierter Platz. Nee, zwei vierte Plätze und ein sechster Platz. Genau das ist so das Ergebnis für ihn momentan in den vergangenen Rennen. Und Vítězslav Marek hat da eines gewonnen, zwei dritte Plätze und den restlichen Zirkus kennen wir hier. Lauter Top-10-Ergebnisse. Also die sind auch auf 9 Punkte beisammen im Gesamtklassement. Und das ist es, was es hier definitiv nochmals so unglaublich spannend macht. Denn jeder einzelne Punkt hier in Geildorf zählt. Ja, ich möchte auch noch mal auf den aktuell 15. zu sprechen kommen. Das ist die 744, das ist Sebastian Leok. Der Mann aus Spanien für das MX-Handel-Husqvarna-Team unterwegs. Er fährt jetzt hier auch wirklich von relativ weit hinten nach vorne. Ganz, ganz stark zu beobachten in den letzten Runden. Ein 7er, 57er Rundenzeiten am Fließband, die er uns spendiert. Und damit jetzt auf dem Weg in die Punkteränge, Luki. Ja, und die sind auch da so unglaublich wichtig. Und wer da jetzt gerade am Weg vorbei am Sprecherturm ist, ist eben Marek und Fretze. Aber Marek, und da schauen wir jetzt, hatte vorhin 0,5 Sekunden Vorsprung auf Fretze. Jetzt sind es 1,4 Sekunden. Hat hier eine Sekunde rausgefahren in der letzten Runde. Ja, wobei ich sagen muss, jetzt hier im letzten Teil der Bahn war Fretze wieder mit ein bisschen mehr Airtime unterwegs als der Tscheche. Es ist alles noch offen. Es ist nichts entschieden bei noch ausstehenden 10 Minuten. Es ist jetzt gerade mal Halbzeit in diesem Rennen angekommen, Freunde. Ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Ja. Wir schauen uns das an. 10 Minuten plus 2 Runden haben wir noch. Und hier sieht man auch mal diese schwierigen Kurvenkombinationen, die es zu fahren gilt. Diese Kurven, die nie enden wollen. Ja, das ist es eben hier in Geildorf. Ganz, ganz langgezogene Kurven, gerade auch die ganz langgezogene 180er-Kehre bergab, bevor es dann Richtung Sprecherturm geht. Das sieht aus, als wären es zwei Kurven, ist aber in Wirklichkeit eine. Und das ist ganz schwer zu fahren. Und wer es ganz perfekt fährt momentan, ist eben der führende Vítězslav Marek. Und wenn du mich fragst, hat er da bis dato sein Rennen bis jetzt gewonnen. Genau in dieser Passage. Ja, das kommt schon hin, Lukas. Und wir gucken jetzt mal drauf auf unsere Spitzenjungs ganz, ganz vorne, die wir natürlich auch weiter beobachten, während uns hier aber ja erst einmal Julius Mikula angeboten wird, die 451, während es hier einen Abflug gab an der Strecke im oberen Teil der Bahn. Da müssen wir gleich mal gucken, wen das da getroffen hat. Aber Julius Mikula wollen wir ganz kurz stehen bleiben. Es ist Platz 5. Ein wirklich starkes Resultat bis hierher. Er ist noch überhaupt nicht aufgetaucht in den Fahrerlisten bisher und hat sich für Geildorf gedacht. Nicht ohne mich, Freunde. Ja, ist auch letztes Jahr mit von der Partie gewesen. Julius Mikula, die 451. Und ist da auch relativ konstant und in Top 10 gefahren. Bei jedem Rennen mehr oder weniger. Und deswegen wundert es mich gar nicht hier, dass er, wenn er am Start ist, auch hier momentan auf Platz 5 rangiert. Zeigt das, was er kann und das relativ eindrucksvoll und sehr konstant, wenn er dann dabei ist. Also Marek vor Fretze, vor Maxi Werner, Mikula jetzt auf die 5 vorgefahren und Osolins in die Schranke gewiesen, nur noch auf der 5. Ja, der hat jetzt hier ein paar Probleme in der letzten Runde, nur eine 1,56,6 für Martino Zolins, für den Mann mit der 714. Und da muss er jetzt ein bisschen mehr Gas geben, der Mann auf der Yamaha. Ja, und Rispoli ist auf der 6. Lionel Reichl jetzt wieder einen Punkt bzw. einen Platz gut gemacht, ist hier vorbei an Cian Dunsen auf die 7. Cian Dunsen somit auf die 8 zurück. Hinderson 9 und Cockins auf der 10 nach wie vor. Tja, Mikula jetzt gerade mit 1,52,6 nicht nur schneller als Ozolens, sondern auch schneller als der aktuelle Spitzenreiter in diesem Feld. Und da muss man dann schon ein Ausrufezeichen hintermachen, hinter der Leistung von Julius Mikula mit dieser 1,52,6 in Race Lab Nr. 6. Wirklich hervorragend unterwegs. Und damit muss sich vielleicht auch noch gegen Rennende ein Maxi Werner ein paar Gedanken machen um Platz Nr. 3, den er aktuell innehat, der deutsche Fendtec-Pilot mit der 4,94. Gucken wir mal,
was da geht, denn sein Vorsprung auf Mikula beträgt nur 4 Sekunden aktuell, nachdem wir hier 12,5 Minuten bisher absolviert haben für das Feld der ADAC MX Junior Cup Piloten im Rahmen dieser 125er Klasse. So, jetzt gucken wir noch einmal nach ganz vorne mit euch auf das, was unser Tscheche Vítězslav Marek macht. Jetzt schon wieder in der Anfahrt hier auf den längsten Table auf der Strecke, auf unsere Triple Passage. Kein Unterschied aktuell auszumachen im Vergleich im 1 gegen 1 zu dem Mats Fretzö. Und wir gucken mal auf den Rundenzeitenvergleich. Marek bietet uns in Rennrunde 7 eine 1,53,6 und eine 1,53,2 für Fretzö. Er macht also 0,4 Sekunden im letzten Umlauf gut auf den Tschechen, auf die 479 Euren Spitzenreiter hier in diesem ersten Heat. Ja, hier kommt in Sektor 1 auch nochmal wunderbar zum Tragen, dass man hier wirklich viel, viel Mut braucht und aufwenden muss, um sich da diese Bergauf- und Bergab-Passagen zu gönnen, mit reichlich Schwung da reinzugehen. Und da sieht man dann schon Unterschiede. Die beiden Jungs da vorne machen es quasi identisch, aber soweit wie die Jungs da springen, das ist schon Wahnsinn, was da geboten wird an der Spitze des Feldes. Jetzt wieder auf dem Weg hoch zum höchsten Punkt der Strecke. Marek immer noch gejagt. Fretzö in Lauerstellung, wartet quasi nur auf einen Fehler von Vítězslav Marek. So, eben angesprochen, schon umgesetzt. Julius Mikula, was ist da denn jetzt los? 49er Sektor und damit der absolut schnellste erste Sektor, den es bis jetzt gab, Luki. Jetzt bist du. 0,7 Sekunden schneller als Marek, Fretzö, Werner und Co. Unglaublich, und das nur im ersten Sektor. Wenn er das jetzt noch weiterfahren kann, dieses Tempo, hier Julius Mikula mit der 4,51, dann kann er hier wichtige Meter sich nach vorne schrauben Richtung Maxi Werner, Richtung Platz 4. Fünf Minuten noch auf der Uhr, Freunde. Letztes Viertel des Rennens ist angebrochen. Die Frage ist, was passiert hier noch? Ah, Maxi Werner müssen wir natürlich noch ein bisschen beobachten. Den Mann mit der 494 auf der Fendig. 1,55 nur im letzten Umlauf. Mikula 1,52, Freunde. Das wird jetzt ganz, ganz eng. Boah, krasser Fight jetzt hier von Maxi Werner und Julius Mikula, die jetzt vorbei sind an der Startgeraden. Jetzt geht's links Richtung Red Bull Jump. Aufwärts Maxi Werner, noch mit dem Quäntchen Glück vorhin unterwegs gewesen, hat jetzt eben Mikula ganz, ganz eng am Hinterrad von ihm und muss jetzt da seinen aktuellen dritten Platz mit Biegen und Brechen verteidigen gegen den pfeilschnellen Mikula, der eben vorhin eine unglaubliche Sektorzeit gefahren hat. Und es ist augenscheinlich so, dass Mikula schneller ist als Maxi Werner. Das muss jetzt einfach gesagt sein. Und nicht nur seit dieser Runde, Lukas, sondern schon seit einigen anderen Runden. Und wir sind gespannt, ob er es auch bis zum Ende hier noch schaffen wird, auf P3 zu kommen. Ich glaube, es wird nicht mehr ganz so lange dauern. Nee, das kann nicht mehr lange dauern. Der zieht hier ganz ein anderes Tempo hier, Julius Mikula, als der deutsche Maxi Werner. Der kommt hier besser zurecht mit den Bedingungen hier auf dem Hardpack in Geildorf. Also ich bin gespannt, wie lange er hier die Türe noch zuhalten kann, Maxi Werner gegen Julius Mikula. Ja, der Keil ist schon drin in der Tür. Der Keil ist schon drin und wir sind gespannt, ob er jetzt durchzieht. In diesem Moment keine Chance gehabt, für Mikula vorbeizukommen, nachdem da die überrundeten Fahrer ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Auch jetzt wird es schwer, wenn dieser langgezogenen Rechtskurve, aber jetzt vielleicht in der Otema-Passage. Und da hat es schon funktioniert. Ja, jetzt ist es passiert. Es hat nur eine Sektion gedauert und schon ist er auf Podiumskurs. Julius Mikula, ein Traumrennen hier für den Mann mit der 451. In den letzten 3 Minuten holte er sich hier erst einmal virtuell einen Platz auf dem Podium. Ja, ist krass, oder? Bis jetzt noch nicht am Start gewesen, jetzt schaltet er sich gleich hier Hammer ein in Geildorf und das tut doppelt weh dem Maxi Werner, der eigentlich ihn gar nicht am Zettel hatte und jetzt so wichtige Punkte im Championat verliert. Genau so schaut es aus und jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion von Maxi Werner. Was macht er? Versucht er das Tempo von Mikula noch einmal mitzugehen? Oder muss er jetzt eher noch aufpassen, dass er nicht ganz da noch den
Ja, Rhythmus verliert. Ich will es nicht verschreien, aber du hast einfach ganz klar gesehen die letzten Runden, dass Mikula hier definitiv schneller war als Werner. Er hat nur sehr, sehr gut verteidigt hier. Jetzt muss er schauen, dass er dranbleiben kann überhaupt. Und das ist das Wichtigste momentan. Ja, vor allen Dingen müssen wir auch noch mal nach ganz, ganz vorne schauen. Denn da ist auch Vítězslav Marek noch einmal runter im Zugzwang. Denn Fretzö ist wieder auf eine halbe Sekunde rangekommen. Der letzte Umlauf von Fretzö war mit 1,557 deutlich besser als der von Marek. Er macht eine ganze Sekunde gut. Und das ist einiges, Freunde, auf den aktuellen Spitzenreiter, auf den Tschechen Vítězslav Marek. Der jetzt aber wieder ein bisschen angezogen hat in Sektor 1 mit einer 49er Zeit. Das ist ordentlich. Damit kann er sich wieder ein bisschen lösen von Fretzö. Aber es ist noch kein beruhigender Vorsprung. Es wird entschieden wahrscheinlich bis in die letzte Runde hier hinein. Und jetzt ist Marek schon wieder neben Fretzö. Oder Fretzö neben Marek, wie man auch es sehen will. Jetzt rein. Runter Richtung Bridgestone Passage und da sind wir jetzt gespannt, ob hier Vítězslav Marek den Druck standhalten kann. Jetzt zusammen in der Luft vorbei und jetzt ist Fretzö vorbei an Vítězslav Marek, neuer Führender. Ist ja der absolute Oberhammer, Fretzö, er schießt vorbei an Vítězslav Marek und holt sich den Platz an der Sonne wieder zurück. Jetzt die überrundeten Fahrer, die da jetzt dazwischen klemmen und ein bisschen noch mehr Brisanz bringen in dieses Duell um den Sieg in diesem Lauf. Wir haben noch eine Minute auf der Uhr. 60 Sekunden sind noch zu fahren. Oh, da hat man die Rechnung ohne Mats Fretzö gemacht. Der Red Plate-Pilot, er versucht jetzt alles, um das Thema hier nach Hause zu bringen und sich 25 Punkte zu sichern. Und hat sich da schon einen gehörigen Vorsprung jetzt nach dieser Überholaktion sichern können. Ein Husarenritt des Mannes aus dem dänischen Odensee. Herr Mann für das Sturm SDC Racing Team. Ja, es ist krass, nämlich Mats Fretzö und Vítězslav Marek haben beide bis dato nur einen Laufsieg eingefahren in den vergangenen Rennen. Das heißt, das wäre jetzt sowohl für Fretzö als auch für Marek jeweils der zweite. Und beide sind unter den Top 3 eben in der Gesamtklassementwertung. Also das ist ganz, ganz krasses Fighting hier, das wir zu sehen bekommen. Und das hat auch einen Grund, weil die wissen ganz genau, dass es heute und morgen hier definitiv um jeden Punkt geht. Genau so sieht's aus und jetzt ist die offizielle Fahrzeit abgelaufen, Freunde. Wenn die Kollegen das nächste Mal hier durch Start und Ziel kommen, spendieren die Girls die letzten beiden Runden. Wir sind ganz gespannt, was jetzt hier passiert. Kommt es nochmal zu einem Comeback des Vítězslav Mareks? Mach mal ein Fragezeichen dran, ein großes Fragezeichen dran. Denn Fretzö hat sich hier wirklich in einen Rausch gefahren. Jetzt kommt er bei uns wieder in den letzten Teil der Bahn hinein und bekommt die Tafel, die so lang ersehnte Tafel mit der 2 unterbreitet. Und das Krasse ist, 0,7 Sekunden war der Rückstand von Fretzö Marek in der letzten Runde. Jetzt sind es 2,1 Sekunden. Also der hat da anderthalb Sekunden rausgefahren, Fretzö. Vielleicht auch der Renndistanz zu schulden. Ja, ein sehr, sehr guter Einwand, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss. In der Bewertung dieser Aktion und jetzt kommen die entscheidenden zwei Runden. Zweimal 1810 Meter für alle, die es ganz genau nehmen wollen. Und wir sind gespannt, was jetzt hier vorne an der Spitze passiert. Rundenzeitenvergleich. Fretzö 1,53,9 im letzten Umlauf. 1,55,3 nur für den Tschechen Vítězslav Marek. Mikula bleibt dahinter auf der 3 vor dem Deutschen Maxi Werner. Und dann haben wir auf 5 Ozolin, 6 für Reichel, 7 Rispoli, 8 für Nikolaj Skjöfberg. Der Däne hat sich zurückgekämpft in dieses Rennen und es ist wunderbar zu sehen, dass er nicht nur im dänischen Randers im geliebten Sand zurechtkommt, sondern auch, dass er hier im Hartboden seine ganze Klasse ausspielen kann. Und das ist das, was ihm so ein bisschen gefehlt hat noch in den letzten Jahren, um sich da auch ganz vorne zu zeigen im Rahmen des ADAC MX Junior Cups. Und mich freut es zu sehen, dass dieser junge Nachwuchsmann da jetzt so eingreift in dieses Feld. Ja, hinter Skjöfberg Hindersen auf 9 und die 10 für Aaron Kovac, Kennedy auf 11, 12 für Jung, 13 für Kukins, vor Leok und Picard. Das noch einmal die Topgruppe der besten 15 für euch erwähnt und unsere Bilder bleiben hier auf unserem Spitzenreiter. Mats Fretzö, nochmal die Triple-Passage zum vorletzten Mal in diesem Rennen absolviert.
Und dann darf man jetzt noch einmal anfeuern in der Boxengasse für das Sturm STC Racing Team. Noch einmal alles aus sich herausholen. Auch am Streckenrand seid ihr natürlich gefragt. Die Fahrer bekommen das natürlich mit, wenn ihr ihnen zujubelt, wenn ihr da ein bisschen Stimmung macht. Und Fretzo ist hier so selbstbewusst unterwegs, auch in dieser ersten Passage nach Start und Ziel in diesem ersten Sektor, dass man sagen muss, der hat nur noch Spaß und weiß jetzt natürlich auch um seinen Gap von 3,9 Sekunden, was er sich jetzt hier in den letzten Runden wirklich hart erarbeitet hat gegen Vítězslav Marek. Der scheint mir ein bisschen aufgegeben zu haben im Kampf um den Spitzenplatz Nummer 1. Aber auch für Julius Mikola wird das sicherlich nicht mehr reichen, um da vielleicht noch in andere Sphären einzutauchen. Denn 1,56 ist momentan auch nicht das, was genug ist, um Marek da vielleicht nochmal gegen Ende dieses Rennens zuschlagen. Also die allerletzte Chance jetzt hier in dieser letzten Runde nochmal ein paar Plätze gut zu machen. Hub-Sektion muss jetzt noch einmal absolviert werden, gleich für den Fretzel. Das ist noch einmal eine Schlüsselpassage, die er jetzt hier gleich nehmen muss, um hier nochmal sauber durchzukommen. Und dann hat er es schon fast vollbracht. Es geht nochmal in die Ortema-Kurve hier hinein, wo ihr ihm nochmal ein bisschen zujubeln könnt. Max Fretze, es ist wieder Werbung für sich und sein Team, was er uns hier anbietet. Und dann nochmal die Anfahrt auf den langen Triple genommen. Kein Problem für unseren Red Plate-Mann, der hier fulminant dieses erste Hauptrennen der ADAC MX Junior Cup Klasse 125 für sich entscheidet. Congrats in das dänische Lager zu Mats Fretzo zu diesem Erfolg. Und auch Congrats natürlich an Vítězslav Marek, der ein bisschen enttäuscht sein wird. Der hat so lange geführt hier in diesem Rennen, aber es hat am Ende nicht ganz gereicht für ihn. Mit 6,2 Sekunden beendet er diesen Lauf also auf P2 und Julius Mikola, ein schneller Mann, der, wenn er einen noch besseren Start gehabt hätte, ja, ich weiß, hätte, wäre, wenn, hier vielleicht noch mehr eingreifen können in diesen Spitzenkampf da vorne zwischen Fretzel und Marek. Der deutsche Maxi Werner holt sich am Ende Platz 4, die 494. Darüber darf man sich natürlich auch sehr, sehr freuen. Der Deutsche aus Jena, der hier angereist ist für das Fantic Factory Team Medi. Und dann die 714, die hier auf Platz 5 finisht. Das ist Markus Ozolins, der Mann aus Latvia, auf der Yamaha sitzend. Reichel auf der 6, die 7 für Rispoli, die 8 geht ans Göfberg, Hindersen auf 9. Und Aaron Kovac beendet das ganze Thema auf Platz 10. Und dafür spendieren wir doch mal gerne 11 Punkte für das Championat, für die Gesamtwertung in dieser Klasse. Jung dann 11, 12 für Kennedy und 13 für Kokens. Aber ihr habt das auch nochmal zum Nachlesen in Bund auf Geildorf sozusagen. Die Übersicht, das Tableau der ersten 20. Fretzo gewinnt also von Marek Mikola, Werner, Ozolins und Reichel die ersten 6. Dahinter Rispoli auf 7, 8 fürs Göfberg, 9 Hindersen von Aaron Kovac, dem Deutschen auf der 10. Ebenfalls aus Deutschland auf 11, Linus Jung, Mick Kennedy 12, 13 Kokens, 14 Sebastian Leok, Romeo Picard auf 15 vor Dufan Mechgelen, Rickard Part, Colin Sarré und David Zaremba vor Vítězslav Toschew, der sich hier den letzten Punkt in diesem Rennen 1 sichert. So, hier gibt es dann nochmal die Plätze 21 bis 40 für euch mit Sebastian Lorenzen auf 21 vor Tarasini Alessandro, Rohan Tolzma auf 23 vor Jürgen Lehner, Denzau und Leikans, dahinter Kettlich, Dewele, Randstape auf der 29 vor Spieler. Das ist also unsere Top 30. Van de Poel dahinter, Ohm, Willmann, Melitza, Kettner, Kaspari, Dönsen. Leider raus aus diesem Rennen, musste also aufgeben, genauso wie Janot, Frank und Franzen. So, hier gibt es nochmal die Highlights für euch in der Wiederholung. Was ein fulminanter Start. Ganz, ganz cool zu beobachten, diese Two-Smoker. Immer ein absolutes Highlight, diese Startphase. Und das macht doch mal Lust, auf jeden Fall mal auch auf den Sonntag in dieser Klasse. Und hier auch nochmal dieses Manöver von Mats Fretzel, dieser Holeshot, den er sich hier
gegönnt hat in diesem ersten Hauptrennen. Als erstes diese rote Linie dort unten gekreuzt und damit ein neuer Red Bull-Punkt, den man natürlich gerne zur Kenntnis nimmt für den 515er. Ja, und damit baut er natürlich auch ganz cool seinen Vorsprung im Championat aus nach diesem Rennen. Das dürfen wir schon vorwegnehmen. Und hier auch nochmal dieser tolle Zweikampf zwischen Marek und Fretze. Wirklich sehr, sehr imposant zu sehen. Ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel der beiden Fahrer aus Tschechien und Dänemark, was wir hier sehen konnten und erleben konnten natürlich hier an der Strecke, als auch ihr zu Hause am Bildschirm. Ja, hier auch nochmal der deutsche Maxi Werner im Kampf mit Julius Mikula. Ein toller Fight um den letzten Platz auf dem Podium. Am Ende musste sich der Deutsche also geschlagen geben auf der Fendig. Aber er hat natürlich morgen noch einmal eine neue Chance. Und dann sind wir gespannt, was dort passiert. Aber ein elektrisierendes Duell zwischen Tschechien und den Niederlanden, was wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden. Tja, das war also ein cooles erstes Rennen und jetzt gebe ich runter zu Luki und dem Laufsieger. Ja, vielen Dank, Jan. Vielen, vielen Dank dafür. So, und ich darf mich auch bedanken bei Mats Fretzel, der hier ein unglaubliches Rennen gefahren hat. It was an unbelievable race of you. We thought Witislav Marek will get the victory at the end of the race, but then I think about three laps before the end of the race, you took the first place, so I think you're happy about it. Der hat drei Runden vor Schluss ungefähr noch den ersten Platz genommen und ich glaube, da ist er sehr glücklich darüber. Yeah. I'm very happy. I got the whole shot and yeah, I was leading for a couple of laps. Was taking some long lines, I think. Marek passed me and I was riding behind me looking some lines and okay, I can be faster there and faster there. And I was waiting a bit to the end and then attack and go 100%. And yeah, it went good. My plan worked, so I'm super happy. Ja, nach seinem Holzschuh, den er gezogen hat, hat er ein paar Runden geführt. Dann hat er aber die falschen Linien erwischt, hat er gesagt. Und Marek hat ihn dann gepasst, also überholt. Und dann hat er den richtigen Moment abgewartet. Und er hat vorhin schon gesagt, wenn er den richtigen Moment erwischt, dann gibt er nur 100%. So, I think the laps where you were behind Vitislav Marek, it was a tactical game of you to get the right position or the right point to go overhead. Yeah, I mean, of course, I would have liked to lead the entire race, so it was not intentional to let him by. So he passed me and found some better lines. And yeah, like I said, I attacked and it all worked. So it's, I'm super happy. Do you think that the duration of the race gave you the victory? Maybe you have some more power than Vitislav Marek? Ich habe ihn gefragt, ob er eventuell meint, dass es vielleicht auch die Dauer, die Distanz des Rennens war, weil er vielleicht doch in den Unterarmen ein bisschen mehr Power hat als Vitislav Marek. Das ist nur eine Frage. Yeah, I mean, we've been working hard this off-season and this season also. So yeah, my fitness is at its best right now. So yeah, and I want to thank my coach Henning and Team Denmark, Emil Larsen, for yeah believing in me, putting work in me and ja, yeah, it pays off. Er hat gesagt, dass er auch vor der Saison schon richtig gut gearbeitet hat und auch jetzt während der Saison. Das heißt, er ist momentan in seiner wohl bis dato besten Verfassung, körperlich und auch mental, die er bis dato hatte. So, it was, or it is actually a very hard fight in between you, Vitislav Marek, Maxi Werner, Jan Doonsen. The first four racer are in about 9 points before that heat. So I think the more important points now, it never give. Yeah, yeah, we're really close. We've been fighting together all season and yeah, I think we're like 10 or 20 points together and yeah, I'm happy to take the points, dude. I'm not focusing on it that much. I'm just riding like me and focus on my riding and yeah. And I also want to thank Sturm, as they say, for yeah, the help. Thank you. Gibt's noch einen fetten Applaus hier für Mats Fretzel, meine Damen und Herren? Er hat es nämlich wirklich verdient. So, thank you for the interview. Very, very good luck for the next heat tomorrow. And it was a very tough race. So, und jetzt gebe ich nochmals ab. Es gibt einen kurzen 30-sekündigen Tänzfeld-Clip und dann übernimmt Jan Otich wieder. Bitteschön.
Wir sind zurück mit einem absoluten Highlight-Gast bei uns in der Red Bull Lounge. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Pauls Jonas, der Mann aus dem MXGP. Ihr kennt ihn alle normalerweise mit der 41 unterwegs. Der 26-jährige Mann vom Standing Construction Honda MX Racing Team. Und an diesem Wochenende ist er hier mit einem Gastspiel im Rahmen der ADAC MX Masters dabei, nachdem er sich verletzt hatte. Und darüber freuen wir uns natürlich riesig. So, first of all, we are so happy to have you here at the ADAC MX Masters Series in this year. And we say, welcome in our Red Bull Lounge, Pauls Jonas. Yes, thank you guys. It's really nice to be back in ADAC after a few years. So, first of all, Pauls, let's talk about your preparation of the season. How did you prepare for the races and the World Championship? Did you did everything according to plan? Yeah, you know, first of all, last year, end of the season together, like team and we changed the bike brand. So the off season was quite challenging, you know, with the new bike brand, we had to develop the bike again from the, let's say, more or less zero. So it took some time. And, you know, the season didn't start so well for me. Okay, the first race in Argentina went quite okay. But after I had some small issues and some injuries. So now, again, I'm also just coming back. His first race back after my thumb injury. So, yeah, I'm looking forward to have a good race just to get back in the rhythm, back in the feelings before I return to the GPs. So you got, off to a good start in the MXGP at the season opener in Argentina with a 6-4 result. How satisfied were you with it? And what was your personal goal at this time of the season, for the rest of the season? Yeah, actually, you know, in Argentina went quite well. Like that was, I wouldn't say that I put myself some goals for the first race. I just wanted to see where I'm at and had a good feeling with the track. I always have done good there. So 6-4 was a good way to start the season. And now, you know, like I said, after it didn't go according to the plan and not so good as we hoped. Yes. At the third race in Frauenfeld, Switzerland, you had so much bad luck on both days. I hear from qualifying with a big crash with Flanderen and the other guys in the first heat, technical problems in the second heat, a big crash. So tell us what exactly happened there. Yeah, Frauenfeld for sure didn't go as well as we hoped. Like on first moto, I got together on the first lap with a few other riders and, you know, that bent the front brake disc, so I couldn't finish the moto. And second race, yeah, it was my fault. Lost a little bit the feeling in a way, lost the foot and just went flying in air. And yeah, had quite a deep cut on my body. Now we look ahead. When did you decide to start here in Geilhof? And what do you think about the races and the track here? Yeah, you know, like, first of all, I started riding again after injury like 2-3 weeks ago. So just, you know, practicing is one thing and racing is a different thing. Even if it's ADAC or MXGPs, you know, you just get a gate drop and together with the 40 riders on the gate. And, you know, I always enjoy coming to the ADAC races because it's well-organized, well-prepared tracks and good rivals, good riders. So, yeah, I decided, I think, 1 week ago maximum. So, I made the entry and I'm happy that I made the decision because the track is really nice. You know, the weather is also keeping up good so far and I hope tomorrow is going to be also the same. So, let's look at the qualifying today. How satisfied were you with it and what is your personal goal for the races? We have one race today and tomorrow we have two races more. With the qualifying, I was satisfied. I just tried to get a good feeling. You know, the track wasn't the easiest with some deep ruts. Somewhere was really good traction, somewhere not so much. So, I just tried to get a good feeling, put a good time in, and after just, like I said, tried to do some laps. And overall, the goal for the weekend is get the gate drops, get a good feeling with racing, and, you know, don't do stupid things. You have a special connection with the ADAC MX Masters because in the year 2011, I think, you won the ADAC MX Junior Cup 85 cubic centimeter class. So I think, do you remember on this time? Yeah, for sure. Those were, I would say, one of the best years, you know, like I think in that year. It was an important time for you. Yeah, for sure. You know, like as a junior cup, as a junior with 85s when you come up, like this was really big races for me and it was really important for me to win. And you know, in 11 I won the junior cup, and then in 12 I did some races in a youngster cup, so the 125. And but you know what's funny, like I said to the guys, like I did the ADAC series for 2 years I think, but I never been to Geldorf, so it's quite nice to be back here. So what is very interesting for me to know, what do you think, who is your biggest opponent this weekend and why? Yeah, you know, like Jeffrey. Yeah, for sure, Jeffrey. But I would say I will be my
biggest rival for myself, you know, because like I said, I want to do just consistent races and don't do stupid things. So I want to stay in my frame, don't do crazy things, and just enjoy racing. Okay, thank you very much. When we see you back in the MXGP, that's very important for our visitors, for our spectators to know. Yeah, I will be back next week in Sweden. So okay, cool. So this will be a good preparation race before start going back to the GPs. Then I say thank you. It was nice to see you here in our Red Bull Lounge. And yes, we are very looking forward to see you later in the first race. Good luck. And we don't see some injuries or something else. Thank you very much, Paul Jonas. Yes, thank you. So, und damit geht's ab, direkt in die Besichtigungsrunde. Erstes Hauptrennen, ADAC MX Youngster Cup steht an. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß. Er hier hat noch ein bisschen Pause, aber für ihn geht's nachher auch noch mal los. Danke dir, Jan. Und somit bin ich wieder an der Reihe. So, erster Lauf. Die ersten 25 Punkte, wenn man denn am Ende des Rennens ganz oben steht, werden jetzt im Zuge der 250er-Klasse bzw. der Youngster Cup Piloten vergeben. Allen voran Karsemakers Kai, der niederländische Husqvarna-Pilot. Hinter ihm Manik Appelt, der deutsche Gasgas-Pilot vom Becker Racing Team. Dann ist es schon das KTM Saarholz Racing Team, das in Person von Peter König mit der 470, dem deutschen Piloten, mit von der Partie ist auf der 3. Und Oriol Oliver, der spanische KTM-Pilot vom WZ Racing Team, zusammen mit Cato Nickel hier auf die 4 bzw. mit Cato Nickel auf die 5 gefahren nach dem Qualifying heute Vormittag, die ja dann am Ende des Tages die ersten 38 entschieden haben und dann die nächsten zwei und die letzten zwei besser gesagt dann beim Last Chance Race nochmals hier die Klinke sich gegenseitig in die Hand gedrückt haben. Jens Valfour, der niederländische KTM-Pilot vom KTM SB Racing Team mit Edward Spitzans mit der 57 auf seiner Husqvarna vom 67 Racing Team. Das sind dann eben die ersten sieben, die hier durch die Besichtigungsrunde gegangen sind und sich jetzt aber auch schon auf den Weg Richtung Vorstart machen. Perfektes Wetter, was will man eigentlich mehr? Wir hier in der Kommentatorenkabine sehen lauter Happy Faces da draußen bei euch am Streckenrand. Die Sonne kommt raus. Was für ein geiles Rennwetter heute Nachmittag hier. Das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Wir dachten, es wird etwas kühl, eventuell kommt noch der Regen. Was soll das heißen, Lukas? Gar nichts ist passiert. Naja, ich bin einfach nur froh darüber, dass es jetzt wirklich das perfekte Rennwetter gegeben hat hier in Geildorf und somit auch perfekte Bedingungen auf der Strecke, Jan. Ja, wir freuen uns riesig auf diesen ersten Aufschlag der Youngster Cup. Klasse, Freunde. Es geht gleich zur Sache. 20 plus 2 sind auf der Uhr. Fünfter Tourstopp der ADAC MX Masters auf der Wacht in Geildorf. Erster Lauf der MX Youngster Cup Piloten. 20 Minuten plus zwei Runden sind zu fahren. Und das bei perfekten Bedingungen hier, nicht nur vom Wetter her gesehen, sondern eben auch vom Track, vom Hardpack-Track hier in Geildorf. Besser geht's nicht mehr. Und darauf freuen wir uns jetzt zusammen mit Jan Uttig hier auf den ersten Lauf der Youngster Cup Piloten. Allen voran Karsemakers Kai aus den Niederlanden mit seiner Husqvarna. Dann ist es Manik Appelt, der deutsche Pilot auf der Gasgas. Peter König, Oriol Oliver, Cato Nickel, Jens Valfour, Edward Spitzans, Mairis Pumpurs, Jan Krug und Max Thunecke. Das die ersten 10. Ja, oder mit anderen Worten, die WZ-Mannschaft gegen diesen neuer starken Karsemakers Kai, der hier wirklich wie aus Phoenix aus der Asche aufgegangen war heute Morgen in der Qualifikation. Alle schauen jetzt auf ihn nach der schnellsten
Zeit im Training und auch ein Mannik Appelt möchte ich noch einmal hervorheben. Die 440, der Bäcker-Pilot mit einer Husarenrunde heute Morgen gezeigt, dass der Deutsche hier doch auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Ich bin gespannt, was der Mann aus Woltersdorf uns hier gleich anbietet. Ist ja in der Deutschen Meisterschaft der MX2 auch auf Platz 2 geführt hinter Peter König. Und damit haben wir wirklich tolle deutsche Nachwuchsfahrer im Youngster Cup-Bereich dabei. Und das macht doch jetzt Lust und Laune auf diesen ersten Durchgang in dieser Klasse. Ja, und die 6,96, Mike Querder, der Schweizer, nur auf der 22 nach seinem Qualifying, nach seiner Qualifikation, der eigentlich im Gesamtklassement, nicht nur eigentlich, sondern definitiv auf der 3 platziert ist momentan, nach insgesamt 4 Events, die hier die Youngster Cup-Piloten schon hinter sich gebracht haben. Und jetzt schön im Bild Oriol Oliver neben Valfour und neben der 1,31 Kato Nickel vom WZ Racing Team. Also die zwei Brüder quasi vom WZ Racing Team haben sich hier nebeneinander eingereiht. Ja, wir haben so viele Fragezeichen dran. Was macht Kato Nickel nach seinem Gesundheitszustand mit diesem pfeifrischen Drüsenfieber? Das war so tückisch. Und die Frage ist, wie viel Prozent kann er schon wieder gehen? Der Mann mit der 131, der Sieger aus Drena beim Tourauftakt, ja gleich mal alle geschockt mit seinem Overall-Sieg. Und dann kam aber dieser Oriol Oliver, dieser 51, die wir hier eingeblendet sehen. Der Mann mit dem rot unterlegten Nummernplate, der Mann aus der Nähe von Santa Catarina aus Spanien in Katalonien. Da fühlt er sich zu Hause. Und wir sind gespannt, was er uns gleich anbieten kann. Im Training, wie gesagt, nicht die absolute Nummer 1. Es ist hier nur erst einmal Startgate Nummer 4 für den Spanier, aber auch jetzt kann Lukas alles anders kommen. Das kann es definitiv und das haben wir auch heute schon einmal miterlebt, dass es doch noch etwas anders gekommen ist, als man es sich kurz vor Rennende dann eigentlich so ein bisschen ausgemalt hatte. Und so ist jetzt eines klar, die Karten sind neu gemischt, alle Uhren stehen auf 0, 20 Minuten plus 2 Runden haben wir hier zu fahren und die letzten Piloten machen sich auf den Weg vorbei am Carsten Schneider Richtung Grid. Ja, wir warten auf die grüne Flagge, denn das ist dann das Zeichen dafür, dass wir abgeben an unsere Girls, die dort auch schon bereitstehen. Hier sehen wir aber erst einmal wunderbar eingeblendet diese Reihe der Hinterräder von unseren Piloten und eine tolle Kulisse, Lukas. Absolut, nicht nur am Startbalken, sondern auch an der Strecke. Meine Damen und Herren, 15 Sekunden noch. So, Freunde des gepflegten Nachmittages, es ist die Startrakete, wenn ich das richtig gesehen habe, die 440, Mannik Appelt. So schaut's aus, der deutsche Pilot vom Becker Racing Team mit seiner Gasgas. Was für ein geiler Start hier von ihm, tankt sich hier gleich ein paar Meter weg. Ich hab's eben noch gesagt, Mannik Appelt, die Startrakete, in violett gefärbt sein Jersey. Und er geht hier erst einmal als Spitzenmann rein, aber da hat's auch ein bisschen gekracht in der Startkurve. Zwei, drei Fahrer. Josep Pern ist da unter anderem mit dabei. Die 612. Und William Fox in Kliemann, wenn ich es richtig gesehen habe. So ist es, richtig. Ganz genau so schaut es aus. Sie haben sich hier ineinander verhakt. Kann passieren. Nützt nichts. Wir werfen einen Blick nach ganz vorne und da ist es. Startrakete. Genauso. Mannik Appelt, der führt jetzt das Thema hier erst einmal an. Am höchsten Punkt der Strecke und dann sind wir mal gespannt, wer sein wird. Kasemal Kaskai, das ist es, der genau. Mann, der hier nach dem Qualifying alle in den Schatten gestellt hat hier und der ist es jetzt auch, der auf Platz 2 ist und Mannik Appelt schon wieder ein bisschen Druck macht, der aber doch schon ein paar Meter holen konnte da vorne weg. Und dann hat er hier nämlich mit Kasemal Kaskai eine komplette Meute hinter sich. Ja, Nickel auf 4 erkenne ich auch wunderbar am neongelb-schwarzfarbenen Jersey. Ist da schon im harten Fight? Ja, jetzt geht er eventuell vorbei, die 1,31 an Peter Nickel. König. An Peter König, an den Mann mit der 470. Fliegt hier vorbei an der 470. Fragezeichen, jetzt die Spurwahl. Hier wird es erst einmal bestätigt. Red Bull Ocean Punkt geht offiziell auf das Konto von Mannik Appelt.
So, also, Appelt vor Kai, vor Nickel, vor König, vor Oliver, vor Ball, vor Tunecke auf 7, Krug 8, Greutmann 10 und Konsti Piller auf der 10. Pardon, Greutmann auf der 9 und Konsti Piller auf der 10. So, Sektor 1, unsere Augen gehen jetzt auf die ADAC-Kurve, direkt vor dem Red Bull Table. Dort wird jetzt gewippt, Freunde, da geht die Luzi ab und wir gucken mal, was Kato Nickel da jetzt fabriziert. Er streckt sich weit raus auf Platz 3 liegend und versucht zu Kai die Verfolgung aufzunehmen. Und wenn ich es richtig tippe, dann hat sich hier Mike Querder nach einem eh verpatzten Start sogar noch in eventuell einen kleinen Crash eingefädelt. Der ist nur auf 35, der aktuell Drittplatzierte vom Championat, der Schweizer Mike Querder auf der 35. Auch als da werden wir ein paar Blicke drauf schmeißen im Zuge des Rennens jetzt, um zu schauen, ob er da doch eine geile oder Aufholjagd geben kann. Ich bin mir ziemlich sicher, weil der braucht die Punkte, der Schweizer. Ja, die BZ-Mannschaft ist ein bisschen unter Druck hier nach dieser Anfangsphase, die nicht ganz so gut läuft für sie. Klar, du hast ja jetzt erstmal Nickel auf 3 und Oriol Oliver auf 5 geparkt. Das Gap mit 5 Sekunden Rückstand, es hält sich noch ein bisschen in Grenzen. Aber trotz alledem ist Manik Abelt erst einmal auf und davon. Aber Nickel macht jetzt Druck auf Kai, das sieht man hier wunderbar in den Bildern. Jetzt runter in die Bridgestone Passage und dann geht es vorbei bei unserem Sprecherturm. Und da hängt Nickel direkt zeitgleich in der Luft mit Kai. Also da bin ich gespannt. Nickel momentan richtig, richtig geile Pace. Also ich bin ein bisschen überrascht von unseren Jungs aus der deutschen Meisterschaft. Da ist es ja das Duell König gegen Appelt. Momentan sind die beiden Jungs in den Top 4 des Youngster Cup Feldes. Man muss hier ein bisschen die Augen reiben. Unglaublich, ja, so ist es. Das ist richtig gut, was sie hier zeigen. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, was der Peter König da noch imstande ist zu leisten. Er versucht gerade mit aller Macht, sich ans Hinterrad von Kato Nickel zu schieben. Ein wunderbarer zweiter Sektor von Peter König. Er war sogar schneller am zweiten Sektor als Nickel. Ja, ich bin gespannt. Jetzt geht das noch. Schauen wir mal in 10, 12 Minuten, wie es dann mit der Pace aussieht. Weil dann werden die Unterarme auch schon ein bisschen dick und ein bisschen hart. Und dann schauen wir, ob er das Tempo durchziehen kann, Peter König mit der 470. Das ist die große Frage. Ja, Jens Walford analog zum Startgrid auf der 6 aktuell geführt. Die 489 für euch, der Mann aus den Niederlanden, für das KTM SB Racing Team hier am Gashahn unterwegs. Und versucht er das Tempo mitzugehen und Max Hunicker auch ganz stark auf der 7. Übrigens, Mike Querder, den ich vorhin angesprochen habe, der hier Mitte 30 unterwegs war nach dem Start, zwischenzeitlich auf die 27 vorgefahren. Ebenso ein WZ Racing Team Pilot, momentan dritt im Championat hinter Oriol Oliver und Kato Nickel. Also, ja, müssen wir uns anschauen, wie viele Plätze er da noch gut machen kann, denn der braucht die Punkte dermaßen dringend, dass es nur noch so kracht. So, Appelt hat sich da vorne jetzt warm gefahren an der Spitze. So möchte man es mal betiteln. Gleich ist die dritte Runde absolviert hier für den Mann mit der 440 aus dem Bäckerrennstall. Manik Appelt profitiert hier immer noch von seinem starken, starken Start, den er uns hier präsentiert hat. Und was passiert jetzt zwischen König und Oriol Oliver Villa? Er macht jetzt Druck, das Red Plate. Ja, der macht Druck. Hingegen hat Kato Nickel einiges an Zeit verloren auf Kasemakers Kai. Also da hat er jetzt 1,5 Sekunden gut verloren auf den zweitplatzierten, also Kato Nickel auf den zweitplatzierten Kai. Da hat er ein bisschen Haare gelassen. Ja, das ist genau so. 14 Minuten noch auf der Uhr. Die ersten 6 sind schon rum. Appelt mit 1,8 Sekunden Gap auf Kai Nickel dahinter an Peter König und Oriol Oliver. Ja, da gab es einen harten Crash hier am Sprecherturm, wo wir heute schon mal das eine oder andere Problem gesehen haben. Wenn man ein bisschen zu kurz kommt beim Triple Step Up, dann taucht man hart ein. So auch jetzt geschehen. So, das heißt, wir müssen jetzt erst einmal gucken, bis wir dorthin kommen, wie sich das Ganze ereignet. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter nach vorne. Die Bilder bieten uns weiter den Kampf von Manik Appelt an der Spitze an gegen den Kasemakers Kai, gegen den Mann aus den Niederlanden. Die beiden Jungs, die jetzt hier gleich in Sektor 2 hineinkommen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier in der Talfahrt sich gleich ereignet. Ja, ist übrigens Fritz Greiner.
die 518, der dazu Sturz gekommen ist. So, jetzt müssen wir mal nach vorne schauen, was dort passiert. Appels Gap wird immer größer und Oriol Oliver ist jetzt hier dabei, richtig Gas zu geben. Der Mann mit der 51 hat genug gesehen, ist aber immer noch nicht vorbei an Peter König. Jetzt kommen sie hier zu dieser Unfallstelle an unserer Triple-Passage. Alles unter Gelb geschwenkt, jetzt kein Tempo forcieren angesagt für unsere Youngstar-Cup-Piloten. So, jetzt Gas zurück, nicht springen, nicht überholen, vorbei an der Unfallstelle. Und dann geht es auch weiter. Alles sehr fair abgelaufen, muss und darf gesagt sein. Aber jetzt werden eventuell die Karten wieder ein bisschen neu gemischt aufgrund dieses Tempoverlustes bei der Unfallstelle. Es schiebt sich alles zusammen. So ist es. Und deswegen kann das jetzt rennentscheidend sein, um eventuell doch noch die eine oder andere Platzierung da doch noch rauszufahren da vorne drin. So. Dann schauen wir jetzt wieder auf Peter König. Er hat in der letzten Runde eine herausragende Runde gemacht. Er wächst hier ein bisschen über sich hinaus. Das ist unglaublich. Ich bin gespannt, wie Oriol Oliver hier noch hinter sich halten kann. Versucht, den Spanier hier an der Leine zu halten. Die Frage ist, ob ihm das gelingt. Also 48er Sektor 1 für Peter König. Eine Wahnsinnsvorstellung von der 470, der Mann aus Eberswalde. Die Saholz KTM Krudi muss jetzt in der Boxengasse doch mehr als stolz sein. Jetzt geht er Richtung Kato Nickel. Hier Peter König mit der 470 attackiert hier. Kato Nickel ist jetzt aber wieder weg vom Hinterrad. Das war ganz, ganz fein hier, was er hier gemacht hat. Und der fightet nicht nur, damit er hier seinen vierten Platz innehält, sondern der geht sogar noch einen Schritt weiter Richtung Kato Nickel. Also, dass er sich über sich hinauswächst. Jan, da hast du recht. Definitiv. Und auch Manik Appelt an der Spitze wächst hier über sich hinaus. Wir gucken mal rein ins Championat, wo er aktuell sich aufhält. Ein dritter Platz in Drena, ein dritter Platz zuletzt in Bielstein. Das ist das Beste, was er angeboten hat in dieser Saison. Es könnte sein bestes Resultat in diesem Jahr werden. Wenn er und jetzt die Attacke von ihm. So schafft König gegen Nickel. König gegen Nickel. Jetzt ist er vorbei. Das ist ja der Hammer. Rang 3 für Peter König. Was für ein Move hier in der Volksbankkurve oben. Was ist da denn passiert? Peter König im Hardpack von Geildorf auf Podiumskurs. Krass, krass, krass. Also hättest du das gedacht? Nee, jetzt habe ich das tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, da geht ihm vorher der Fuß aus, wie man bei uns in Österreich sagt. Aber der ist völlig on fire, der ist im Tunnel, der dreht völlig am Rad gerade. Der fängt hier die WZ-Crew ein, habe ich das Gefühl. Oh, Kato Nickel, schau. Kato Nickel wird attackiert von Oliver. Ja, WZ-Pilot, sein Teamkollege Oriol Oliver, der Spanier macht jetzt ernst. Und da wird doppelt drüber gescrubbt. Ja, da wird doppelt gescrubbt. Und jetzt ist aber Oliver innen und vorbei an Kato Nickel. Kato Nickel innerhalb von einer Viertelrunde zwei Plätze liegen gelassen. Ah, das ist jetzt vielleicht auch schon das Thema, was wir angesprochen haben. Vielleicht ist er noch nicht auf der 100% Schiene wieder unterwegs. Man kann es ihm nicht vorwerfen. So ist es. Nach seinem pfeifischen Drüsenfieber, das ihm 6 Wochen lahmgelegt hat. Ist so. Also, Appelt vor Kai, vor König, vor Oliver. So, und jetzt möchte ich noch was in den Ring werfen. In der letzten Runde Peter König, absolut schnellster Mann im gesamten Feld. Da müssen wir natürlich ein paar Anführungsstriche dran machen, denn wir haben diese Situation hier an der Triple-Passage, wo man einmal das Gas rausnehmen muss. Aber momentan ist er hier wirklich eindrucksvoll unterwegs. Man musste das Gas rausnehmen. Ja, der Patient ist zwischenzeitlich weg. Aber jetzt ist alles auf grün. Vielen Dank auch nochmals an der Stelle an alle, die hier für die Erstversorgung gesorgt haben und das immer noch tun. Und somit haben wir jetzt wieder Renntempo. Und der König geht weiter nach vorne. Er ist jetzt vorbei an Kai. Wir haben einen neuen zweiten, Freunde. Peter König, der Mann mit der 470, die Saulz KTM Crew, ist hier ein bisschen erstaunt. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, was der hier für ein Rennen feiert. Jetzt aber Kai innen, König außen. Kai kommt und kommt trotzdem nicht vorbei. Double Scrub von den beiden hier bergab. Wir König außen, Kai innen. Ja, Kai wieder vorbei. König wieder auf der 3. Hau ab, was ist denn da los? Ich wollte gerade sagen, wir haben hier zwei Deutsche an der Spitze des Feldes, aber es war ein bisschen zu viel des Guten. Es war ein bisschen zu viel. Die Rechnung haben wir. Die haben wir noch gemacht ohne einen Carsten Mackers, Kai ohne den Niederländer. Der hat sich hier wieder gefunden, habe ich das Gefühl. Ja. Aber König hat sich nicht verloren. Oder so.
Aber wie gesagt, wir haben noch 8 Minuten aktuell auf der Runde zu fahren, Restzeit. Das Wahnsinnige ist, pardon Jan, wenn ich dazwischen grätsche, ist wie Oriol Oliver nicht da rankommt. Der kommt da nicht ran an Peter König. Ich habe es hier bisher noch verklemmt. Aber das ist tatsächlich was, was wir beobachten müssen in den nächsten Minuten. Und das könnte nochmal zu Brisanz sorgen. Und einer, der davon momentan profitiert, dass es hier drunter und drüber geht, das ist der Spitzenreiter. Das ist Manik Appelt. Jetzt haben wir es aber verschrien. Jetzt kommt Oliver Oriol langsam Richtung Peter König. Ja, da müssen wir abwarten, was passiert. Ich glaube, Oriol Oliver, er versucht auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen in dieses Rennen. Wenn wir hier schon beim WZ Racing Team sind, dann wähle ich nochmals die 696 Mike Querder in den Raum schmeißen. Der ist zwischenzeitlich auf Platz 19. Hat hier 17 Plätze gut gemacht, mal soeben. So, jetzt muss Manik Appelt dann doch ein bisschen das Tempo anziehen. Ansonsten gibt es gleich Besuch und zwar in dreifacher Form. Nicht nur Kai, sondern auch der König Oliver Express, der droht da von hinten. 2 KTMs, die ihm da im Nacken sitzen. Und ich bin gespannt, ob Oriol Oliver gleich schon hier vorbeikommen möchte an Peter König. Ja, jetzt gerade der Blick von Peter König in der Rechtskurve nach hinten, um zu schauen, wo denn Oliver bleibt. Und der ist jetzt neben ihm. Jetzt ist Oliver vorbei an Peter König. Jetzt ist es erledigt. Peter König jetzt zurück auf die 4. Oliver Oriol auf der 3. Ja, und eins darf man nicht vergessen. Wir haben in Sektor 1 jetzt neue tolle Spuren gesehen von Kassel Makkas Kai, der im ersten Sektor momentan die besten Argumente hat und da jetzt wirklich ranfährt an Manik Appelt. Und da jetzt was kommen muss von Appelt. Er muss reagieren, der Backup-Pilot. Ansonsten ist gleich die Führung weg. Ja, und jetzt kommt eventuell sogar das zu tragen, was ich zu Beginn des Rennens gesagt habe, ob Peter König hier dieses Tempo auch die kompletten 20 Minuten plus 2 Runden durchhalten kann. Weil das steht eben auf einem anderen Blatt. Ja, das steht auf einem anderen Blatt. Und das, was hier wirklich ein bisschen spannend ist, ist dieser Kassel Makkas Kai, unser Pole-Setter. Der ist noch überhaupt nicht aufgetaucht in den Listen in diesem Jahr. Der kam ja heute so ein bisschen her wie Phönix aus der Asche. Und den weiß keiner so richtig einzuschätzen. Man hatte keine wirklichen Referenzrennen in dieser Saison für den Mann mit der 33. Auch für uns war es ja erst einmal ein neuer Mann, ein neuer Topmann an der Spitze des Feldes in der Qualifikation. Und jetzt gleich beweist er sich. Jetzt schon parallel zu Appelt. Fakt ist, er hat bis dato bewiesen, dass das Qualifying nicht einfach nur so passiert ist. Jetzt attackiert er hier Manik Appelt in der Volksbank. Linkskurve, der schräge Sprung hier. Boah, da hat es fast geklopft hier beim Sprung vor der Bergaufpassage zum Triple Step Up. Also das war eine harte Nummer und jetzt haben wir einen neuen Führenden im Namen von Kassel Makkas Kai. So schnell geht's. Und das nach 15 Minuten in diesem Rennen. Und 5 kommen noch, Freunde. 5 plus 2 auf der Uhr noch. 5 Minuten plus 2 Runden. Letzte Phase jetzt für die Kollegen. Und jetzt bin ich gespannt, was mit Appelt jetzt passiert. Ob er jetzt abreißt, meinst du, ja? Genau so. Wenn da hinten kommt, ein Spanier. In Form von Oriol Oliver. Genau, so ist es. Und das heißt, er bekommt jetzt harter Druck von hinten, vom Spanier eben. Der deutsche Manik Appelt mit der 440. Und muss aber auch dranbleiben an Kassel Makkas Kai, der jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass das kein Zufall war, was er hier uns gezeigt hat im Qualifying heute Vormittag. Genau so schaut es aus. Wir gucken hier noch einmal auf diese Sektion im oberen Teil auf der Wacht. Und Appelt kommt ja jetzt in Schwierigkeiten. Ja, jetzt kommt er definitiv in Schwierigkeiten, Manik Appelt. Jetzt bekommt er es tatsächlich mit Spanien zu tun. Deutschland bekommt Konkurrenz mit Spanien. Appelt bekommt es mit Oliver zu tun. Und das zeichnet sich jetzt nicht nur ab, sondern das ist in wenigen Augenblicken Realität. So viel sei gesagt. Wir schauen nochmal auf die weiteren Plätze. Nickel 5, 6 Piller, 7 Greutmann, 8 für Bizanz, 9 Tunicke und 10 für Krug. Dahinter Paul Bleu auf 11, 12 für Kees, Klemen 13, 14 Paulson, der Schwede vor Katrinak, Smulders, Warford, Werder auf die 18 vorgekommen. Sind ja, Punkte jetzt für deinen Schweizer. Ja, noch ein Platz gut gemacht. Das ist eben so unglaublich wichtig, der aktuell Drittplatzierte in der Gesamtwertung. Ja. Aber es sind nur 3 Punkte aktuell. Er muss noch ein bisschen nach vorn kommen.
So, Monique Appelt jetzt zeitgleich in der Luft mit dem Red Plate Träger, mit dem Spanier, mit Oriol Oliver, der jetzt vorbeigegangen ist an Monique Appelt. Ja, jetzt ist er vorbei. Krasses Rennen, muss man schon sagen, so, von Oriol. Und jetzt beginnt die heiße Phase um den Sieg in diesem Rennen. 2,3 Sekunden und die Frage, kann Oriol Oliver das Unmögliche wirklich machen und an den Polesetter, an Kasse Makaskai noch herankommen? Ich mache mal ein Fragezeichen hinter. Ich will ja überhaupt nicht korrigieren, aber das Unmögliche ist es nicht, denn der trägt nicht umsonst das Red Plate. Yes. Also das ist jetzt richtig geil. Ja. Da hat Manik Appelt und Peter König ihr Stück dazu beigetragen, damit überhaupt Kasse Makaskai nach vorne gezogen ist. Jetzt ist es aber Oriol Oliver, der freie Bahn hat, der nur noch ein Ziel vor Augen hat, und das ist Kasse Makaskai. Und das macht das Rennen jetzt zum Schluss für 2 Minuten plus 2 Runden noch so richtig geil. Ja, und ich möchte noch mal so ein bisschen Salz in die Wunde streuen. 48er Sektor in Sektor 1. Also Oriol Oliver, aktuell der persönlich schnellste Sektor, den er jetzt gezeigt hat. Man hat das Gefühl, er hat noch so viel Energie, dass ihm hier die Puste nicht ausgeht. Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen stärker einzuschätzen als das von Kai. Wann kommt die Spitze wieder bei uns zurück? Wir sind ganz gespannt, was jetzt hier passiert. Alle Kameras sind natürlich jetzt auf Oriol Oliver gerichtet und auf unseren Spitzenreiter Kai. So, Kasse Makaskai jetzt im Triple Step Up vorbei bei unserem Sprecherturm. Oriol Oliver ebenso vorbei. Und jetzt schauen wir mal auf die Uhr. 2,32 Sekunden waren es vorher. Jetzt sind es noch 1,7 Sekunden, ja, die hier Kai lediglich noch Vorsprung auf Oliver hat. So. Also da bin ich jetzt gespannt, was da noch passiert. Wir haben noch 3 Runden zu fahren. Der Typ ist so krass, dass er es schaffen kann. Ja, ich bin mir das ist da absolut möglich. Klar. Sicher, dass er da noch rankommt an Kai. Ob er es auch schafft, ihn zu überholen, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber er wird da ranfahren. Oriol Oliver nach den Eindrücken der letzten Sektoren. Und ich gebe dem noch genau eine halbe Runde. Noch genau eine halbe Nummer, bevor die wieder vorbeikommen bei unserem Sprecherturm. Hat sich Oliver, wenn da nichts passiert, an das Hinterrad von Kai getankt. Soweit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Gut, die Wette läuft, oder die Wette gilt, würde Thomas Gottschalk sagen. Aber wir sind nicht bei Wetten das, sondern wir sind hier bei den Youngster Cup Piloten und gucken jetzt mal drauf auf die harten Tatsachen. Geil, oder? Völlig andere Linienwahl zwischen Kai und Oliver. Komplett andere Linienwahl. Ja. Und welche dann am Ende punktet, das werden wir in wenigen Momenten bzw. wenigen Minuten wissen. Jetzt eventuell Probleme mit dem Überrunden. Nein, alles gut gegangen für beide, denn das auch, kommt jetzt auch noch erschwerend hinzu, Jan. Ich wollte gerade sagen, dann hast du auch noch die gelben Flaggen, mit denen du kämpfen musst, die überrundeten Piloten, die vor dir sind. Nicht an jeder Stelle natürlich das blaue Licht, was hier zum Einsatz kommt. Das ist auch genau richtig so. Der Fahrer muss ja auch noch ein bisschen was selbst machen. Aber es macht es natürlich alles andere als einfach, gerade in dieser Situation, in der sich Kai befindet. So, Bergab-Passage jetzt schon vorbei. Und jetzt kommt Oliver langsam, aber sicher Richtung Kasse Makaskai. Und jetzt ist er auf 4 Motorradlängen ungefähr dran, bevor sie bei uns am Sprecherturm vorbeikommen. Jetzt kommt das Grande Finale. Großer Showdown hier beim ersten Lauf der Youngster Cup. Es wird eine brisante Schlussphase. Das ist jetzt schon klar. Die Ladies spendieren die Tafel mit der 2. Und dann geht es hier wieder in diese Rechtspassage, 90 Grad rechts rum. Und dann diese schwierigen Sprungkombinationen, die auf die Fahrer lauern, bevor man hier in diese Cross-Magazin-Passage einbiegt. Oliver kann nicht seine Linie fahren, die er gewohnt war. Da musste er anders fahren, weil er zu überrunden hatte. Und das kostet ihm wichtige Zehntelsekunden. Genau so sieht es aus, durch den Red Bull Table jetzt hindurch. Übrigens 1:51.17, die absolut schnellste Zeit in diesem Rennen, gerade soeben gefahren. Nach 21 Minuten. Das ist unglaublich, oder? Das ist noch krass. Jan, ich verabschiede mich ganz kurz von dir. Du darfst, ich weiß noch nicht mit wem, entweder ein spanisches oder ein holländisches Interview führen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Tucarera kriege ich gerade noch so hin auf Spanisch. Na, siehste. So, und ich werde die Jungs und Mädels hier an der Strecke und auch zu Hause am Laufenden halten, wie es dann hier in den letzten 1,5 Runden, die hier noch zu fahren sind, aussieht. Ganz vorne nach wie vor Kasse Makaskai. Jetzt in der Linkskurve wiederum andere Linienwahl als
Liver. Sind wir gespannt. So, jetzt wieder die ganz lang gezogene Rechtskurve bergab, bevor es zur Volksbankkurve hochgeht. Und es sind immer noch, ja, gute 4 Motorradlängen, 5 Motorradlängen, die hier der führende Kai Vorsprung vor Oliver hat. Nee, jetzt ist es passiert. Oliver vorbei an der 33. An Kase Markus Kai. Pardon, das ging gerade noch runter. Wir haben einen Führungswechsel. Oriol Oliver vor Kase Markus Kai. Das Ganze jetzt 1,8 Sekunden schon. Hat hier nochmals Probleme bei der 90 Grad Rechtskehre. Der zweitplatzierte Kai. Also, Oriol Oliver hat hier nochmals unter Beweis gestellt, dass eben nicht es unmöglich war, es zu tun, sondern dass es einen Grund gibt, dass er seine 51 rot hinterlegt hat, das Red Plate, und somit der Gesamtführende des Youngster Cups 2023 und somit jetzt auch im Begriff ist, diese Führung einmal mehr auszubauen. Richtig, richtig krasses Rennen, und das Ganze hat sich zugespitzt, exakt 4 Runden vor Schluss. Unglaublich. Und Jan hat es vorhin schon erwähnt, nach 21 Fahrminuten in diesem Tempo hat er hier, der Spanier Oriol Oliver, nochmals eine schnellste Runde rausgehauen hier in diesem Rennen. Und das zeigt eines, nämlich, dass die Performance bzw. der Körper genau da ist, wo er sein soll, nämlich der läuft auf Hochtouren. Und genau so gewinnt man denn auch Rennen. Unglaublich. Richtig, richtig krass. Wir befinden uns übrigens in der letzten Runde. Und dann geht die schwarz-weiß karierte Flagge auch zum ersten Mal bei den Youngster Cup-Piloten raus. Vorbei am Red Bull Wigwam. 180 Grad Linkskehre, ein allerletztes Mal noch bergab. Dann hoch zum Triple Step-Up bei unserem Sprecherturm vorbei. Das ist er, der Mann mit dem Red Plate. Der Spanier, Oriol Oliver, der hier einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellt, was er wirklich kann und dass es kein Zufall ist, dass er hier das Championat anführt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laufsiege hat er schon. Jetzt der 9. Laufsieg. Die schwarz-weiß karierte ist draußen. Unvorstellbar. Oriol Oliver eindrucksvoll 3,8 Sekunden hier vor Kase Markus Kai, dem niederländischen 33er Piloten auf der 2. Manik Appelt, der Deutsche, der ein Wahnsinnsrennen gefahren hat, so auch wie Peter König mit der 470, der trotz allem hier noch sein Rennen auf der 4 beendet hatte. Unglaublich stark. Kato Nickel auf der 5, Konsti Piller auf der 6, Greutmann 7. Unvorstellbar. Jetzt überspringe ich mal einige und schau mal, wo denn der Mike Querder ist oder bleibt. Die 696, der einen völlig verpatzten Start hatte nach einem eher verpatzten Qualifikationslauf heute Vormittag. Der WZ Racing Team Pilot beendet sein Rennen nach zwischenzeitlich Rang 35 jetzt auf 17. Hat er also gut 20 Plätze gut gemacht. Chapeau, Hut ab an dieser Stelle. Oriol Oliver, der Spanier vom WZ Racing Team, auf der 1. Kase Markus Kai, der niederländische Pilot, auf der 2. Manik Appelt, Peter König, Kato Nickel und Konsti Piller. Das deutsche Quartett. Dann Nico Greutmann, der Schweizer, auf der 7. Max Thunicke, Jan Krug, Paul Bleu machen hier die 10 komplett. Dann ist es Valentin Kees, Viktor Klemann, Jaroslav Katrinak, Max Paulson, Scott Smulders, Jens Valfour, Mike Querder, sensationell nach seinem verpatzten Start auf die 17 vorgefahren, Leon Rudolf auf der 18, Baal 19 und Tilk auf der 20. Colin Wohnhaus 21, dann ist es Lukas Brun, Richard Stefan, Lukas Fiedler, William Foxen, Klemann, Henry Obenland, Josep Pern, Robert Slusis,
Luca Harms und Nicolas Wennekens, die hier die ersten 30 komplettieren. Jimmy Oppitz noch auf der 31. Also was für ein krasses Rennen hier nach dem unglaublichen Start hier von Manik Appelt, der Startmaschinerie, der Whole-Shot-Maschinerie mit der 440 ist er unterwegs. Auch ein Crash hinten drin, eben jetzt schon mal sehen wir es schön eingeblendet hier in der Zeitlupe. Und da müsste eventuell auch Mike Gwerda verwickelt gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, da ging die Kurve aus nach dem Start. Über die Bande raus und rein in die Begrenzung. Ja, und dann hat es gecheppert ordentlich. Sei es wie es wolle. Fabelhaftes Rennen und sensationelle Eindrücke hier von Kase Makaskai. Kato Nickel hier einverleibt vom deutschen Peter König. Sensationelles Überholmanöver hier oben in der 180 Grad Linkskehre. Und da ist es wiederum die 440 Manik Appelt, der gegen Kase Makaskai bestehen will, das aber nicht gemacht hat. Er hat hier in der Luft quasi ihm den Weg abgeschnitten, der aktuell Zweitplatzierte nach diesem Rennen, dem Niederländer. Sensationell. Ja, ist hier ein Wahnsinnsrennen gefahren, aber einer hatte da eben noch etwas dagegen und das ist der Mann mit dem Red Plate, nämlich der Spanier Oriol Oliver mit der 51. Sensationell. Und so darf ich jetzt runtergeben zum glücklichen Gewinner und zu Jan. Bitteschön. Tja, danke Lukas. Wir stehen hier mit dem Laufsieger aus Durchgang Nummer 1 der ADAC MX Youngster Cup Klasse. Was war das denn für ein Rennen? Es ging drunter und drüber. Zwischendurch haben wir selbst in der Sprecherkabine ein bisschen den Durchblick verloren. Aber es überschlugen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Ereignisse. Er hatte den kompletten Durchblick, der Spanier. Start Nummer 51, Oriol Oliver. Er trägt nicht umsonst hier vorne das rot unterlegte Red Plate. Und wir müssen wirklich sagen, es war ein Rennen für ja, den Genuss. Muss man schon sagen, was der Spanier hier wieder auf die Beine gestellt hat. So, first of all, I have to say congrats to your victory. First race, first victory, but it was not very easy for you. No, the day started good. In time practice, I did second. I felt good with the track, really nice track. I would say one of the favorite in the calendar. Still, I need to try more tracks, but really good. And but this first moto, I don't know what happened in the bike. I almost my bike almost stalled in the start. Yeah, I think we will need to change something for tomorrow. Something happened, but anyway, I could change the mentality and try the best. And I passed some good riders, and yeah, finished first. He's really happy, and we will try to fix this for tomorrow. Something is wrong, but really happy to win the race. Really happy. Also er hat gesagt, Geildorf gehört für ihn zu den absoluten Top-Strecken, die wir im Masters-Kalender haben. Es ist sogar seine Lieblingsbahn, auf der er fährt und deswegen ist er happy, dass er an diesem Wochenende hier dabei ist. Er hat gesagt, er hatte technische Probleme mit dem Bike am Anfang. Er wusste überhaupt nicht, was da los war. Er war total überrascht. Wir haben uns ja auch so ein bisschen gewundert, was ist denn da eigentlich los bei Oriol Oliver? Und er sagt, es sind technische Probleme. Wir müssen gucken, dass wir morgen da ein bisschen was umstellen, dass da das Bike, das WZ-Bike ein bisschen besser läuft und dafür drücken wir ihm natürlich Daumen, auch wenn er sagt, die Kollegen haben toll gefightet, aber er schiebt es auch so ein bisschen auf die technischen Probleme, dass es am Anfang nicht so gut lief. But your start was not so perfect. No, the start, the bike almost stopped, but I had a good position in the inside, so in the corner I could pass all the riders. And yeah, I have one sketchy moment in the first corner I almost crashed for, but I could manage to keep it in two wheels and finish the race first. Ja, er hat gesagt, er hat insbesondere gestruggelt in dieser Startkurve. Es lief alles andere als gut für Oriol Oliver. Und er musste so ein bisschen auch, ja, sich so ein bisschen orientieren, nachdem er ein bisschen hinten lag, aber hat sich da vorgekämpft und ist natürlich am Ende total happy. Me gusta tu carrera en español. Ich habe zu ihm gesagt, mir hat sein Rennen total gut gefallen. What we can expect from you tomorrow? We have two races, so it's very important, the Sunday. I think tomorrow will be raining, so maybe it will be a different thing tomorrow. And try to survive under the rain because I think we'll be muddy. Yeah.
Alles klar. Also er probiert morgen alles, um diese zwei Läufe natürlich auch zu gewinnen. Es geht um nichts weniger als das Red Plate hier vorne. Und das soll es doch sein für den Mann mit der 51. Wir gucken drauf. Jetzt geht es erst einmal in den Talentscout. Da haben wir einen kleinen Film für euch vorbereitet. Und dann zur Guggemos-Show runter ins Fahrerlager. Und dann das Highlight am heutigen Tag. Erstes Rennen der Masters. Bis gleich. Macht's gut. Ja, hallo, ich bin Jonathan Frank, bin 16 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg. Ich fahre am ADAC MX Junior Cup 125 für das Team Becker Racing. So, als ich 4 Jahre alt war, ist mein Vater früher schon Motocross gefahren und mein Bruder und ich waren natürlich komplett geflasht davon und wollten natürlich dann auch ausprobieren. Mit 5 habe ich dann angefangen und ich glaube mit 6 bin ich dann auf meine RPV gestiegen und dann ab da ging es los und dann habe ich mich immer weiter gesteigert. Beim Motocross habe ich sehr viel Spaß, zum Beispiel wenn man sich mit anderen Fahrern battelt oder wenn man durchs Fahrerfeld fährt. Die Strecken, es gibt immer geile Strecken, da hat man sehr viel Spaß drauf. Und die Motivation, sage ich mal, man muss immer motiviert sein und das macht mir sehr Spaß. Also ich habe es auf jeden Fall meiner Familie zu bedanken, dass ich überhaupt hier bin. Meinem Trainer Hannes Vollbau auf jeden Fall, das Team Becker Racing Team und alle Sponsoren auch dazu. Stiftung Sport, auch ein großes Beispiel. Und mit denen habe ich, sage ich mal, die Jahre davor schon zusammengearbeitet. Letztes Jahr habe ich die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war ein sehr großer Erfolg für mich. Und letztes Jahr habe ich im ADAC MX Junior Cup einige Laufsiege geholt und einige Podiumsplätze. Ich gebe nie auf. Wenn ich hinfalle, dann stehe ich auf jeden Fall wieder auf. Versuche das Beste daraus zu machen. Also Motivation habe ich sehr viel. Und jetzt, wo ich in der 125er Klasse fahre, auf jeden Fall, die Fahrer sind alle sehr groß. Das Fahrerfeld ist sehr stark. Und man braucht erstmal, finde ich, ein Jahr, um reinzukommen, das erste Jahr als Lernjahr mitzunehmen, das Beste daraus zu machen. Das Motorrad hat viel mehr Leistung, ist auf jeden Fall viel mehr größer. Gerade für meine Körpergröße ist es sehr schwer, auf dem Motorrad das Handling, sage ich mal, mit dem Motorrad umzugehen. Ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr in die Top 10 bei den ADAC MX Junior Cup zu fahren. Auf jeden Fall bei der Europameisterschaft Punkte zu sammeln und vielleicht bei der Junioren-WM, wo ich an den Start gehen werde, vielleicht da auf jeden Fall Punkte vielleicht zu sammeln. Mein Traum ist natürlich Profi zu werden. So neben dem Cross treffe ich mich oft mit Kumpels, unternehme was mit denen, spiele Fußball in der Freizeit, sage ich mal, mache sehr viel Sport, sage ich mal. Und ich bin jetzt in der 10. Klasse, also den Abschluss habe ich jetzt bald sicher. Und dann, ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug über mich erfahren. Und wenn ihr mal herkommen wollt, Hallo zu sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Ja, für alle zu Hause an den Bildschirmen, herzlich willkommen zurück. Wir haben noch etwas vor uns, und zwar das Grande Finale, der große Showdown steht direkt jetzt an. Die Trillerpfeife hat schon ertönt, das heißt, wir kommen jetzt in den Genuss der Big Boys, der Masters-Piloten, Jan. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein legendäres Rennen, was wir jetzt gleich erwarten, denn wir haben die Topstars der Szene dabei aus der MXGP importiert.
die ja hier verletzungsbedingt gesagt haben, sie wollen sich ein bisschen wieder fit fahren für den MXGP. Man hat ja in der kommenden Woche dann schon wieder ein Rennen in Schweden. Der MXGP of Sweden steht an in der kommenden Woche. Wir hatten vorhin Paul Jonas im großen Interview bei uns. Und da hat er uns unter anderem erzählt, dass nächste Woche das Rennen sein wird, wo er wieder dabei sein will. Einsteigen will in den MXGP, nachdem Jeffrey Herlings, der Mann mit der 84, ihr werdet es alle verfolgt haben, die ein bisschen Motocross interessiert sind, bereits in der letzten Woche nach seinem Halbzwirbelbruch vorzeitig zurückgekommen ist in die WM. Alle haben sich gefragt, wie kann man das eigentlich stemmen, wenn man 6 Wochen raus war und nur einen Trainingstag hatte. Und er hat es eben getan, während hier die ersten Bengalos an der Strecke gezündet werden, sicherlich auch für den Mann mit der 84. Und ja, das war schon eindrucksvoll zu sehen, wie er dann gemanagt hat, overall Platz 5 einzufahren beim großen Preis in Finnland da in der vergangenen Woche. Und was ist das denn bitte für ein Gänsehautmoment, dass wir ihn hier gleich erleben dürfen in Hauptrennen 1 der Masters. Lukas, man muss sich ein bisschen kneifen. Ja, ich muss mich auch ein bisschen kneifen, vor allem wenn ich die Rundenzeiten nochmals ein bisschen mir zu Gemüte führe, die hier gefahren wurden in der Qualifikation heute Vormittag. Es gibt genau einen einzigen Mann hier auf der Strecke, der eine 1:42er Zeit gefahren hat und das ist eben Jeffrey the Bullet Herlings, der niederländische KTM MXGP Pilot und dann ist es Pauls Jonas mit 1:44.0, also 1,5 Sekunden. Hat er ihm damals schnell gegeben, aber das sind natürlich andere Vorzeichen. Das war eben die Qualifikation und jetzt steht eben das große Rennen an. Der erste von insgesamt 3 Läufen, die wir hier an diesem Rennwochenende auf der Wacht zu sehen bekommen. Mit den Topstars der Szene, mit starken Masters-Piloten daneben, mit einem Max Nagel, mit einem Tom Koch, der in einer außerordentlichen Form ist, mit einem Adam Sterry, mit einem Jordi Tixier, mit einem Maximilian Spies, mit einem Henry Jacobi, auch kein unbeschriebenes Blatt in der MXGP-Serie. Also, was möchten wir eigentlich noch mehr? Ja, wir müssen auch noch mal so ein bisschen auf die deutschen Fahrer gucken, auf den aktuellen natürlich auch Gesamtstand der Masters. Max Nagel führt das ganze Thema an mit 270 Punkten vor Tom Koch, vor Toko mit 234 Punkten. Heißt, ein Gap hat sich aufgetan, davon sage und schreibe 26 Zähler, die zwischen den beiden, 36 Zähler, pardon, die zwischen den beiden Piloten liegen und Adam Sterry auf Platz Nummer 3. Aber es ist auch noch mal festzuhalten, wir hatten in den 4 Veranstaltungen insgesamt 3 verschiedene Tagessieger auserkoren. Und dem einzigen, den es gelungen ist, 2 overall Gesamtsiege zu feiern, das ist Tom Koch und zwar gleich bei den letzten beiden Stationen. Der ist in absoluter Topform, der Mann, der in Randers und in Bielstein ganz, ganz oben stand. Ganz genau und da muss aber auch dazu gesagt werden, zum Beispiel in Bielstein, da war es so, dass eben das Samstagrennen von Max Nagel wiederum eigentlich flöten ging. Da hat er ja auch danach beim Interview erzählt, dass er am Samstag einfach momentan nicht das rausholen kann, was er eigentlich will und was er eigentlich kann. Und das hat Tom Koch in die Karten gespielt und der hat mit 3 zweiten Plätzen eben den Gesamttagessieg geholt. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Jeffrey Herlings, es sind hier lockere Gesten, die er erst einmal hier von sich gibt. Man traut sich ja kaum in diesen Helm hineinzugucken, in diesen Red Bull Helm von The Bullet höchstpersönlich. Jeffrey Herlings, er rollt hier gleich raus. Alle sind da, die er um sich haben muss in diesem Moment, genauso wie auch Paul Jonas, aber da sieht das ein bisschen dezenter aus, da ist nur ein Mechaniker, der ihn da betreut und dann haben wir Boris Maillard gesehen und ja, der hat mich überrascht heute. Der hat mich auch überrascht, die 727 und ich glaube, dem wird jetzt erst richtig bewusst, mit wem er es da zu tun hat, wen er da vor sich hat. Also da bin ich gespannt, der ist momentan auf Rang 15 im Gesamtklassement, da bin ich gespannt. The
Der fünfte von insgesamt 8 Tourstops der ADAC MX Masters steht bevor beim MSC Geildorf auf dieser 1815 Hardpack-Bahn hier in Baden-Württemberg. Und wir freuen uns auf 25 Minuten plus 2 Runden, die jetzt hier anstehen. Und werden euch hier noch einmal das aktuelle Standing im Klassement präsentieren. Max Nagel, der Deutsche, führt also mit 270 Punkten für das KMP Honda Racing Powered by Kretik Team vor. Tom Koch mit 234 Zählern, 36 Punkte Rückstand. Adam Sterry, Jordi Tixier und Maxi Spieß, das sind die Top 10, gefolgt von Jakobi, Ludwig, Koch, Teresak und Stefan Eckerold, an diesem Wochenende nicht dabei, nach Sturz in Münster. So, und wenn wir jetzt schauen, ganz links im Bild, Jeffrey Hörlings, dann Pauls Jonas, Boris Meyer, Maxi Spieß, Jordi Tixier, Adam Sterry, dann ist es mit der 226 Tom Koch, der Cosac Racing Team Pilot, dann ist es die 300 Noah Ludwig und dann ist es die 29 Henry Jacobi, exakt nach der Aufstellung des Grids, genauso haben sie sich auch angeordnet, also da will jeder ganz so weit raus rechts wie nur irgendwie möglich und genau das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen am Grid, ist nämlich genau eben das Ergebnis nach der Quali und Max Nagel, der Mann mit dem Red Plate, mit der Nummer 12, nur auf Platz 12 ja. Nach dem Qualifikationslauf. Was ist denn da passiert? Ja, wir waren ein bisschen verwundert über diesen 12. Platz, den ihr jetzt hier auch eingeblendet seht. Aber er hat schon so oft bewiesen, dass das Training Training ist und dass er jetzt hier sich neu fokussieren wird. Wir sind gespannt, wie er zurechtkommt. Alle Samstage in diesem Jahr liefen nicht so ganz nach seinen Vorstellungen. Gucken wir mal, ob er jetzt vielleicht ein bisschen was Besseres draus machen kann. Max Nagel, er hat es in Bielstein ja in den Interviews noch einmal betont und gesagt, ich muss einfach an meinem Samstag arbeiten. Und wir gucken mal, ob ihm das hier gelingt, während wir die zweite Hälfte des Tableaus sehen. Der Ränge 21 bis 40, angefangen von Erik Schönberg über Tanel Georg, Marco Fleißig, Makla Kohut, Schittenhelm, Repak, Teresak, Reuter und Graf. Das sind alles tolle Namen für Emil Hellring, Van Berkel, Nico Müller, Mnunk, den wir da sehen, Brolling, Hoffmann, Bollmann, Oerter und Peter. Unser 40er Gatter hier bei der fünften Runde der Masters in Geildorf. Was für ein Bild, das wir hier zu sehen bekommen beim Startgrid. 84, 1,41, Herlings, Jonas, unglaublich. Wir sind gespannt. Da zittern, glaube ich, selbst die Beine unserer Girls ein bisschen. Das hoffe ich doch. Und jetzt wird nochmals das Grid abgelaufen. Die grüne Flagge ist oben. 15 Sekunden noch. Fantastischer Start hier von Jeffrey Hörlings, der hier auch den Hole-Shot zieht, die 84. Jeffrey the Bullet Hörlings macht hier von vornherein gleich mal alles klar. Ah, da gab es auch einen Abflug von Bollmann unter anderem. Aber the Bullet geht als erstes durch den Red Bull-Bog. Er fühlt sich fast zu Hause hier an diesem Wingbam der Red Bull, des Red Bull-Sponsors. Henry Jacobi auf der 2, pardon. Und dann müssen wir mal gucken, wer auf Position 3 dahinter lauert. Ja, da hat sich schon was getan. Also, Herlings auf der 1. Ah, das könnte ein Pauls Jonas Pauls sein. Jonas, ja, die 141 direkt auf der 3 dahinter. Hier wird bestätigt, Red Bull Holdshot an Jeffrey Herlings an die 84. Führungswechsel jetzt schon passiert. Jeffrey Herlings nur noch auf der 2. Ja, jetzt geht's dort oben an den Scheitelpunkt der Strecke und wir blicken natürlich mit Spannung hier dieser Talpassage entgegen, wo die Kollegen gleich wieder bei uns einfliegen. Und dann sind wir ganz gespannt, Luki. Henry Jacobi ist es? Nee, ist es nicht? Ha. Da hat er doch nochmal alles richtig gemacht. Also, Jeffrey Herlings auf 1, Jacobi momentan auf 2. Pauls Jonas momentan auf 3, der macht aber hier Jacobi schon ordentlich Druck. Ja, Hörlings hat das Ganze erst einmal im Griff. Der 28er Niederländer aus dem Red Bull KTM Factory Pilotenteam. Er geht hier mit einem weiten Satz rüber in diese Rechtskurve vor dem Finishbogen und hat jetzt hier also die erste Runde absolviert. Aber ein toller zweiter Rang von Henry Jacobi. Was ist da denn los?
Ja, der kann sie auch, der kann sie auch. Das ist nicht die Riesenüberraschung, der kann das schon. Aber jetzt ist Pauls Jonas mit der 1,41 der MXGP-Pilot direkt hinter ihm, hat aber Probleme. Ja, Glück gehabt in dieser Kurve, dass er da nicht komplett stehen bleibt. Pauls Jonas, die 141. Und dahinter haben wir dann ein Toko in lauer Stellung, die 2,26. Und ein Meier. Und ein Boris Maillard mit den guten Eindrücken aus Bielstein, die wir von ihm gesehen haben. Im Hardpack funktioniert bei dem Mann von der Stieler Gruppe MX, powered by Suzuki. Oh, Maxi Spies übrigens auf der 6 hinter Boris Maillard. Jordi Tixier auf der 7. Max Nagel nach dem guten Start auf der 8. Adam Sterry auf der 9. Und auf der 10 haben wir Jost mit der 53. Ja, Simon Jost, der Mann aus der Slowakei für das Ostjak MX Racing Team, das sind unsere Top 10. Hallo, hallo, hallo. Ja, 47. Ja, Jakobi meldet sich hier an. 47,72 die Sektorzeit 1 von Henry Jakobi. 49,08 von Herlings. Ja, das ist eine richtig coole, taffe Zwischenmeldung hier für Henry Jakobi, für den Saholz-Piloten mit der Startnummer 29. Max Nagel im Übrigen auf der 8 aktuell unterwegs. Hinter Tixier, das nur mal für euch auch zur Info in Sachen Red Plate. Aber jetzt gucken wir natürlich erst einmal auf die Verfolger von Hörlings. So, Triple Step-Up direkt voraus und zwar für Jeffrey the Bullet Hörlings, der jetzt bei uns vorbei ist am Sprecherturm. Da ist es die 29, Henry Jakobi. Dann ist es die 1,41, Pauls Jonas, Toko mit der 2,26, Boris Maillard, Jordi Tixier, Adam Sterry. Also da geht's jetzt hart zur Sache. Ah, und Nagel nimmt jetzt schon Angriff auf Maxi Spies. Das Red Plate hat alles im Griff momentan. Der hat hier ein Quartett vor sich, hier Max Nagel. Und er kann gleich zwei Piloten aus Deutschland schlucken. Fragezeichen. Gucken wir mal, ob der KMP-Pilot hier gleich durchzieht. Und ernst macht, er ist jetzt neben Tixier unterwegs. Teamkollege von ihm übrigens, vom KMP Honda Racing Team. Genau so, und an Spieß müsste er schon vorbei sein. Ja. Also, Karten wurden neu gemischt. Jetzt hat hier Boris Maillard Jordi Tixier hinter sich. Und Nagel kommt dahinter. Also, so, Jordi Tixier vorbei an Maillard. Und Nagel wird hier noch ein bisschen aufgehalten von Boris Maillard. Das kostet ihm wertvollste Zeit. Genau so ist das. Jetzt gucken wir gleich wieder auf die Sektoren, natürlich auf die Zeiten, die uns hier geboten werden. Und ich bin gespannt, was Toko aus dieser Situation gleich macht. Ja, da ist ein Pauls Jonas dran. Er kennt sich auch vom MXGP. Und da ist es auch noch nicht gegessen. Also Toko kann sich da schon noch rantanken an Pauls Jonas. So, das ist Jordi Tixier, Boris Maillard im Schlepptau, hinter ihm Max Nagel. Und Max Nagel kommt da wiederum nicht ran. Dann ist es Adam Sterry, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit der 811, ja richtig. Jetzt in der Bergabpassage unterwegs. Scrappt hier drüber Max Nagel. Jetzt auf mit dem Hahnen. Kommt wieder nicht vorbei an Boris Maillard. Jetzt aber innen. Nein. Neue Chance, aber wieder macht der Maillard, der Franzose, die Bude ganz, ganz cool zu. Ja, und Tixier kommt auch nicht so gut aus diesem Eck da raus, ne? Nach der Zieldurchfahrt. Es ist aber auch eine schwierige Passage. Du musst ganz schön runterbremsen und den Hahn wirklich schnell wieder aufreißen. Wow, wenn hier Max Nagel an Boris Maillard vorbeikommen würde, dann sieht es dünn aus für Jordi Tixier. Das darf ich so jetzt mal in die Runde schmeißen. Ja, und ich möchte in die Runde schmeißen, dass wir eine 1,49, 1,70 sehen von unserem Spitzenreiter im Feld. Von Jeffrey Hörlings höchstpersönlich, von dem Mann mit der 84. Damit baut er natürlich seinen Vorsprung aus. 5,5 Sekunden. Jetzt das Gap von dem Red Bull KTM Factory Piloten auf den schnellsten Saholz-Fahrer, auf Henry Jakobi mit der Startnummer 29. Er also weiter auf der 2 vor Pauls Jonas. Herr Max Nagel kämpft sich da mit Boris Maillard ab, der ein unsagbar gutes Tempo hier zeigt. Boris Maillard, der, es war auch kein Zufall, dass er hier so stark war in der Qualifikation. Der zeigt hier, der weist hier den Max Nagel ordentlich in die Schranken. Der lässt ihn da nicht vorbei. Macht er gut, macht er Spitzenklasse.
So, jetzt geht's dort oben wieder raus. Da haben wir einen überrundeten Fahrer dazwischen. Das ist Tanne Leok. Lasst euch nicht verwirren von dem Mann mit der 140, den ihr sonst ja auch ganz vorne immer zu sehen bekommt. Der ist hier, wie gesagt, eine Runde zurück und lässt dort jetzt ein bisschen austrudeln, während Jacobi jetzt hier wieder bei uns einfliegt. Wir hatten es auch noch einmal zum Thema gemacht, vorhin in Bielstein ja nach der Qualifikation abgebrochen, nach seinen Schulterproblemen und sich dafür entschieden, kein Rennen in Bielstein zu fahren. Er hat sich nicht fit gefühlt und deswegen sind wir umso froher, dass er wieder am Startgatter steht und sich hier mit den besten Fahrern aus dem internationalen Geschäft messen kann bei dieser fünften Etappe der Masters. 6,25 Sekunden der Vorsprung zwischenzeitlich von Jeffrey Hörlings auf Henry Jacobi und der ist lediglich 2 Sekunden vor Paul Jonas. Tja, und Tixier gefällt mir jetzt auch gut mit einer 1,50, oder? Fährt eine absolut gute Rundenzeit, die letzten 2 Runden übrigens schon. Und wer mir aber am besten gefällt bis dato, muss ich ganz ehrlich sein, ist Boris Meillard, der hier ein fabelhaftes Rennen fährt und hier sogar noch ein Gap rausgefahren hat auf Max Nagel. Ja, und man darf auch nicht vergessen, Platz 11 von Lukas Platt, ne? Das ist auch richtig stark nach den ganzen Verletzungen, die er wegstecken musste. Mit dem Schlüsselbein hat er es ja nicht so in diesem Jahr. Platz 11 für ihn, Noah Ludwig 12, 13 Nico Koch, den wir vorhin im Interview hatten, Scotty auf 14, 15 für Tim Koch, Repchak, Stapel, Aberland und Kodo sind hier erst einmal die Top 20. Ja, und Boris Meillard, der baute die Führung, aber hätte ich bald gesagt, den Vorsprung von Max Nagel aus. Das ist richtig krass, was er hier für ein Rennen fährt. Oder ist es wieder der bitterböse Samstag, der hier zuschlägt bei Max Nagel? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber Platz 7 wäre schon bitter für die Gesamtwertung im Hinblick auf das Red Plate, denn du würdest einige Punkte verlieren auf Togo, wenn es dabei bleibt. Klar, wir haben noch 16 Minuten Restzeit auf der Uhr, aber es ist jetzt hier nicht der perfekte Start für den Mann mit der 12. Ist es absolut nicht. Hat er aber eben leider schon unter Beweis gestellt hier beim heute Vormittag beim Quali-Lauf, dass er nicht, ich will nicht sagen, dass er nicht in Topform ist, aber dass es heute einfach nicht so läuft. Ja, es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen, Jeffrey Hörlings. Es ist so ruhig, wie er fährt und es ist so schnell. Es ist unglaublich effektiv und so sauber, wie er hier um die Kurven zirkelt. Motocross zum Staunen. Motocross zum Staunen, das trifft es relativ gut, hätte ich gesagt. Und Jordi Tixier übrigens, absolut konstant hier, einige Sekunden oder einige Motorradlängen, nennen wir es so, vor Boris Meillard. Und er hat eben Tom Koch vor sich, der da nicht wegkommt von Jordi Tixier. Im Gegenteil, also Jordi Tixier setzt jetzt Runde für Runde Toko immer mehr unter Druck. Ja, insbesondere dieser erste Sektor liegt Jordi richtig gut momentan. Der Mann aus Frankreich, es ist natürlich auch so ein bisschen ein SX-Teil, ne? Es erinnert einen so ein bisschen an Supercross, und das diese Passage, und das könnte ihm liegen. Ja, das kann er, das liegt ihm auch natürlich, gerade über die Whoop-Sections drüber und so weiter, das ist das, wo er sich wohlfühlt, und da fährt er auch augenscheinlich immer ein paar Zehntelsekunden auf seinen Kontrahenten vor ihm, Tom Koch, raus. Und jetzt ist er wieder näher dran. Ja, Hörlings nimmt vorne ein bisschen das Gas raus. 1,50-1. Es ist langsamer als Jacobi, es ist langsamer als Paul Jonas, es ist langsamer in der letzten Runde auch als Jordi Tixier. Aber er weiß natürlich auch um seinen Vorsprung von diesen 5,5 Sekunden hier aktuell. Wir schauen auf Jacobi. Wobei ich weiß nicht, ob er jetzt schon anfängt, hier Vorsprung zu verwalten, wenn noch 14 Minuten zu gehen sind. Ich weiß es nicht. Kann sein. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wow, und Max Nagel müht sich da ab. Du siehst es ihm richtig an. Der fährt auch nicht so geschmeidig wie sonst, dass er in der Qualifikation immer, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, ungeschmeidiger unterwegs ist als beim Rennen. Das wissen wir. Der fährt eine komplett andere Liga in der Quali wie beim Rennen. Aber jetzt, der bekommt nicht so den Speed, den er normalerweise kennt. Ja, Fakt ist, Jacobi macht hier einen bombastischen Job, der Deutsche, denn Paul Jonas ist hier im letzten Umlauf wieder 1/18 langsamer gewesen als der Deutsche. Und das ist doch erstmal beruhigend zu hören, zumindest als Zwischenmeldung für uns Deutsche. Für euch Deutsche. Ich habe dein Witz schon verstanden, Lukas. Okay, so, Maxi Spieß haben wir gerade eingeblendet gesehen. Er ist übrigens vorbei an Adam Sterry. Auf der 8 und ist somit hinter Max Nagel. Und wenn Max Nagel dieses Tempo so weiterfährt, dann ist auch Maxi Spieß in Schlagdistanz auf Nagel.
Ja, der ist nicht mehr weit weg. Der ist nicht mehr weit weg hier, die 7, Maximilian Spieß auf Max Nagel. Ah, wir bleiben jetzt aber erst einmal hier bei unserem Red Plate, bei unserem KMP Honda Piloten, powered by Kretik, der sich hier in diesem ersten Sektor aktuell aufhält. 1,518, das ist deutlich langsamer als das, was vor ihm gefahren wird. Deswegen geht das momentan in Ordnung, ja. Dieser Platz für ihn, dieser 7. Rang. Und ich bin immer noch völlig aus dem Häuschen, wie Boris Meillard hier sein Rennen fährt. Also das muss jetzt einfach gesagt sein. Richtig krass, momentan im Gesamtklassement nach den 4 Tourstops auf 15, unter Anführungszeichen nur. Und jetzt hat er hier so eine bombastische Quali gefahren und setzt das nochmals unter Beweis, jetzt bei diesem Rennen, wo er wirklich Max Nagel unter anderem auf Schlagdistanz hält. Und das mit runden Zeiten, die sich tatsächlich sehen lassen können, durch die Bank immer 1,50. Und das ist gut. Einmal mehr eine schnellste Runde von 1,48,3 von das Jeffrey hat Hörlitz. Hat er aber rausgeholt in Sektor 2, denn im ersten Sektor haben wir den absolut schnellsten ersten Sektor gesehen von Henry Jacobi. So viel Zeit muss schon noch sein. Der deutsche Saholz-Pilot, der sich hier wirklich mit einer 1,49,6 auch richtig stark verkauft, ist schneller als die Kollegen dahinter, als Jonas, der 1,50 anbietet und damit eine halbe Sekunde, eine weitere halbe Sekunde verliert auf Jacobi. Es gäbe jetzt zwischen Jacobi und Jonas damit vergrößert auf satte 4 Sekunden. Und Toko klopft jetzt vielleicht dann auch in den nächsten Runden an bei Pauls Jonas, wenn es so weitergeht. Denn auch er ist momentan schneller als der MXGP-Pilot Jonas. Vor allem klopft auch Jordi Tixier an bei seinem Vordermann und der heißt Tom Koch. Also da könnte es noch zu einem geilen Showdown kommen beim Kampf um Platz 3 und 4. Ja, schön zu beobachten, auch Paul Haverland, wie er hier fightet auf Platz 16 ausgehend und immer weiter nach vorne kommt, die 491 mit 1,52,8 aktuell unterwegs. Das ist schneller als die 4 Kontrahenten, die er aktuell vor sich hat. Lediglich Noah Ludwig auf Platz Nummer 11 kann ähnliche Rundenzeiten gehen. Ansonsten Tim Koch, Nico Koch, Lukas Platt, alle langsamer im letzten Umlauf als Paul Haverland. Und das wäre natürlich auch toll, wenn der Abi hier zu vielen, vielen Punkten kommen könnte in diesem ersten Hauptrennen der Masters. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten auf der Uhr und die erste Viertelstunde schon rum. So schaut's aus. Und ein Mann hier fett und groß im Bild und zwar da, wo er hingehört, nämlich ganz vorne. Jeffrey Herlings, der niederländische Pilot, der hier einfach ganz klar aufzeigt, was hier Phase ist, hier beim ersten Lauf. Der hat es auch schon in der Qualifikation gemacht mit der einzigen 1,42er Zeit in der Quali. Also das ist krass. Eigene Liga momentan. Ja, bitter für Tadej Leok, wird hier zum zweiten Mal überrundet. Die 140, den ihr hier hinter Hörlings erst einmal seht. Da muss irgendwas Technisches los sein mit dem Bike. Aber will diesen Lauf wahrscheinlich irgendwie zu Ende bringen. Was willst du auch hier aufgeben auf dieser Bahn? So, Maxi Spieß Nagel ist vorbei an Max so Nagel. Ist es. So ist es. Und das jetzt schon 4 Sekunden vor ihm, Maxi Spieß. Also ich weiß nicht, ich muss heute definitiv, und das werde ich auch machen, am Abend nochmal mit Max Nagel sprechen, was eigentlich heute los ist. Ob da technisch was ist oder ob er sich einfach momentan nicht so gut fühlt heute, ich weiß es nicht. Ist aber nicht die Manier, die wir gewohnt sind von ihm. Das ist Fakt. Ja, und Fakt ist, dass Toko hier 18 Punkte kriegen würde für das Meisterschaftskonto, wenn es dabei bleibt, die 2,26. Und das sind natürlich reichlich Punkte, die er hier mitnimmt aus diesem ersten Renntag. Bei noch verbleibenden 9 Minuten, die aber noch zu fahren sind, plus 2 Runden, noch einiges zu tun. Ja, Meillard immer noch ordentlich hier am Kämpfen in Sektor 1, wieder mit einer tollen Zeit gemeldet. Und ja, ich bin gespannt, ob er vielleicht nochmal an seine Landsmann rankommt, an Tixier, denn das sind zwar 4 Sekunden, aber es ist möglich, denn momentan ist Tixier da nicht wirklich viel, viel schneller als Meillard. Bleibt ein interessantes Duell, auch auf den Rängen 5 und 6, auch wenn es jetzt hier kein 1:1 aktuell auf der Strecke ist. Ja, und ein absolut geiles Rennen fährt momentan ist auch Henry Jacobi, wie er sich hier spielt über diese Strecke, hat auch super Sektorzeiten von 47,70 gefahren in Sektor 1. Und mit 1,49er Zeiten, nur Herlings ist mit einer 1,48er Zeit noch schneller als Jacobi. Der Rückstand von Jacobi übrigens 9,3 Sekunden auf den Führenden und hat aber lediglich 4 Sekunden hinter sich Pauls Jonas.
Ja, wenn es dabei bleibt, wer ist für Jacobi der insgesamt fünfte, zweite Platz in dieser Saison? Das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Statistik für den Sauels KTM-Piloten. Schade, dass er da in Bielstein aussetzen musste, denn ansonsten würde er da vorne auch voll im Geschäft mitmischen mit Tom Koch, mit Adam Sterry, mit den Jungs da ganz, ganz vorne an der Spitze und mit um das Red Plate fighten. So ist es erst einmal für ihn eine, ja, sehr, sehr weit entfernt. So, jetzt schauen wir noch einmal gemeinsam auf Pauls Jonas, auf die 141. Der Mann vom Standing Construction MXGP Honda Team, der hier immer noch 13 Sekunden Gap hinterherläuft, dem Jeffrey Hurlings auf Platz 3 liegend. Und Toko ist momentan identisch unterwegs wie auch Pauls Jonas, 1,50-2 bei beiden Fahrern. Und auch Jordi Teixeira ähnlich unterwegs mit 1,50-4. Wirklich nur marginale Unterschiede zwischen den Rängen 3 bis 5 aktuell. Ja, und Jordi Teixeira, ich habe ja vorhin fast ein bisschen zu viel versprochen. Er fährt zwar ein super geiles Rennen, aber er kommt nicht an Toko ran, an Tom Koch. Aber Boris Meillard ist nur noch 5 Sekunden, unter Anführungszeichen nur noch 5 Sekunden hinter Teixeira. Der fährt meines Erachtens eines seiner besten Rennen bis dato, die 727. Ja, wir schauen nochmal auf die Ränge 11 bis 20. Ludwig auf 11, 12 für Tim Koch, Nico Koch auf 13, 14 geht dann Lukas Platt, aktuell Kroditschki auf 15 vor Habi, dann Repchak auf 17, 18 für Kohut. Punkte wären das auch für Teresak und Hellriegel. Das also unsere Ränge 11 bis 20, um euch auch mal das vordere Mittelfeld hier entsprechend aufzuzeigen. Ja, wir verlieren ein bisschen wenig Worte über da hinten, oder? Aber das hat natürlich auch einen Grund, weil wir die Creme de la Creme der Motocross-Szene hier dabei haben. Und zwar im Begriff, um sich zu fighten hier um Platz 3, 4, 5 und 6. Das sind Pauls Jonas, Tom Koch, Jordi Teixeira, Boris Meillard und auch Maxi Spies ist dann aber schon wieder ein bisschen abgeschlagen, ist aber auf einem guten Siebten. Tja, heftiges Battle hier aktuell zwischen Nico Koch und Lukas Platt, die beiden Deutschen, die hier fighten auf den Rängen 13 und 14. Also da könnte schon noch was gehen. Im Mittelfeld dieser Klasse müssen wir mal beobachten, was da passiert, während unsere Kameras uns weiterhin Jacobi anbieten, den aktuell Zweiten hier im Feld der Klasse, die Startnummer 29, eine weitere 1,51,7. Ah, da hat er im letzten Umlauf aber mal satte 2 Sekunden bekommen von Jeffrey Hurlings. Und ist auch langsamer als Pauls Jonas, der wahrscheinlich gemerkt hat, dass von hinten jetzt die deutsch-französische Armada anrückt. So ist es. Und da hat er nämlich eine Sekunde bekommen hier, Henry Jacobi von Pauls Jonas. Und deswegen wird es hier doch noch ein bisschen eng hier beim Kampf um Platz 2. Also das ist auch noch nicht vorbei. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten plus 2 Runden haben wir hier noch. Und Toko kam auch näher Richtung Pauls Jonas. Also jetzt bei der Bergaufpassage, 180 Grad Linkskehre, da ist jetzt vorbei Jonas. Dann ist es Tom Koch, der direkt hinter ihm ist. Also da sind wir jetzt gespannt und auch Jordi Teixeira lässt er nicht lange auf sich warten. Ja, da geht jetzt schon noch was, diese Dreiergruppe. Bin ich gespannt, wie jetzt auch der Jonas hier reagiert, der Mann aus Lettland, unser 26-jähriger Lette aus dem MXGP für die Honda Crew hier dabei und hat jetzt hier eine 1,49 gezeigt und damit das Tempo noch mal ein bisschen angezogen, denn er ist jetzt hier noch einmal 0,4 Sekunden im letzten Umlauf schneller gewesen als Toko, also hat sofort reagiert, die Box gemeinsam mit Jonas und das Gap zumindest mal auf 1,5 Sekunden wieder ausgeweitet auf den Deutschen Tom Koch und natürlich dann in der Folge auch auf Jordi Teixeira. Vor allem war Jonas 1,4 Sekunden schneller als Jacobi in der letzten Runde und das ist auch noch krass, weil das würde sich rein theoretisch ausgehen, dass es hier doch noch einen richtigen Fight hier gibt zwischen Jacobi und Jonas. Und dann schaltet sich wahrscheinlich auch noch Toko und Jordi Teixeira ein. Sind wir gespannt, sind wir extrem gespannt, was hier noch passiert. Da ist noch nichts erledigt. Ja, da ist noch nichts erledigt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lukas Platt, der jetzt hier nicht bei uns einkommt. Aktuell nach unten durchgereicht wird hier in den Rängen. Bittere Nummer für den Sauls-Piloten nach Ablauf von 21 Minuten. Lukas Platt wird hier durchgereicht, jetzt schon außerhalb der Top 20 21. Geführt. Als 21. nur ist er durchs Ziel gekommen, also das heißt, hat er ja hier Probleme, vielleicht
gefallen, man weiß es nicht, gestürzt. Aber wir schauen nach vorne. Ah, Hörlings bietet uns 1:50.0 an. Wir gucken mal, was der Mann mit der 84 jetzt hier gleich im neuen Umlauf startet. Aber hier gibt es jetzt mal ein kleines Problem fast schon. Hörlings hat da mal ganz kurz zittern müssen, denn ein überrundeter Pilot direkt vor ihm ein bisschen die Spur gekreuzt. Ja, er hätte ein bisschen Polster, um ein paar Sekunden liegen zu lassen, Jeffrey Hörlings. Aber will man natürlich nicht. Man muss am Ende schon sagen, 14,6 Sekunden, das ist schon Wahnsinn, wie er das wirklich kontinuierlich ausgebaut hat, hier sein Vorsprung. Der Niederländer aus dem Red Bull KTM Factory Team. Und dahinter wird es jetzt richtig interessant. Mit Jacobi, mit Jonas, mit Koch und mit Tixier. Es ist alles noch offen im Kampf um Platz 2, Freunde. Die sind jetzt 0,7 Sekunden auseinander. Hier der zweitplatzierte Jacobi auf Pauls Jonas. Und lediglich 2 Sekunden dahinter ist Tom Koch. Also da müssen wir jetzt schauen, dass wir hier Henry Jacobi und Pauls Jonas ins Bild bekommen. Das wird noch eventuell richtig spektakulär hier beim Kampf um Platz 2. Ja, wir haben es in den anderen Rennen schon gesehen. Die Final Time, sie bringt dann doch noch mal die ein oder andere Überraschung. Die letzten 2 Minuten laufen. Dann gibt es die 2 Runden von den Ladies, spendiert die Nachspielzeit gleich. Aber 2 Minuten plus 2 Runden noch auf der Uhr. So, das heißt, wir haben noch 3 Runden vor uns, sobald Jeffrey Hörlings da vorbeikommt bei uns. An der Sprecherkabine, und das wird jetzt in wenigen Augenblicken soweit sein. So ist es. Hier ist Jeffrey the Bullet Hörlings vorbei und die läuft jetzt noch die letzten 3 Runden ein. Haben sich gerade mal angeguckt und gesagt, ja, komm hier schon vorbei. Der Gruß von Lars von Berkel an Jeffrey Hörlings, wunderbar gerade von den Kameras eingefangen. So nach dem Motto, ja komm Kollege, raus schon ab. Also, man kennt sich auch im niederländischen Kader. Hörlings, Jacobi, Jonas sind durch. Also die Reihenfolge bleibt identisch zur Runde zuvor. Es hat sich erst einmal nichts getan, aber Jacobi muss jetzt kämpfen. So, jetzt ist Pauls Jonas definitiv dran an dem zweitplatzierten Henry Jacobi. Jetzt gehen sie beide Richtung bergauf, Richtung Red Bull Jump. Da sind sie, da ist Jacobi vorbei und jetzt ist auch schon Pauls Jonas vorbei. Die haben noch 3 Runden Zeit hier, dieses Match, dieser Fight hier auszutragen auf diesem Hardpack in Geildorf. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wir machen ein bisschen Hups mit euch für die Kollegin ab Platz 2. Wir müssen natürlich jetzt hier mit den Kameras auf diesem Kampf bleiben um Platz 2 in diesem Lauf. Es ist der elektrisierende Kampf zwischen Jacobi, Jonas, Koch und Tixier um die Podestplätze in diesem Rennen. Jetzt am höchsten Punkt der Strecke angekommen und Toko macht jetzt ernst, er greift hier. Tom Koch ist dabei jetzt. Das Hinterrad von Pauls Jonas an, er wird nach vorne gepeitscht. Stell dir das mal vor, wenn hier jetzt echt Tom Koch noch am Pauls Jonas vorbeiziehen würde. Er hat der die Form. Ist jetzt im Begriff, er hat ihn vor sich, er hatte alles angerichtet. Er hat die Form und er hat den Durchblick. Tom Koch, ihr müsst ihn jetzt anfeuern hier am Streckenrand. Den deutschen Mann mit der 2:26 aus dem Kosak-Rennstall. Jetzt geht es da diese 180 Grad Volksbank Linkskurve herum. Und dann wird angesteuert auf die Bridgestone Zone und den Triple. Hau ab! Das gibt's nicht. Jacobi, Jonas, Koch innerhalb von 2 Sekunden, sage ich jetzt mal so gefühlt. Ja, exakt sogar. 2 Sekunden. So, Tixier hat jetzt hier Probleme, steht auf der Bahn. Raus aus dieser Nummer. Raus aus dem Kampf um einen Platz auf dem Podest. Der Franzose ist der Erste, der hier erst einmal geht. Immer und immer wieder stürzt er. Immer. Ja. Letztes Jahr ebenso in der kompletten Saison. Nee, hat kein Glück. Und immer wieder ist er von Stürzen geplagt und vom Pech verfolgt. So ist es. Nicht so, aber Tom Koch und Pauls Jonas und Henry Jacobi, die fighten sich hier einen runter, dass es nur noch so kracht. So, die letzten beiden Runden, sie laufen schon. Lucky und damit die Final Time eingeläutet. Großer Showdown jetzt bei Heat One der AMX Masters Piloten. Ah, Jacobi macht mir schon einen guten Eindruck. Ja, macht er. Hat jetzt wieder ein bisschen Gap rausgefahren. Ja.
Es ist ein permanentes Auf und Ab, aber das ist genau das, was wir sehen wollen. Der erste Sektor geht ganz klar in Jacobis Richtung. 48-1, so schnell ist momentan keiner. Nicht mal Jeffrey Hörlings vorne. Aber das wollen wir jetzt hier auch nicht als Referenzwert nehmen. Denn er kann ein bisschen entspannter angehen. Aber Tom Koch ist nach wie vor an Pauls Jonas dran. Ah, da kommen sie jetzt hier hinunter. Gleich geht's in die Otema-Passage hinein. Es kribbelt jetzt hier in diesen letzten anderthalb Runden. Noch einmal Fachwerden hier an der Strecke. Die Vergabe der Podiumsplätze. Sie wird in wenigen Augenblicken entschieden sein. Hörlings zwischenzeitlich in die letzte Runde eingebogen. Aber keiner will sie in die Karten gucken lassen, habe ich das Gefühl. Jeder hat vielleicht noch eine Idee. Jacobi bei uns vorbei, Jonas bei uns vorbei, Tom Koch direkt auch hinter Jonas, auch bei uns vorbei. So, jetzt wird dort blau geblinkt, das heißt, die Überrundeten müssen die Topfahrer jetzt durchlassen. Und jetzt geht es in die finale Runde hinein. Last Lap. Und Jacobi schüttelt sich noch einmal. Hat man gerade wunderbar gesehen. Er versucht sich hier noch einmal zu pushen an der Boxengasse vorbei. Nochmal alle Motivationsschreie entgegennehmen. Und dann diese letzten 1810 Meter hier perfekt absolvieren. So, jetzt in die Hoop-Sektion hinein. Ganz cooler Rhythmus des Deutschen Henry Jacobi. Ja, wackelt erst einmal nichts. Diese Situation hat er super abgefangen. Und jetzt kriegt Jonas hier gleich Besuch von Koch und da könnte jetzt gleich was gehen für den Turco, der alles probiert hier in dieser letzten Passage kurz vor dem Ziel. Innenkurve, noch einmal die schnellere Spur gegen Pauls Jonas genommen, denn Jonas musste einmal kurz ausweichen, weil ein überrundeter Fahrer in seiner Idealspur drin lag. Das waren wieder ein paar Zehntelsekunden, die hier der Turco abknabbern konnte von seinem Rückstand. Jeffrey Hörlings, wir schauen noch mal auf den Spitzenreiter in diesem Feld, er wird abgewunken. Keiner hat dran gezweifelt, er gewinnt dieses Rennen in eindrucksvoller Art und Weise. Der Red Bull KTM Factory Pilot hat alles richtig gemacht. So, jetzt gucken wir auf den finalen Zieler hinauf und sehen, dass Turco hier noch einmal zugeschlagen hat. Er hat es geschafft, in der allerletzten Passage in diesem Rennen noch an Pauls Jonas vorbeizugehen. Es ist unfassbar. Jacobi 2, Tom Koch 3 und 4 für Pauls Jonas in der letzten Sektion. Ein Hammerrennen, Freunde, aus Sicht des Tokos. Und er wird hier gleich mal sich doppelt freuen dürfen, aus seiner Sicht zumindest gesprochen. Denn Max Nagel wird hier wahrscheinlich nur auf Platz 8 finishen. Dafür gibt es nur 13 Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe. Und 20 Punkte für Platz Nummer 3 für Jacobi. Das heißt, er macht aus diesem Lauf schon mal 7 Punkte in Sachen Championat gut. Und dann haben wir Jordi Tix hier auf der 5, die 6 für Boris Meier für den Franzosen und Maxi Spieß wird hier Siebter. Was war das denn hier noch einmal in den letzten beiden Runden für einen Kampf auf dem Gradmesser? Und dann Adam Sterry geschlagen hier als Neunter hinter Max Nagel. Tim Koch finished auf der 10, Nico Koch auf der 11, der Bäcker-Pilot Joost Haberland dahinter. Also das zumindest mal die ersten Jungs hier für euch erwähnt. So, hier haben wir noch einmal die Ergebnisse aus dem ersten Hauptrennen der ADAC MX Masters. Jeffrey Hörlings, der Niederländer, gewinnt der Fünffach-Weltmeister vor Henry Jacobi. Tom Koch, sensationeller Dritter. Pauls Jonas dann auf 4-5 für Jordi Tixier. 6 geht an Boris Meyer vor der deutschen Armada mit Maxi Spieß und Max Nagel auf 7 und 8. Sterry auf 9, 10 für Tim Koch. 11 geht an den Nico Koch. Simon Joost dahinter, Paul Haberland auf 13, 14 für Simone Crocci. Thomas Kohut auf 15, 16 für Florian Hellriegel.
Pavlo, Repchak dahinter, Kovar, Teresak und Graf, unsere Top 20 hier einmal für euch eingeblendet und dann natürlich auch noch die restlichen Ränge, 21 bis 40, angefangen von Lukas Plattenberg, Krück, Brecke, Meuwissen, Bohling, Hoffmann, Müller, Fleißig, Mnuck und Oerter, das also die Ränge 21 bis 30 und wir komplettieren mit Peter Reuter, Bollmann, Ludwig, Leok, Vermiel und Schüttenhelm. Das also unser Ergebnis hier aus diesem ersten Hauptrennen in Geildorf. So, wir haben nochmal die Highlights für euch zusammengeschnitten aus diesem Rennen. Die spannende Startphase. Es war ein Startzielsieg für Jeffrey Hörlings. Er hat sofort reagiert in Kurve Nummer 1 und sich wirklich da brutal durchgesetzt. Da hat nichts gewackelt, nichts gezuckt. Da lief wirklich alles genau so, wie er es sich wahrscheinlich auch zurechtgelegt hat in seiner Taktik im Vorfeld dieses Rennens. Und hat das wirklich wunderbar eröffnet. Und dahinter die beiden Sachholz-Piloten, die ihm da direkt im Nacken sitzen und man muss schon sagen, ganz, ganz stark, was Hörlings hier auf dieser Bahn gezeigt hat, auf dieser 1800 Meter Bahn. Es sah alles so spielerisch, so leicht aus und es ist so schwer, so harte Arbeit, dass man schon sagen muss, Chapeau vor dieser Leistung und er ist natürlich seiner Favoritenrolle trotz des Handicaps hier mehr als gerecht geworden und man kann ihm dann nur sagen, Congrats, wir freuen uns, dass er wieder zurück ist nach dieser Verletzungspause. Wir sind ganz gespannt, was er gleich im Interview sagen wird, denn wir haben ihn natürlich auch noch eingefangen und geben dann gleich runter zu meinem Kollegen Lukas. Bitte schön, da ist der Sieger und wir sind gespannt auf die Stimmen. Ja, vielen Dank Jan und vielen Dank Jeffrey. It was a pleasure to watch this first heat of the ADAC MX Masters. So first of all, I have a question. Last weekend you had to come back at the MXGP with a fifth place, I think. So are you happy about it or how do you feel with a broken neck? Yeah, definitely. The last time I visited Germany, I wasn't going so well. I wasn't touching down. I was leading the MXGP, but I had a very unfortunate crash and broke my C5. I had to take 6 weeks off and unfortunately did one day of practice and got back to Finland, just take it as a practice like I take it here and try to get better again. So fifth was actually very good for a guy who didn't ride 7 weeks and just did one day on a bike. So now I was pumped with it and also today been going very well. I mean, this is a very difficult track for me. I think for everyone it's pretty sketchy, you know, it's very technical and very rough. So I really have a pleasure coming here. I have to translate it a little bit. Ja, er ist auf jeden Fall nicht wirklich zufrieden, denn er hatte in Teutschenthal noch den Lead in der MXGP, dann eben den fünften Halswirbel gebrochen. Und jetzt hat er Trainingsrückstand, dass es nur noch so kracht, aber deswegen ist er doch noch glücklich über den fünften Platz letztes Wochenende. Und jetzt hier in Geildorf hat er zumindest gesagt, ein bisschen Probleme mit der Strecke. Er hat wirklich gesagt, dass es eine unglaublich schwierige Strecke ist. So, what do you think was for in your opinion the most important track part at this track in Geildorf? Was ist der wichtigste und Part auf der Strecke hier in Geildorf? I think, you know, everything is very technical. There's not one part which is very easy or very tough. I mean, the entire track is very physical and very technical, and that's something I wish we could see more often on GPs, because this is a very natural track and this is great for training. So I mean, like I said, it's very hard to judge one point, but I think the waves is also a place where you can pass and down the hill before, so I think that's very technical and that's something you can make up some ground. Also er wird sich mehr solche Strecken im MXGP-Kalender wünschen, solche Naturstrecken. Und er hat gesagt, nicht wirklich kann man ein einziges Stück oder ein Teilstück rausnehmen, das schwieriger ist als die anderen. Denn es ist durch die Bank eine sehr, sehr schwere Strecke hier zu fahren. Aber die Waves, also die Whoops darunter, da hat er gesagt, kann man die eine oder andere Zehntelsekunde doch noch rausfahren. So, last question. It looked quite easy for you after this hard injury. Did it just look like that or was it like that? Es schaut relativ leicht aus heute hier seinen Sieg einzufahren. I think it looked like that because it wasn't easy. I'm still sweating, you know. So I mean, it's the same when you go to France, like here in Germany, the German riders are really good on their own ground. Like a guy like Jacobi and Koch and those guys, it seems like they're faster when they run in the ADAC than when they run in the GP, even though they do really good on GP as well. But they're very good on their local tracks. And I mean, they grew up doing these tracks while I grew up doing riding in the sand between some wood, so it's very different, but
no, the technical, like the technicality of the track is awesome. And I also like the fans, the German fans are always super friendly. And 3 years ago, I did also some Arax in Muggers and Bilstein. And I really enjoyed it. Obviously, it's hard with the calendar. We have so many races on the GP, so you know I cannot do all of them, but really appreciate it that the club invited me to come and race here. So, also ganz kurz abgekürzt, er würde sehr gerne mehr bei den RDC MX Masters teilnehmen. Eben vor 4 Jahren, 2019 in Möckers und in Bilstein war er auch mit dabei und das hat ihn sehr gefreut und er will einfach gerne mehr da sein, aber der MXGP-Kalender lässt es schlicht und ergreifend nicht zu. Und vor allem gab es ein fettes Kompliment für euch deutschen Freunde bei uns an der Strecke. Gibt es einen fetten Applaus für Jeffrey Hörlings, Ladies and Gentlemen. Thank you so much. Und lieber Jan, ich glaube, wir haben, give us one more second, Jeffrey. Wir haben nur noch ganz kurz abzumoderieren. Wir sehen uns nämlich morgen. Wir haben einen spektakulären Rennen Samstag hinter uns. Wir sehen uns morgen ab 10 Uhr wieder, Jan. Wir freuen uns riesig drauf. Was ist das für ein cooles Schlussbild mit dem Sieger hier aus diesem ersten Rennen, Jeffrey Hörlings. Und ihr werdet ihn morgen nicht nur in Rennen 2 und 3 sehen, sondern wir haben morgen auch noch ein exklusives Interview mit ihm geplant. Also da wird es noch ein bisschen mehr Insights zu ihm und seiner Person geben. Wir freuen uns auf morgen. Es hat riesig Spaß gemacht mit dir, Luki, und wir freuen uns auf morgen. Geildorf, wir sehen Jeffrey uns morgen Hörlings, am Sonntag. Jan Hottig, Lukas Kreuz, wir sehen uns morgen 10 Uhr. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Der Reiz des Motocross ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selber betrieben hat. Es gibt nichts Vergleichbares. Motocross ist körperlich genauso wie geistig eine riesen Herausforderung. Jede Runde ist anders, jede Kurve ist anders. Und deshalb ist abwechslungsreich ist genau das, was eigentlich die Herausforderung ist. Um an der MX Academy teilnehmen zu können, muss ein Kind 6 und 12 Jahre alt sein, eine gewisse Größe natürlich. Und dann muss man sich bei der Academy-Seite des ADAC anmelden, die Angaben ausfüllen und schnell genug sein, denn die Plätze sind rar, um dann auch wirklich einen Zuschlag zu bekommen. Im Vordergrund steht auf jeden Fall die Begeisterung für den Sport rüberzubringen, dass die Eltern und die Kinder verstehen, worin die Faszination des Motocross-Sports besteht, wie vielfältig er ist und wie abwechslungsreich. Die Faszination besteht darin, die Kombination aus Koordination, Kondition, Mut, Geschick, aber auch gleichzeitig Risiko einzuschätzen, all diese Dinge. Es ist ein sehr komplexer Sportart. Ja, die Motorräder der MX Academy haben ja zwei Leistungsklassen. Das ist einmal die SXE, Elektromotorrad, Wettbewerbselektromotorrad. Gibt es mit 6 verschiedenen Fahrmodi zu fahren. Also Stufe 1 ist relativ langsam, Fastschrittgeschwindigkeit. Und dann steigert sich das Ganze bis auf Stufe 6. Und dann eben die SX65, klassisches Zweitaktkonzept mit 6-Gang-Getriebe, 12 PS. Manchmal entstehen tatsächlich auch diese Freundschaften auch unter den Kindern und das ist unheimlich rührend, das auch zu sehen. Und dann auch, wie enttäuscht sie manchmal sehen, wenn die Veranstaltung schon wieder vorbei ist und sie würden gerne einfach noch viel länger fahren.